Freunde, guten Abend, Ladies and Gentlemen, zum 20. Plankenschnack mit... Hey, was ist das? Da sind wir. Hallo. Guten Tag. Hallo. Schönen guten Abend, die Damen und Herren, Pinguine, andere Tiere im Hintergrund auf Betten. Ich grüße Sie. Hallo. Wie ist das Wertebefinden? Uns geht's gut. Mir geht's auch wunderbar. Perfekt. Ich hab mein Eis. Du isst jetzt nicht ernsthaft im Plankenschnack Eis, ja? Wo der, wo der Plankenschnack schon immer für Professionalität stand, ja? Schon immer. Ich wollte gerade eine Banane mitnehmen, das habe ich mir. Jetzt hole ich mir gleich eine. Wow. Der Monte. Monte, siehst du? Wieso warum gehe ich vorher eigentlich essen, ja? Ich hab gehört, bestell dir doch mal eine Pizza. Nee, ich habe ja schon gegessen heute im Brauhaus Watzke. Wir haben heute. Watzke heißt das, Brauhaus Watzke. Richtig schönes. Das ist ein guter Name, der gefällt mir. Das ist ein schönes altes deutsches Essen. Wir haben uns heute dazu entschlossen, mal etwas Licht in eine dunkle Ecke zu werfen, die ja sehr umstritten ist. In einigen Aspekten, in anderen wieder einfach nur pfiffig gelöst wurde. Wenn ich das mal in Garax-Worten irgendwie wiedergeben darf. Dazu haben wir uns einen sehr schönen Gast eingeladen, und zwar die Pixel Maniacs, unten rechts zu sehen. Moin. Moin. Ein, ja, schon Indie-Developer-Studio oder eher kleines Studio. Nein, Indie ist das ja nicht, ne? Also was bezeichnet ihr euch denn selber? Wir sind Indies. Wir sind Indies. Wir haben kein externes Geld in unserer Firma auf jeden Fall. Ja. Okay. Ah, und die werden uns dann mal auch ein bisschen erzählen, was denn so passiert. Slabby hat sich die Mühe gemacht und hat das alles mal so ein bisschen recherchiert, auch mit, und hat das mal so ein bisschen eingeteilt. So, wir haben mehr oder weniger so eine Agenda heute, an die wir uns mal halten werden und gucken einfach mal, dass wir da ein bisschen was zu erzählen können. Aber ich gebe erstmal das Wort an alle weiter, Garak, und du fängst an. Wie wäre es denn mal, wenn du Hallo sagst? Hallo. Erzähl doch mal, Garak, was machst du gerade? Ja, hallo. Was hast du die letzten vier Wochen? Schön, dass ich da bin. Ich war ja jetzt vier Wochen nicht da und ja. Und deswegen prima, dass ihr da seid. Super Thema heute, super Leute. Ich glaube, das wird cool. Wann hast du getrieben die letzten vier Wochen? Geangelt. Nein, ich wollte gerade sagen, frag doch nicht danach. Er ist doch nur angeln. Sehr geil. Siehst du doch, guck ihn dir doch an, Mocker Braun. Ich bin mit meinem Boot durch die Gegend gefahren und hab geangelt, ja. Wie in Dark Age of Camelot kann man auch angeln, oder was? Da kann man auch angeln, natürlich. Nee, ich glaube nicht. Nee, bei Dark Age konnte man nicht angeln. Ich kann mich nicht erinnern. Nein, ich glaube nicht. In WoW konnte man angeln? Ja, habe ich auch. Ich war gut. Aber hier, Nils war besser bei wie war das Spiel noch? Der hat da geangelt wie verrückt bei Black Desert. Black Desert, ja. Der Engelmeister war, der Angelmeister war. Und irgendwann habe ich aufgegeben, ja. Ich habe keine Makrele gefangen, es hat keinen Sinn mehr gemacht, das Leben war vorbei. Die heilige Makrele wollte nicht kommen. Slabby, wie ist dir so ergangen die letzten zwei Wochen? Nur rote Heringe, oder was? Nee, ich hatte nur immer goldene Fische. Ich hatte immer nur den richtig edlen Stuff. Achso, der die Wünsche erfüllt hat. Mhm. Okay. Ja, mir geht's gut. Ich bin mal froh, zwei Tage Pause von Dark Souls 3 zu bekommen. Mal die Gemüterlage sich ein bisschen legen zu können. Und freue mich auch, dass wir endlich auf dieses Thema kommen, weil das Thema steht bei uns in den Interna ja, glaube ich, schon seit Anfang an drin. Schon sehr lange. Ja, weil das ja auch schon lange ein Thema ist. Auch ein Thema, mit dem ich mich ja schon lange beschäftige, so für mich. Deswegen bin ich froh, dass wir heute da endlich mal zu dem Thema kommen. Ist ja auch aktuell gerade, von daher passt das ja auch ganz wunderbar. Richtig, richtig. Ja. Ja, und Pixel Maniacs, was macht ihr so? Ich überlasse dir mal, ich erstmal ein. Ja, gerade im Moment porten wir unser Spiel auf die Xbox. PlayStation waren gerade eben in der Kneipe und haben noch das Deutschlandspiel die erste Halbzeit angeschaut. War ganz cool. Und bei Microsoft waren wir vorgestern und probieren natürlich unsere Keys außerhalb von G2A zu verkaufen. Ja. Genau.
Also das Thema ganz dreist schon angesprochen. Alle haben so ein bisschen um den heißen Brei rumgeredet. Ja. Und du sagst einfach, komm, Andi, zack. Andi gleich wieder straight rein, so lass loslegen hier jetzt, komm. Das unterscheidet die Profis vom Rest halt. Ne? Ja, das ist halt, Pixelmaniacs sind ein bisschen unerfahren, was Bühnenerfahrung angeht. Ja. Muss total, man ihn nachsehen, ja. Ja. Oh, Andi ist ganz rot geworden schon, weil so, oh nein. Oh. Ja, aber vorher muss ja Tizi noch sagen, was er die letzten zwei Wochen gemacht hat. Ich habe meine alte Liebe wieder entdeckt. In DayZ. Achso, ich dachte schon. Oh, ja, das ist gut. Ich habe meine alte Liebe wieder entdeckt. Es läuft ziemlich rund, es macht sehr viel Spaß. Ich habe irgendwie in der Zeit sehr viel abschweifende Gedanken, die ich austrage im Stream. Hat mich heute jemand netterweise darauf hingewiesen, das habe ich mir mal so durch den Kopf gehen gelassen. Kopf gehen gelassen? Ihr wisst schon, was ich meine. Durchlaufen lassen. Und die letzten zwei Wochen waren echt gut. Also ich habe Forza auch gespielt, Forza Horizon 2. Sehr, sehr geiles Spiel. Also Forza liefert da wirklich ganz schön was ab. Und ja, die zwei Wochen waren gut. Ne? Es war schön. Ich freue mich auf nächste Woche. Es wird noch besser. Ja? Gute Einstellung. Sehr schön. Dann, gab es da dann ein Patch oder was bei DayZ? Ja, da gibt es einen neuen Render. Man hat 60 FPS jetzt. Oh. Aber man findet kein Magazin, habe ich gehört. Also kann man jetzt schneller wegrennen als vorher. Nee, das ohne Witz, jetzt macht das richtig Spaß, wenn die jetzt noch so kommen mit. Ja, yeah, du kannst halt durch Regen nass werden und krank werden, wenn du du kannst halt verdursten, verhungern mittlerweile, das geht ja schon lange, aber du kannst dir Beine brechen, das ging ja auch früher schon an Treppen, jetzt mal richtig dann, du kannst das wieder flicken, dann kommen jetzt bald wieder Tiere noch dazu, dann kann man auch jagen für Essen, also. Kommt schon. Vielleicht DayZ mal spielen. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir suchen einen Ersatz für Rust. Ja. Weil uns Rust so im Stich gelassen hat. Und ständig unseren Server gewiped hat. Jetzt suchen wir seitdem einen Ersatz und wir finden nichts. Es war so traurig, dass unsere Burg auf einmal weg war. War traurig. Haben alle geweint. Ja. Rust habe ich früher gespielt, schon vor zwei Jahren nach DayZ irgendwie. Aber das war auch nicht die Erfüllung. Nee. Ja? Nee. Ich mag DayZ. Müssen wir das mal ausprobieren. Ich habe schon immer DayZ gemocht, aber es lief halt nie gut. Jetzt läuft es halt nicht gut. Kannst du auf DayZ auch bauen oder bist du? Nee, du bist nur im Sammeln sozusagen. Also wenn später alle Features eingefügt werden, die jetzt schon immer mal abgestellt werden wegen Bugs, leck mich am Arsch, dann hast du aber gut zu tun zu überleben. Okay. Also dann hast du echt Mühe, dann musst du Tiere fangen, Fleisch kochen und so und Munition gibt's auch jetzt gerade aktuell nicht on masse. Also wenn du, sag ich mal, ich spiele auf dem Private-Server, das heißt, die sind halt alle nicht gehived. Wenn du auf dem Hive-Server raufgehst, dann gehst du halt auf den Null-Mann-Server, rennst rum, machst die ganze Karte leer und dann hast du auch in der Stunde alles, was du brauchst. Aber auf Privatservern ist das echt schon eine Schwierigkeit, was zu kriegen, was funktioniert. Also, dass du eine funktionsfähige Waffe findest. Also da macht Survival schon Spaß. Wenn du dann nachher, wie gesagt, dir noch Essen besorgen musst und ja, die Zombies irgendwann funktionieren. Also das ist halt immer so ein Wenn-Ding bei DayZ. Es ist halt jetzt gerade mal ein etwas größerer Lichtblick am Ende des Tunnels. Das ist vielleicht, werden wir sehen. Und das ist jetzt ein Patch oder ein komplett neues Spiel, das du nochmal für 20 Euro kaufen musst? Nee. Die Leute, die es gekauft haben, oh, da ist er, du. Der alte. Der Johann. Du musst nichts neu kaufen, also okay. Haben sie ihr Spiel nicht in zwei Teile aufgeteilt, dass sie nochmal für 10 Euro verkaufen? Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was da passieren wird. Ich bin erstmal zuversichtlich, weil jetzt, wie gesagt, haben sie endlich mal den Arsch hochgekriegt und das Wichtigste gefixt, dass man endlich mit FPS spielen kann. Also, schauen wir mal. Gut, 60 in einem Shooter ist immer noch die Hälfte, die man braucht, ne, eigentlich. Es ist aber Open World, muss man sagen. Also, die Map ist riesig, da ist viel Interieur und Bohemia ist ja nicht gerade bekannt für gut laufende Maps, ja. Das ist ja bei Arma auch schon so. 20 FPS in Altes. Woo, yeah, oh, flüssig. Aber jetzt, mal sehen, schauen wir mal. Aber schon irre, wie lange die brauchen, ne, für so ein Early Access. Ich meine, wann haben die das rausgeworfen zum Bezahlen so? Irgendwie 3 Jahre oder wie alt ist DayZ? 2013. Wow. Ja, 3 Jahre. Krass. Und jetzt fängt es langsam an, dass es so halbwegs funktioniert. Ne? Also im Endeffekt ist das, kann man sagen, was man will. Das könnte man eventuell auf dieselbe Stufe bringen wie Shattered Skies, der absolute Scam. Also das ist wirklich der absolute Scam. So 3 Jahre Alpha, Early Access und wie viele Leute sich schon 3, 4, 5 Accounts gekauft haben, damit sie weiterspielen können und
Ja. Also DayZ liebt man und DayZ hatet man in der, im selben Satz. Also ich sag auch jeder, der mich fragt, ob ich es kaufen soll, ich sag, kauf den Scheiß nicht. Mach's nicht. Lass bleiben. Nur weil da oben jetzt 60 FPS stehen. Nee. Mal gucken, was das wird, ja. Schauen wir mal. Wollen wir uns reinstürzen, wenn wir schon bei DayZ sind? Das kann man ja auch in jeglichen Shops kaufen. Ach so, das ist richtig. Ja. Schöne Überleitung. Perfekt, oder? Super, perfekt. Und zwar... Ja, so kennen wir ihn. Und zwar haben wir uns heute die Keyshops rausgesucht. Es gibt sowohl Pro als auch Contra. Okay, also dass alle verstehen, dass das hier nur hinleuchten ist und keine Wertung. Also Keyshops sind nicht alle schlecht, ja. Wir hatten vorhin ein schönes Beispiel, das kann Andi ja kurz nochmal aufbringen, von Instant Gaming zum Beispiel, als Einstieg, ja. Wie man es machen sollte oder wie es ja, genau. Normalerweise funktionieren sollte. Also Instant Gaming ist zu uns gekommen als Entwicklerstudio und hat gefragt, ob sie ihr Spiel auf unser Spiel auf ihrer Plattform anbieten können und ob sie von uns einen Haufen Keys haben können. Und dann haben wir mit denen Preis verhandelt und haben denen halt einen Haufen Keys zu einem günstigeren Preis gegeben. Ja. Aber jetzt ist halt ein offizieller Key von uns bei Instant Gaming zum Beispiel. An dem wir auch Geld verdient haben. Genau. Da sind wir haben uns gefeatured schon auf der Startseite und es war eigentlich positiv für beide Seiten, sage ich mal. Absolut. Ja. Das ist eine schöne Einleitung direkt in das Thema, weil das Thema ist ja gerade deswegen so, geht quasi durch alle Spielemedien und so, weil es ja eine Geschichte zwischen G2A gab und deswegen, da wird schon im Chat gefragt, warum gerade irgendwie immer nur G2A genannt wird. Es liegt einfach an der Thematik. Dass sie jetzt gerade aktuell halt eher schlechte Presse bekommen. Die sind halt auf TinyBuild seit Wochen zugekommen. Die wollten, glaube ich, sowas Ähnliches machen. Wollten halt auch eine Partnerschaft mit denen haben. Haben gesagt, ihr verkauft doch eure Keys auch bei uns direkt in Partnerschaft. Aber TinyBuild meinte halt, wir haben einen eigenen Store. Wir müssen das eigentlich gar nicht bei euch verkaufen. Und ich glaube, die wollen auch einfach nicht. Ja. Jetzt fährt gerade ein... Moment, lass mal die Polizei gerade vorbeifahren. Werdet ihr abgeholt? Genau. Habt ihr illegal Keys irgendwie verkauft? Nee, das ist der Nachbar. Das ist in der Nachbar verkauft unsere Keys illegal. Achso, okay. Gut. Genau. Und da hat halt eben TinyBuild Nein gesagt. Und ich fasse das mal kurz zusammen. Und ein paar Tage später wurden halt bei TinyBuild irgendwie knapp 25.000 Keys, glaube ich, gekauft. Und wie sich herausgestellt hat, halt mit Kreditkarten, die nicht echt waren, also echt waren, aber halt nicht, wurde geklaut mit gefälschten Kreditkarten, sagen wir es mal so. Da wurden sich Kreditkarten im Darknet besorgt, die Zahlung ging nach 4 Tagen zurück und in dem Moment standen die aber schon bei G2A im Angebot. TinyBuild hat halt dann einen Artikel veröffentlicht. Wo sie dann gesagt haben, hätten wir die ganzen Preise zum Vollpreis verkauft. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, ist eine Milchmädchenrechnung, weil sie werden wahrscheinlich nicht so viele Keys zum Vollpreis verkauft haben. Ja. Aber hätten sie die Spiele alle zum Vollpreis verkauft, hätten sie 450.000 Dollar Reingewinn gemacht oder Umsatz gemacht. Umsatz, nicht Reingewinn, Umsatz. Wie gesagt, also jetzt gerade kriegt man Spiele von denen irgendwie für 77% oder 66% Rabatt bei denen direkt auf der Seite und auch im Steam-Sale. Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass es da tatsächlich 450.000 Dollar Verluste gegeben hat. Aber da die ganzen Keys ja geklaut wurden mit gefälschten Kreditkarten, wären selbst bei 10.000, hätten sie das Ganze für 10.000 Dollar verkauft, hätten sie trotzdem 10.000 Dollar Verlust gemacht. Plus, und das ist auch wichtig, plus die ganzen Gebühren der Kreditkartenfirmen, die ganzen Zahlungen wieder zurücknehmen und dafür auch nochmal Gebühren einheimsen. Ja. Das heißt, scheißegal, für wie viel sie es verkauft haben am Ende, sie haben so oder so einen Haufen Geld Verlust gemacht. Und deswegen ist G2A gerade halt so sehr im Gespräch. Und als dann TinyBuild halt eben auf G2A zugekommen ist und gesagt hat,
Jungs, die ganzen Keys, die bei euch jetzt gerade alle drinstehen im Marketplace, das ist auch noch so eine Thematik, auf die wir vielleicht später zu sprechen kommen müssen, ja. Wo jetzt was Marketplace ist und was der Standardverkauf bei G2A ist und anderen Keystores, da sind ja auch noch Unterschiede. Quasi auf der sogenannten eBay, also könnte man jetzt sagen, ist sowas wie eBay für digitale Waren. Mehr oder weniger der Marketplace. Die ganzen Keys, die da bei euch aufgetaucht sind, die wurden bei uns alle mit gefälschten Kreditkarten gekauft. Was ist da los? Könnt ihr uns da nicht mal irgendwie, könnt ihr die Keys vielleicht sperren oder so? Woraufhin wieder G2A gesagt hat, wir haben euch doch angeboten, eine Partnerschaft mit uns einzugehen. Geht doch einfach diese Partnerschaft mit uns ein und dann klären wir das. Ich will ja jetzt nicht irgendwie großartig den Aluhut aufziehen oder so, aber für mich klingt das so ein bisschen nach, okay, wenn ich es beim Namen nenne, nach Schutzgelderpressung. Das wo sind, kommt diese Aussage her? Ist die belegt? Also gibt es die schriftlich oder ist ja, das? Ja, das ist auf, alles auf dem Tiny-Bild-Artikel. Tiny-Bild ja. hat die Konversation auch mit denen veröffentlicht. Alles. Ja, okay. Das ist klingt wichtig, für das mich. Muss man ja, wissen, ne? Ja, genau. Sources und so. Das klingt halt für mich extrem nach Schutzgelderpressung. Einfach. Das wäre mehr oder weniger klingt es so, als hätte G2A gesagt, ja, wenn ihr nicht die Partnerschaft mit, oder hättet ihr die Partnerschaft mit uns eingegangen oder angenommen, dann wäre das nicht passiert. Wink, wink. Naja, sie haben ihnen ein Angebot gemacht, was sie nicht ablehnen können, ne? Ja, genau. Mal gucken, ob sie einen abgetrennten Pferdekopf im Bett finden, wenn sie morgen aufwachen. Ich meine, im Grunde genommen hast du ja nur gleich mit dem ja verkehrtesten oder schlimmsten Beispiel angefangen, warum genau. Eigentlich so viel Action ist. Es ist eigentlich wirklich nur diese eine Sparte, warum Action ist. Dass, um nicht nur G2A zu nennen, sondern auch Kinguin, Fast to Play zum Beispiel. Sie haben einen Marketplace wie eBay, was Leuten ermöglicht, dass sie Spiele verkaufen können. Das wiederum ermöglicht Menschen wie zum Beispiel, nehmen wir einfach User X, der eine Grafikkarte kauft und Division bekommt und damit eigentlich nichts anfangen kann, weil er Division schon hat. So kann er das dort verkaufen, damit er noch ein bisschen was davon hat sozusagen, dass der Key halt nicht vergammelt sozusagen. Wiederum das, was Slappy gesagt hat, ist, dass Leute sich und auch, was wahrscheinlich Pixelmaniacs gleich als Beispiel bringen werden, dass Leute über E-Mail kontaktieren und sich so versuchen, Keys einzuschleichen und die dort wieder zu verkaufen. Das ist ja bei euch auch schon passiert, oder? Ja, ja. Also wir haben gleich nach Release, glaube ich, unser Postfach hatte gleich 20, 30 E-Mails. Das war voll. E-Mails von angeblichen YouTubern, Streamern, die sogar intelligenterweise den Namen von wirklichen YouTubern oder Streamern verwendet haben in ihrer E-Mail-Adresse plus noch oder eine falsche Schreibweise und dann behauptet haben, sie wären derjenige Streamer oder YouTuber und dann schreiben wir aber den YouTuber an und dann sagt er, nö, ich habe euch nichts geschrieben. Also das kostet einen Haufen Zeit, das überhaupt zu verifizieren, ob wir jetzt denjenigen einen Key geben können oder nicht. Und also man muss sagen, es waren auch viele legitimate Streamer auch dabei, ja, YouTuber dabei, die uns wirklich auch angeschrieben haben. Aber also die Anzahl der Fakes sind einfach, das ist ehrlich. Und wir dachten am Anfang, hey cool, das sind YouTuber, die uns, ich meine, das war unser erstes PC-Spiel, ja? Der YouTuber, die uns berichten wollen, voll geil, hier kommen Keys, und plötzlich auf G2A, zack. war da alles voll mit unseren Keys. Ja, die wir sogar wieder zurückgekauft haben. Die wir zurückgekauft haben, damit wir wissen, wer es war. Echt, ja? Ja. Okay, habt ihr denn irgendwas einleiten können oder einfach nur zum Wissen? Nee, hinter der E-Mail-Adresse kann sich jeder verstecken, ne? Ja, okay. Es gab einen Hashtag Keyscam oder irgendwie sowas. Ja, wir haben die E-Mail-Adresse veröffentlicht. Genau, über Twitter haben wir sie veröffentlicht dann. Und haben auch die. Es war tatsächlich, wir hatten tatsächlich auch YouTuber, die tatsächlich, also tatsächlich echte YouTuber, die diese Keys dann wieder verkauft haben, anstatt ein Video drüber zu machen. Ja. Das fand ich am peinlichsten. Das war traurig, ja. Okay, also das finde ich schon krass. Ich meine, wenn man das nicht spielen will, dann lass es. Genau. Lass es doch einfach. Also ich löse meine halt ein, egal ob ich sie haben will oder nicht. Aber, ja, genau. Ja. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Was aber auch an der Stelle, muss man ja sagen, nichts Illegales ist oder so. Und selbst wenn man jetzt generell einfach mal schaut und andere Keystores nimmt, es gibt ja die Thematik, wozu Garak wahrscheinlich auch als Unternehmer was sagen kann, dass man günstig irgendwo einkauft und dann wieder verkauft. Was völlig legitim ist, das dürft ihr nicht vergessen. Das ist was komplett anderes.
Und darauf beziehen sich ja alle und machen den hier und müssen das unbedingt. Keystores sind nicht schlecht, natürlich nicht, aber trotzdem tun gewisse Keystores, indem sie irgendwas anbieten wie den Marketplace, was Schlechtes. Da kommen noch etliche Geschichten, wie man, wie es weiter passiert. Aber Garak, du kannst bestimmt was zu dem Einkauf und Verkauf noch erzählen dann an der Stelle. Ja, also generell ist es ja so, dass die ganze Welt so existiert oder ich sag mal so, die Marktwirtschaft so existiert, dass irgendjemand produziert, das ist eigentlich immer so die arme Sau. Und dann gibt es eine Kette von Leuten, die hintereinander diese Ware, die produziert worden ist von irgendjemandem, und das ist völlig egal, ob es jetzt Software ist oder ob es nur Äpfel sind oder so, die dann weiter transportiert werden über Großhändler, Einzelhändler und so weiter, damit das Zeug zum Kunden kommt. Und es ist bei digitaler Ware relativ einfach. Deswegen gibt es auch sehr viele Hersteller, die direkt verkaufen und einfach diese Kette dazwischen nicht mehr hat. Legitim ist halt, das Zeug zu kaufen, so wie Instant Gaming das anscheinend auch gemacht hat, die gesagt haben, wir kaufen jetzt Keys und gebt uns mal einen guten Preis, weil wir nehmen gleich ein paar mehr davon. So ist das ja üblich dann bei Händlern. Genau. Dann bekommen sie einen guten Preis. Das ist völlig normal und legitim. Und dann verkaufen sie in ihrem Shop dieses Game zum im besten Falle regulären Verkaufspreis. Vielleicht auch für einen Euro weniger, aber im Großen und Ganzen so läuft das legitime und richtig legale Geschäft ab. Ganz genau. Die versteuern es dann und alles ist gut. Das Versteuern ist ja noch eine andere Geschichte, die ja bei diesen ganzen Keyshops komplett an den Steuern vorbeigehen. Aber das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich, wo man einkaufen kann, ist das im Ausland zum Beispiel. Man ist auf Urlaubsreise, ja, also jetzt im kleinen Stil, das gibt es natürlich auch im großen Stil. Man fährt mal nach Indien, weil man schon immer mal nach Bangalore möchte und sich da ein paar Gewürze kaufen möchte. Und dann, fährt man über die AAA-Titel, die da an jedem Regal stehen. Und die sind aber günstig. Und dann sackt man die ein und verkauft sie dann über G2A oder was auch immer. G2A wieder als Beispiel, weil das so schön... Kurz. Nimmst du einfach irgendeinen anderen, mein Gott, das klingt ja schon furchtbar, ja, hier. Ich weiß nicht, also bei Moga geht es ja nicht, deswegen. Insofern, es gibt ja auch Keyshops, die das nicht unterstützen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Insofern, das ist auch legal. Also ich kann losgehen und mir irgendwo, solange die Ware nicht geklaut ist, die in Indien steht, ja, ist das legal. Und es ist meistens so, dass sie nicht mal geklaut ist, denn in Indien werden Produkte, genauso wie auch in anderen ärmeren Ländern, Produkte einfach günstiger verkauft, ja, weil sie sonst keiner kaufen würde. Selbst Apple verkauft die iPhones billiger in Indien, weil sonst kein Inder kann sich für 800 Euro, das ist ein Jahresgehalt bald, nicht ganz, aber jedenfalls auf dem Land ist das ein Jahresgehalt. In den Städten sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber kein Mensch würde diese Geräte kaufen. Und deswegen sind die in verschiedenen Ländern verschieden teuer. Und die kommen halt wieder zurück über den Urlaubsweg. Das ist so der, ich sag mal, der nicht die Masse ausmachende legitime Weg. Aber das wird auch im großen Stil gemacht. Da werden ganze Container aufgekauft und ganze Container verschifft. Und da ist es dann grenzwertig. Das ist immer noch legal, aber sehr, sehr grenzwertig. Ja. Also so, diese beiden Wege sind, glaube ich, so die hauptsächlichen. Ansonsten wäre das gar nicht möglich, dass ein Spiel überhaupt so günstig ist, muss man dazu sagen. Ja, weil sie würden ja, ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, was ihr dann mit Instant Gaming gemacht habt, da für einen Vertrag, geht mich auch nichts an, aber man würde niemals, wer logisch darüber nachdenkt, für 60 Euro kauft, ja, also einen AAA-Titel und dann ihn für 30 Euro verkaufen, niemand macht da dran Gewinn. Man kann das zum Beispiel mit Green Man Gaming vergleichen, da war ich auch lange Zeit Partner, wobei die auch ab und an schon so ganz komische, kuriose Dinge hatten in den Medien, also auch schlechte PR, dass sie auch Keys hatten, die sie eigentlich nicht resellen durften. Die sind für viele Publisher und Entwickler offizielle Reseller. Das Problem bei der ganzen Sache ist einfach, dort sieht man, dass ein AAA-Titel rauskommt, ja, und sagen wir mal, der kostet 60 Euro und bei denen kauft man ihn für 50. Das hört sich meiner Meinung nach realitätsnahe an. Ja. Das sind halt so, wenn man das wahrscheinlich in Massen dann beim Entwickler kauft, dass man dann sagt, oder beim Publisher, okay, das können wir machen und dann werden sie wahrscheinlich da 5 Euro dran verdienen. Alles andere ist natürlich, ihr müsst das halt mal hochrechnen, wie viel Geld da zusammenkommt, ja, also... Es ist halt nicht, es ist nicht wirklich alles illegal. Es geht halt wirklich darum, was halt beschrieben wurde mit dem Kreditkartenbetrug. Oder was ich persönlich auch sehr, sehr interessant finde und warum, ich frage mich, warum auch noch niemand was dagegen gemacht hat, wenn zum Beispiel Sachen im Humble Bundle Store gekauft werden.
weil dort ist es ja günstig, ja? Ja. Und da gibt es auch Aufführungen und Auflistungen, wie viele Leute dort die Humble Bundles kaufen und sie dann wieder verkaufen. Also aber hat Humble Bundle und der Humble Store nicht mittlerweile eine Absicherung, dass man die Keys nicht mehr als solche bekommt, sondern die gebunden sind von an seinen eigenen Steam-Account, dass man den quasi nicht weiter verschenken kann? Du kriegst immer noch Keys zugeschickt. Also, ja. Okay. Ja. Und da ich habe jetzt zum Beispiel hier das, was waren das, Sega, das Sonic Bundle gekauft, was jetzt im Juni rausgekommen ist. Und ich bin quasi, musste mit meinem eigenen Account mich einloggen. Und ich habe zwar den Key bekommen, aber stand auch daneben, dass der Key an meinen eigenen Slapstick Steam Account gebunden ist. Mm-mm. Nee, das ist nicht so. Nee. Ich habe würde ich gerne mal ausprobieren. Wobei diese Humble-Bundle-Geschichte ja eigentlich legal ist. Also ich kann natürlich. In dem Shop, ja, also ich kann ja in dem Shop einkaufen. Und Humble macht ja auch verkaufe ich es halt weiter. Es sei denn, die AGBs oder die Verkaufsbedingungen widersprechen dem. Das kann ja ein Shop machen, indem er sagt, hier, das ist hier nur einmalig kaufbar und einmalig für euch, also für die Person, personengebunden, Wiederverkauf ist ausgeschlossen. Das kann man machen, wenngleich man das auch nicht überprüfen kann natürlich. Aber das könnte man machen, einschränken, machen die aber nicht, weil das sowieso nicht zu überprüfen wäre. Aber insofern, das ist ja der Bereich, der in Ordnung ist. Man sollte natürlich auch so Keyshops nicht verteufeln. Sie sind im Grunde genommen, also diese eine Geschichte, dass im Grunde genommen dann wirklich so versteckte Drohungen kommen, das geht nicht. Aber grundsätzlich, der Fehler, ich weiß nicht, wo der liegt oder ob es überhaupt einer ist, denn im Grunde genommen, wenn jetzt, nehmen wir mal einen Keyshop XY, ja, wenn der jetzt die Möglichkeit hat, eBay-like in Anführungsstrichen Keys zu verticken, die man da einstellt, ja, so what, dann ist das so. Wo die Alarmglocken, weil ich könnte den Key auch bei eBay verkaufen, ne? oder beim nächsten Flohmarkt. Ja, ich gehe hier in Kiel auf den Flohmarkt und vertick den Key da, stelle mich da hin mit einer großen Flagge, hier, Key ist günstig. Und wenn ich die Keys nicht verkaufe, dann verkaufe ich hier halt einen Fisch. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist das ja legitim und in Ordnung. Und ich weiß nicht, deswegen, die Frage ist halt, warum sind da keine Sicherheitsmechanismen? Ja? Also auch ein XY-Shop sollte ja ein bisschen hellhörig werden oder sofort reagieren. Das kann man über Software total simpel machen, wenn jemand mehr als 10 Keys verkauft. Es dürfte ja gar nicht möglich sein, dass jemand 10.000 Keys verkauft oder 1.000. Ja? Kein normaler Mensch hat mehr als 10 Keys. Und wenn ja, dann darf man ja als Shop auch gerne mal nachfragen, wo kommen die her? Ja? Und wenn da eine plausible Erklärung kommt, ja, dann ja, stell ein. Halleluja. Richtig. Kein Problem, wir wollen ja alle Geld verdienen. Aber das würde ich diesen Shops wirklich ankreiden, dass ihnen das vollkommen Latte ist. Weil sie ja, Kohle es ist so ein haben. Bisschen Augen verschließen halt, ne? So kommt's ja, genau. Vor. Ich gucke nicht genau hin. Ne? Genau. Wir sagen nicht, dass wir es befürworten, aber mach mal. Ja, genau. Darf ich mal ganz kurz übrigens, wenn ich gähne, heißt das nicht, dass ich müde bin oder gelangweilt. Ich habe eine Allergie und ich bekomme schlecht Luft, weil es gerade im Chat kam, dass ich hier müde oder gelangweilt bin. Das ist nicht so. Ich habe gerade super Spaß. Wollte ich nur kurz klarstellen. Was man unbedingt sagen sollte, ist, dass man nicht nur G2A über den Kamm ziehen kann. Es gibt bei wirklich den bekannten, etablierten Shops gibt es immer Sachen, die so ein bisschen, ja, ich nenne sie mal shady sind, ja, bei Moga zum Beispiel kann man 7-Tages-Keys für Black Desert kaufen und eigentlich kann man diese nicht kaufen. Da fragt man sich doch schon, wo kommen die her? Das Ding ist halt, mittlerweile ist dieses ganze Thema schon so verworren, dass es, wie gesagt, Dinge gibt, die nicht illegal sind. Wie schon beschrieben, es gibt Dinge, die illegal sind. Und dann gibt es ganz kuriose Dinge dazwischen, wo ich mich dann frage, warum das noch nicht geändert wurde, wie mit dem Humble Bundle. Ja? Ja. Also man muss sich halt vorstellen, die Leute sind nicht dumm, okay? Die Leute sind pfiffig, die dahinter sind. Und die haben nicht umsonst so viel Geld. Und das ist eine Menge Geld, die da gemacht wird als Profit.
Die Frage ist, die sich mir immer sehr oft stellt, ist, warum da niemand gegen was macht. Also ich habe da gestern halt, wir haben vorhin schon drüber so ein bisschen philosophiert, es wäre eine Verschwörungstheorie darüber oder das auszusprechen. Aber meine Idee war, lass uns doch mal darüber sprechen, dass zum Beispiel Unternehmen wie EA oder Ubisoft da nichts gegen rechtlich machen. Also es gab ja diesen Skandal mit Ubisoft. Slappy, vielleicht magst du den nochmal kurz erklären. Du hast ihn ja vorhin gerade angesprochen. Ja, also in 2014, ich glaube Januar oder so, 2014, wurden ganz viele Keys im Ubi-Store oder im Uplay-Store da gekauft oder wo auch immer, direkt bei Ubisoft zumindest, jedenfalls. Und die waren auch allesamt mit gefälschten Kreditkarten halt eben eingekauft und die sind dann halt auch bei, ich glaube, G2A, Kinguin und den ganzen anderen großen Seiten aufgetaucht. Und Ubisoft hat dann gesagt, und ich glaube, da gab es noch eine andere Geschichte auch mit EA und Origin, dass sie gesagt haben, wir blockieren die. Wir können nachvollziehen, welche Keys das sind. Und alle Keys, die mit gefälschten Kreditkarten gekauft worden sind, die werden gesperrt. Viele davon wurden bereits halt gekauft bei Keystores. Und die Leute haben sich dann natürlich beschwert, weil sie nicht wussten, dass sie geklaut sind. Die haben dann gespielt und 2-3 Tage später, als sie schon mitten im Spiel waren, haben sie dann plötzlich die Nachricht im U-Store oder in Uplay, warum sage ich die ganze Zeit U-Store? In Uplay bekommen, dass das Spiel halt nicht mehr in der Bibliothek ist und dass zurückgezogen wurden. Und anstatt natürlich, dass die dann zu dem Händler gegangen sind, sind sie direkt zu Ubisoft gegangen und haben sich beschwert. Und das gab halt einen riesengroßen Medienrummel auch. Viele Leute haben dann halt nicht eben, sind dann nicht auf die Keystores zugegangen, sondern haben halt sich halt bei Ubisoft direkt beschwert und haben den Shitstorm gegeben, wie sie wagen können, dass Keys, die schon längst gekauft wurden, wieder zurückgenommen wurden. Dann hat Ubisoft wieder einen Rückzug gemacht und hat gesagt, okay, alle Keys, die aktiviert wurden und bereits bespielt wurden, werden wieder reaktiviert. Alle anderen sind dann halt blockiert geblieben. Das heißt, gerade bei, und da kann man jetzt auch argumentieren, diese ganzen, und ich bin da selber einer von denjenigen, die immer wieder gegen Ubisoft, EA und so halt auf die schimpfen, weil sie einfach unfertige Spiele rausbringen und dafür einen heiden Preis verlangen. Das kann man auch. Und deswegen ist es gar nicht aufgefallen. Liegt es nahe. Da liegt es auf jeden Fall nahe, sich bei denen zu beschweren, natürlich. Nur mal kurz nebenbei, Dark Souls war bei Release auch verbuggt, ja. Also, come on, Leute. Cameo Nipples, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, jedes Spiel hat, wenn es rauskommt, ist verbuggt. Nur weil sie wirklich mal richtig in die Scheiße gegriffen haben, heißt das ja nicht, dass alles scheiße ist. Obwohl die Ubisoft schon relativ häufig in die Scheiße greift. Also, aber das ist auch nicht Thema heute hier. Da können wir auch mal einen anderen Plankenschnack drüber führen. Genau. Und jedenfalls, da fing aber dann kamen schon die ersten Stimmen halt hoch. Kann das denn aber sein, dass das Keys in so großem Maße irgendwie gekauft werden mit gefälschten Kreditkarten, bei Keystores angeboten werden und die Keystores sich halt nicht wirklich drum scheren? Ja, nur das erstmal so zur Zusammenfassung, was damals passiert ist. Aber das Thema war ja jetzt, baute ja darauf auf. Deswegen übergebe ich jetzt zurück an dich, Dizzy. Ich wollte nämlich genau, weil du das gesagt hast, einfach nur mal von euch hören, wie ihr das macht bei euch, Andy und Steve. Was genau? Na, mit den Keys, sperrt ihr die einfach, wenn ihr das wisst? Gebt ihr den Leuten das Geld zurück? Oder, also, wie handhabt ihr das jetzt? Also, ich meine, bei euch ist ja wirklich noch ein kleiner. Das ist ganz klein. Also unser Problem ist, wenn ein Key mal verkauft und eingelöst wurde, dann können wir nichts mehr machen. Steam bietet ist uns bei sogar. Uns vorbei. Ja. Wir können auch nicht wissen, wer ihn gekauft hat, wer ihn eingelöst hat. Da ist bei uns. Wir können sehen, ich glaube, wann er eingelöst wurde, aber das war's. Genau. Wenn wir sehen, dass Keys verkauft werden, dann machen wir es. Dann werden wir ab und zu mal Keys tatsächlich kaufen und schauen, wer die verkauft. Beziehungsweise wir können ja sehen in unserem System, an wen wir diesen Key geschickt haben.
Und dem dann ab und zu Wort einfach keine Keys mehr schicken, den von unserer Presseliste streichen und ihn vielleicht noch anschwärzen irgendwie auf Social Twitter. Media. Ja, genau. Aber das ist so ziemlich alles, was wir machen können. Ja. Macht ihr euch Gedanken für die Zukunft, wie ihr dagegen vorgeht? Weil wenn man jetzt zum Beispiel das von Tinybuild das Beispiel nimmt, das ist ja nun schon... Ist knackig. Ja. Bis jetzt haben Sportling. Wir zum Glück noch kein eigenes Shop-System, das man hier ja, wirklich richtig. Aushebeln könnte. Wir hatten tatsächlich vor, das mal zu bauen eins. Ja, stimmt. Ich bin gerade ein bisschen froh, dass wir es nicht das gemacht stimmt, haben. Ja. Wir haben wirklich noch keine Lösung eigentlich. Ja. Wir sind sehr viel wachsamer geworden, was Fake Key-Requests angeht. Man erkennt sie mittlerweile auch ziemlich gut. Ja. Und was wir halt machen, wenn wir einen Request bekommen, wir versuchen wirklich, ich glaube, wir sitzen teilweise wirklich 10, 20 Minuten dran, die E-Mail-Adresse von diesem Typen rauszufinden, für den er sich ausgibt und zu schauen, ob der halt wirklich der ist, für den er sich ausgibt. Also Tipp an alle Streamer und YouTuber da draußen, bitte, bitte, bitte hinterlegt irgendwo eure offizielle E-Mail-Adresse. Richtig. Es hilft beiden Seiten. Richtig. Ja. Also wenn wir eine E-Mail bekommen von irgendjemandem xyz@youtube.com und xyz auf YouTube hat keine E-Mail-Adresse angegeben, dann bekommt dieser Mensch keinen Key. Ja. Auch wenn der auf YouTube 1,5 Millionen Follower hat. Kriegt er nicht. Also ihr seid ja wirklich knallhart jetzt, ja? Ja. Okay. Ja, müssen wir. Also hilft ja nichts. Weil man muss ja auch irgendwo dagegen vorgehen. Ich meine, es kann ja nicht immer so weitergehen. Ah. Habt ihr denn schon mal überlegt, eventuell mit Valve, also Steam, in Kontakt zu treten, ob da irgendwie die Möglichkeit besteht einer Kooperation? Du lachst schon so. Also, Kontakt mit Steam... Nichts Böses. Kontakt mit Steam NBA. ist schwierig. Sehr, 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 sehr... Sparsam. Sehr, ja, und schwierig. Ich glaube aber, das weiß jeder. Also, das ist, glaube ich, in den Medien bekannt, dass Support... Sowas kennt Valve nicht halt. Support, überhaupt nicht. Da muss irgendwo eine 3 stehen, weil sonst kann man sich gar nicht erklären, warum Valve so gegen Support ist eigentlich. Es ist schlimm. Es ist schon, man könnte sich schon mehr Korrespondenz wünschen mit denen. Viel mehr. Deswegen wahrscheinlich auch die ganzen Automatismen. Also refunden muss man sich ja jetzt auch nicht mehr melden. Das ist ja, funktioniert ja alles automatisch. Alles automatisch, ja. Finde ich gut. Bin ich Befürworter. Aber mal ganz ehrlich, bei welcher großen Firma kriegst du schon Kontakt, wenn du nicht? Also naja, wir waren am Donnerstag und Freitag zum Beispiel bei Microsoft und haben wirklich gute Kontakte geknüpft. Das war super, Leuten. Ja. Also da muss ich, ich bin ja Apple-User, aber ich war echt, und ich bin PlayStation-Spieler, aber ich war echt beeindruckt von Microsoft. Also die kümmern sich um ihre Indies. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. Ja, irgendwo müssen wir ja mal anfangen, ne? Da hast du recht, ja. Als Apple, Apple kümmert sich auch. Allerdings anders. Irgendwie haben die das nicht so richtig verstanden. Microsoft war schon immer, also Apple glaubt immer, dass sie das richtig machen, glaube ich. Also ich glaube, die glauben das auch wirklich. Aber Microsoft war schon immer besser, was das angeht. Ich kenne Microsoft so lange und ich habe sehr, sehr viel mit Microsoft direkt zu tun gehabt in den letzten 20 Jahren. Okay. Und wenn die wollen, ja, dann ist das eine Maschine, das ist genial. Also die rocken einfach also, alles. Völlig begeistert. Und ich muss immer schmunzeln, so zwischen Apple und Microsoft, bla bla, alles Bullshit. Das sind beides kommerzielle Unternehmen und beide machen einen guten Job, sonst wären sie nicht mehr am Markt. Ja? Richtig. Und aber Microsoft ist da ein bisschen offener, definitiv. Ja. Ja, Apple hat halt diesen geschlossenen Ökosystem auch wirtschaftlich betrachtet, ne? Aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber lasst uns doch mal kurz... Aber auch ein cooles Thema, mal aufschreiben. Ja, das ist wahr. Lasst uns mal kurz darüber nachdenken, warum da eigentlich keiner was gegen macht. Also gegen, wie gesagt, die Themen und die Beschaffung von Keys wurde gerade erklärt. Nicht alles ist illegal, okay? Versteht ihr das? Dass das hier nicht, das ist keine Hetzjagd von Keys Doors, Freunde der Sonne. Ich würde sogar fast vermuten, dass die Masse nicht illegal ist. Eben drum. Ja, genau. Eben drum. Übrigens, Fun Fact... G2A ist einer der Hauptsponsoren von der letztjährigen Games GDC gewesen. Also die größte Spieleentwicklermesse der Welt wird gesponsert von G2A. Wohl, war das direkt die, ich habe da nämlich auch einen Artikel zu gelesen, war das nicht
irgendwie noch ein Unterunternehmen, irgendwie irgendwas mit IIDGA oder IDAG, ich weiß nicht genau. Die IGDA, die International Game Developers Association. Ja, ja, genau. Oder die, das sind die Veranstalter wahrscheinlich, ne? Nee, nicht die Veranstalter, aber die sind auch ein Sponsor. Das ist genau. halt so eine Spielentwicklervereinigung. Und wegen denen hing, glaube ich, überall das Logo halt auf der von G2A? Games Developer. Nein, Konferenz. Die haben doch nichts miteinander zu tun. Nicht? Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Okay, bevor wir die Halbwahrheiten erzählen, aber die haben jedenfalls gesagt, dass die auch reingucken, weil die auch jetzt in letzter Zeit häufig angeschrieben wurden und die würden sowas auch nicht unterstützen, wenn sich das tatsächlich, also ne, das ist natürlich PR-Gequatsche, klar. Aber die haben auch gesagt, wenn da wirklich das und das der Fall ist, dann werden sie sich auch daraus ziehen. Und okay. Das ist auch eine schöne Thematik, so die ersten YouTuber und Streamer fangen ja jetzt auch an, sich von G2A vor allen Dingen wegzuziehen. Ne? Das können wir ja auch vielleicht kurz mal ansprechen. Zum Beispiel größter Streamer auf Twitch, größter alleiniger Streamer, wenn man so will. Lyric hat auch jetzt seit 3 Tagen den Vertrag nicht erneuert mit G2A. Wirklich, ja? Mhm. Okay. Also es sind einige, die sich jetzt dagegen bewegen, weil bei Kinguin, ich war bei Kinguin und Fast to Play gibt es ja, glaube ich, auch so einige Partner, aber da wird, glaube ich, nichts drum gemacht, weil da ist das eher so bedeckt. Also vereinzelt gibt es auch Beispiele, die man sich erlesen kann, wo diese Dinge auch vorkommen, weil sie ja diesen Marktplatz sozusagen anbieten, aber dort ist die Aufruhr noch nicht groß genug, weil es gibt halt, also um einfach kurz nochmal die andere Thematik anzuschneiden, bevor wir wieder in die nächste reingehen. Was ich mich halt frage, ist, warum keine großen Unternehmen, die Milliarden haben, was dagegen tun? Wir wissen so ja, worauf du hinaus willst. Du hast es uns doch schon verraten. Ja, sicher. Aber ich würd halt schon gern den Gedanken mal teilen und einfach mal den Gedanken nach draußen tragen. Nicht als, wie Garak vorhin sagte, 9-11-Verschwörungstheorie, sondern einfach nur als Theorie, warum Unternehmen, die Milliarden verdienen, nichts dagegen unternehmen. Also nicht gegen Keystores an sich, sondern gegen diese Marketplaces. Weil das... Sie, da muss ich dir jetzt gerade mal sogar einen Ball zuwerfen. Und zwar gibt es die Seite steamspy.com, ich weiß nicht, ob du die kennst. Da siehst du, wie viele aktive Versionen oder wie viele aktive eingelöste Keys jetzt hat oder aktive Spieler jetzt von einem Spiel gibt. Und da werden auch Keys mitgezählt. Also auch wenn ich mir jetzt einen Key von irgendwo besorge und den bei mir in meinem Steam einlöse, tauche ich mit in dieser Statistik auf. Und anhand von steamspy.com holt sich GameStar und so weiter, holen sich ihre Charts, ihre Verkaufscharts. Das heißt, wenn du jetzt halt ein großer Publisher bist, wie EA und Ubisoft und da in die Charts rein willst, schaust du vielleicht, dass du deine Keys billiger irgendwo noch los wirst, um in diesen Charts weiter oben zu steigen und interessanter auf dem Markt dazustehen. Mhm. Das ist mein Blick. Also beende. Auf Steam brauchst du dein Spiel, wenn du jetzt 60 Euro für deinen Titel verlangst auf Steam, aber dann hintenrum noch über G2A oder irgendeinen Reseller nochmal 20 Euro für dein Spiel verlangst, kommst du vielleicht doch ganz schön schnell oben in die Charts rein. Den Gedankengang hat mir gestern Herb auch schon zugespielt, ob es einfach nur dass den Leuten das scheißegal ist und im Endeffekt mit ihren, sag ich mal, auffrisierten Verkäufen, dass sie dann dort in den Rankings höher steigen und doch mehr verdienen, weil Leute das Spiel vielleicht nochmal kaufen, weil es geblockt wurde, and so on. Also wie gesagt, das sind nur Theorien, okay, Leute, niemand weiß das. Also, man darf ja auch eins nicht vergessen, wenn so ein Game, ja, es wird kalkulatorisch ausgerechnet, also ich mache ja eine Kalkulation, was kostet mich das Game in der Herstellung? Ja. So, und irgendwann habe ich diesen Break-Even erreicht, das will ich verdienen und so. Und ab dem Zeitpunkt ist es doch jedem völlig Latte, für was ich das Ding verkaufe. Es ist egal, weil alles, was ich dann an Geld verdiene, ist oben on the top. Und über das hinaus, was ich mir vorher ausgerechnet habe. Und bei Softwareentwicklung ist es mal so, mal so. Viele sagen ja, Softwareentwicklung ist so eine Goldgrube. Das sehe ich nicht ganz so. Also es gibt Unterschiede. Es gibt natürlich Games, es gibt gute Beispiele, wie Angry Birds zum Beispiel. Ja?
da sitzt ein Hansel dran, ja, und macht da nebenbei irgendwie so ein Game und auf einmal ist das mega Hype. Ja, und der wird Multimillionär. Und ihm war es ja peinlich, deswegen hat er ja, der hat ja echt Probleme gekriegt, kopfmäßig, weil er zu viel Geld verdient hat. Was? Das war Flappy Bird, oder? Flappy Bird war das, ja. Ja. Ah ja, Flappy Bird war das, nicht Angry Bird, genau. Und, aber zumindest das Bird stimmte. Jedenfalls, da war es ja so. Aber oftmals ist es so, man hat eine ganze Crew, ich meine, ihr kennt das ja, dann Gehälter zu bezahlen, dann, ihr müsst alle leben. Und das muss alles bezahlt werden. Aber wenn dieser Punkt erreicht ist, und das ist bei einem Studio, sagen wir mal, wie Ubisoft, kostet so ein Titel echtes Geld, Millionen vielleicht, ja? Richtig viel, ja. Weil da unheimlich viel Manpower drin steckt und alleine der Marketingapparat, ja? Yep. Das Marketing für so einen AAA-Titel von denen, das verschlingt ja Millionen. Und das wird aber trotzdem relativ schnell verdient und danach spricht auch nichts dagegen, die Keys einfach günstig an Keyshops zu geben. Und dann trifft die Theorie natürlich zu, jetzt gehe ich in der Liste immer weiter hoch bei Steam, ja, also logisch ist das eigentlich, und dann verkaufe ich noch mehr Keys, ja, weil ich oben in der Liste stehe. Ja. Eine sehr interessante These, die wahrscheinlich sogar gar nicht so abwegig ist, weil was soll man machen, wenn die Kohle sowieso drin ist, meine Kalkulation ist aufgegangen, ich habe das Geld verdient, dann kann ich es auch günstiger raushauen. Ja. Und dann mache ich natürlich auch nichts dagegen, ne? Warum auch, ich habe es ja selber verkauft in den Keyshop. Aber das ist halt für uns, also für uns als Plebs, wie es ja im Internet gesagt wird, ja, das Plebeier und so. Nix Plebeier, Quatsch, Blödsinn. Für uns Plebs ist das ja, wir reden hier von 10.000 Keys, okay? 10.000 Spielkopien. Rechnen wir mal 10.000 mal 60, wisst ihr, was dabei rauskommt. Es ist so viel Geld. Also, versteht ihr? Und für die ist das scheinbar so, oh, da ist mir ein Krümel runtergefallen. Oh, das ist ja jetzt. Naja, ist egal, kann die Katze essen. Kriegt die Katze. Das ist richtig, ne? Man sitzt halt so. Deswegen frage ich mich, ich meine, das sind 600.000. Sagen wir mal, die Anwälte, Pi mal Öre, was die kosten, 2,50 Mark die Stunde, ja? Ich verstehe das nicht, warum dagegen nichts vor. Also, warum niemand dagegen was macht. Ich hätte zwei Gründe. Wieso? Ja, bitte. Gegen was? Das ist doch legitim. Nein, es gibt ja, die Shops sind ja bei EA zum Beispiel und bei Ubisoft sind die Shops ja auf wie Scheuntore. Du kannst ja immer noch durch, sag ich mal, illegale Aktivitäten dort deine Sachen kaufen. In mehreren Stückzahlen. Es geht immer noch. So sind ja die Keys zum Beispiel bei dem Ubisoft-Debakel über EA irgendwas, Schnubbelibu-Währung, haben sie dort eingekauft und dann sie wieder verkauft. Und diese Hintertürchen sind immer noch alle offen. Ja. Also, ja, aber sie wurden nicht geschlossen. Das ist ja nicht schlimm für den Hersteller, weil er verkauft Keys. Auch wenn er da vielleicht zeitweilig mal keine Kohle für, aber ich glaube, es sind kleine Fische. Insgesamt reden wir ja über Millionen von Copies bei AAA-Titeln. Also bei Indie-Games geht das nicht. Da funktioniert das ganze System natürlich nicht, weil ich glaube, dass ein Indie-Game-Hersteller happy und glücklich ist, wenn er seine Kalkulation hinbekommt. Ja? Dass am Ende die Kalkulation aufgeht. Und man sagen kann, okay, jetzt fahre ich nicht mit dem Bus, sondern jetzt kaufe ich mir vielleicht einen Käfer, ja? Also ich meine, und bei manchen Indies geht es mit Sicherheit auch so, dass dann eben doch schon, dass das so läuft, dass man sagen kann, ja, ich komme klar, ja? Das ist ja das Entscheidende, man muss ja klarkommen. Oder gibt es mal keine Wunde von reich werden, ja? Sondern man will ja erstmal klarkommen. Und ich glaube, dass bei diesen AAA-Titeln, da ist so viel Kohle im Spiel, da werden so viele Millionen an Copies umgesetzt, dass das nicht relevant ist, wenn da mal 10.000 über die Wupper gehen, das stört die nicht. Ich hätte zwei andere Gründe noch dafür. Der erste ist der PR-Backlash, den das geben würde, wenn die rechtlich gegen Keystores vorgehen würden. Wie das ja auch die Geschichte mit Ubisoft gezeigt hat. Je größer der Verein, umso mehr Kacke hat er ja selbst am Stecken oder Dreck am Stecken. Und umso schlechter steht er sowieso schon in den Medien da. Und wenn der dann noch über gegen Stores vorgeht, wo man ihre überteuerten Spiele halt billiger bekommt, könnte das sich negativ auf die Mediendarstellung auswirken. Das ist nett gedacht. Clappy, ganz kurz, das ist nett gedacht, aber glaubst du wirklich, dass die einen Shit drauf geben? Nö. Also, du musst immer mit den Menschen rechnen, die kaufen trotzdem den nächsten AAA-Titel von Ubisoft. Ja. Oder ne, okay. Was auch immer für eine Firma das verkauft. Also, die Menschen sind, also es gibt natürlich gibt es einen riesen Shitstorm, den wird es geben, definitiv. Ja, aber wer kauft deswegen nicht den nächsten
weiß ich nicht, Batman oder so. Also ja, das, die Menschen vergessen dann ganz schnell, wenn sie, oh geil, neues Spiel kaufen. Ja? Also im Grunde genommen, deswegen glaube ich gar nicht mal. Sie machen es nicht, ne? Da gebe ich dir recht. Dieser Shitstorm, den wollen sie nicht irgendwie. Obwohl ich nicht genau weiß, warum nicht, weil im Grunde genommen würden sie dadurch keine Käufer verlieren. Nee. Ja, so. Keine glaube ich nicht. Ein paar, es gibt, aber es wäre denen egal. Aber vernachlässigbar, ja. Also guck mal an, wie viele Early Access Survival-Spiele es gibt und jedes Mal heulen alle rum, weil ihnen Mist verkauft wurde und dann kommt zwei Tage später ein neuer raus und alle kaufen es wieder. Also, ja, klar. Hey, das Problem als Streamer ist, man kriegt sie geschenkt, okay? Ja, man kauft sie ja nicht. Ja, das stimmt. Aber ja, wir kriegen ja schon hier und da Keys geschenkt. Die größten Zombies in diesen Spielen sind die Spieler selbst, glaube ich. Also die Käufer. Also die man immer wieder darauf reinfallen kann. Ich habe einmal Rust gekauft und danach nie wieder irgendeins von denen, aber gut. Aber habt ihr da als Streamer nicht auch eine gewisse Verantwortung eurem Publikum gegenüber, dann genau solche Spiele nicht zu spielen? Nein, wir Streamer haben überhaupt keine Verantwortung. Doch. Ich nehme meine Verantwortung wahr. Ja, ich auch. Also ich werde da permanent über irgendwelche dämlichen Softwarebuden, die Leute abzocken wollen. Bei mir im Flugsimulationsbereich ist es ja überschaubar, da gibt es ja nicht so viele. Aber wir haben so ein super Beispiel. Da gibt es eine Bude, die, es gibt zwei Simulatoren, die quasi alle von Microsoft kommen, grundsätzlich. Und die Weiterentwicklung ist halt nicht ganz so kompatibel, weil die Weiterentwicklung von einem Rüstungskonzern weiterentwickelt wurde, eigentlich nicht zum Gaming, aber wir benutzen das Ding. Und jetzt gibt es einen Softwarehersteller, der entwickelt dafür Flugzeuge, ja, also die man dann fliegen kann. Und für das Original nehmen sie $80 und für das andere, nur weil das von einem Rüstungskonzern nicht als Game gelabelt ist, nehmen sie mit einem anderen Installer, und das ist die einzige Kreativität, die sie hatten, sie haben den Installer verändert, nehmen sie das Doppelte an Kohle, ne? Und dagegen wettere ich natürlich. Also das ist eine Frechheit von so einer Softwarebude. Aber, und das ist der Hammer, auch jetzt steht gerade eine 747 an, die demnächst kommt. Die Leute sind so blöd und blind und kaufen den Schrott trotzdem, ja. Also für den doppelten Preis. Und das ist unverantwortlich. Und das daran merke ich, ja, dass es eigentlich völlig egal ist, was die Softwarebude, wenn sie groß genug ist und genug Marktmacht hat, kann die machen, was sie will, die Leute kaufen den Krempel trotzdem. Das ist, das ist so. Das Problem, eine zweite Theorie? Das Problem ist, um das kurz mal zu sagen, ja, es ist ja so ein umstrittener Titel rausgekommen, Shattered Skies, um einfach kurz mal eine Exkursion zu machen. Shattered Skies ist von einem Studio, was schon viermal dasselbe Spiel rausgebracht hat, nur dass Zombies jetzt durch Aliens getauscht wurden und das Spiel im Endeffekt noch neue Grafiken gekriegt hat. Punkt. Mehr ist das nicht, okay? Das ist der letzte Rotz. Öffentliche Arbeit, der letzte Scheiß. Allerletzte Drecksbude. Jetzt kommt der Funfact, das Spiel macht trotzdem Spaß. Und schon das vierte Mal. Und das ist genau das Problem. Das ist genau dasselbe wie mit DayZ. DayZ ist der allerletzte Kackrotz. Seit 3 Jahren nichts geschissen gekriegt. Du spielst es trotzdem, weil es gut ist. Es macht Spaß. Ja. So, Punkt. Was du jetzt als Streamer machen kannst, also ich sag zu ihm, kauf den Scheiß nicht. Nur weil ich das spiele, kauft es nicht. Aber, also ich denke mal, vielen ist das aber auch einfach egal, weil da hängt halt Geld hinten dran. Und was hast du mit Anforderungen als Streamer? Im deutschsprachigen Raum, Leute, sage ich euch klipp und klar, wenn den Keyshop zum Beispiel zu dir kommt oder auch nur irgendeine Bude und dir was auf den Teller legt, was mit Geld zu tun hat, bist du im deutschsprachigen Raum nicht sehr lange am Überlegen, ob du das annimmst. Weil hier, klar, in unserem Lande ist es nicht mal ansatzweise legitim, dass irgendwer auf dich zukommt. Ja, ja, ist völlig anders in den USA, aber hier ist das wirklich eine Seltenheit. Also ich habe G2A habe ich immer abgelehnt. Ich habe dauernd von denen irgendwelchen Spam gekriegt. Mittlerweile lassen sie mich in Ruhe. Ich habe mich da auf einen anderen Shop festgelegt. Aber ansonsten gibt es da halt auch irgendwie, also der deutsche Streamer, also Twitch ist völlig, kennt keine Sau, ja, das ist das Problem, das hat keine Marktrelevanz und das ist der Grund. In Deutschland, ja. Der Deutsche, ja. In Deutschland. Aber so auch was Spielebuden angeht, Leute, also ich sag mal, das ist so der erste Vitamin B-Kontakt, ja. Also ich meine, ich habe mich gefreut, euch kennenzulernen, habe ich gleich gesagt. Man kommt nicht einfach irgendwo rein. So. Das Ding ist, du hast vielleicht
wenn du bei Vermittlern bist wie Tomilo, übrigens schöne Grüße, das ist wirklich ein sehr feines Unternehmen. Die organisieren das für dich, ja. Aber so, wenn du als Privatperson, du kommst an niemanden ran, so. Und wenn dir dann jemand sagt, pass auf, ich leg dir das auf den Tisch und du spielst das für mich. Das ist sowieso komisch, ne? Dass diese ganzen Softwarebuden, es gibt ja in Deutschland viele kleinere Unternehmen, die versuchen, aber die nutzen Twitch überhaupt nicht. Also ich habe noch nie irgendwie das irgendeiner, gut, nur ich bin auch ein bisschen zu speziell vielleicht mit dem, was ich mache, aber ich kenne auch sonst eigentlich keine Bude. Und die wirklich Twitch als Thema sieht, ne? Die eher mal YouTube vielleicht, aber da ist natürlich auch mehr Masse, aber ich weiß nicht, naja, ist aber ein anderes Thema, glaube ich. Aber Verantwortung, würde ich sagen, hat jeder, ja. Nur ist die Frage, ab wann lässt man die Hose runter und hat keine Verantwortung mehr. Das sag ich immer. Und das, die Hosengrenze ist bei jedem anders hoch. Also meine hängt noch ziemlich hoch, muss ich sagen. Wurde deine Hose schon mal gelockert? Ja, ja, okay. Wurde sie schon. Aber habe ich abgelehnt, weil ich meine Prinzipien habe. Und theoretisch, also ich schade mir prinzipiell immer selber. Habe ich mir auch selber mitgeschadet. Wäre ein schönes Grundeinkommen gewesen. Hab's aber gesagt, hey, nee, weißt du, nee, ich hab's auch meine Prinzipien fern. Nee. Hab's dementsprechend nach oben, ja. Okay, krass. Guter Mann. Was heißt guter Mann? Das ist halt einfach so, du hast deine Prinzipien oder du hast sie nicht. Du, absolut. Prinzipien sind, aber ganz ehrlich, wenn du keine Prinzipien hast, dann oder wenn du deine Prinzipien für Kohle über den Haufen wirfst, dann bist du auch für deine Fans nicht mehr wirklich zugänglich, finde ich. Das ist dann so ein okay. Jetzt, wobei, ich weiß nicht, wie es ich bin kein Twitch-Star. Ich weiß nicht, wie deine Fans reagieren würden. Aber ich denke, wenn das jemand mitbekommen würde, man könnte schon einen Shitstorm erwarten, glaube ich, oder? Ich glaube, den meisten ist das egal. Meinst also, du? Ja, pass auf, nimm doch einfach mal das nehmen wir das auch anhand unserer Thematik. Nimm Keysource, ne? Keysource sind nicht unbedingt manchmal, was heißt, sie sind nicht in allen Dingen was Gutes. Sie tun auch was Schlechtes. Und das bleibt egal welcher Store. Ich kenne keinen einzigen Store, wo es noch keine shady Geschichte gibt. Ja, ob das denn nur immer wahr ist oder nicht, sind Halbwahrheiten, aber man hat sie gelesen. Sobald du dich da hinsetzt und das promotest und du kriegst gutes Geld, sehr gutes Geld, damit du das promotest, ja. Sehr, sehr gutes. Sobald du das machst, den Leuten ist das doch scheißegal. Das ist doch so, ja. Die ganzen Stores sind doch alle so der Robin Hood der Gesellschaft. Das ist allerdings wahr, ja. Jeder liebt diese Stores. Wie oft muss ich lesen, ja, der macht deine verkackten Spiele doch günstiger. Aber keiner macht sich darüber verschissen nochmal Gedanken, dass das ein Kack-Luxusgut ist, ja. Es kann doch nicht jeder ein fucking Ferrari fahren. Ja. Nee, manche Leute fahren einfach einen Golf. Punkt. Oder ein Trabi oder was auch immer für ein 200-Euro-Auto. Das raffen die Leute nicht. Und sobald du dich doch da schon hinsetzt und das tust, ja, du beißt ja sozusagen deine eigene Hand, weil du gewinnst, du verdienst das Geld durch das Spielen. Also du beißt ja, du haust ja sogar in die Richtung und machst noch den hier gegenüber die Entwickler. Ich kaufe nur bei Steam ein. Ich kaufe alles bei Steam. Oder beim Entwickler selber. Spielt für mich keine Rolle, habe ich mich irgendwann für entschieden. Ich möchte dieses graue System nicht unterstützen. Das, was illegal passiert, finde ich sowieso ist scheiße, aber das soll jeder machen, wie er möchte. Und da geht es doch aber schon los, dass du, den Leuten ist das egal, was du machst. Völlig Wumpe. Sie wollen einfach nur dein Stream und Entertainment. Wo du nachher deinen Scheiß herkriegst und wo du dein Geld herkriegst, ist denen auch egal. Das ist allerdings wahr, ja. Und deswegen ist das völlig Wurst, ob du Shattered Sky spielst und den Spaß deines Lebens hast. Ja. Niemand fragt nach dem Entwickler oder sich tausende von Leuten DayZ angucken, obwohl das der größte Nonsens ist. Man müsste eigentlich zu denen hinfahren und den regelmäßig mit der Faust ins Gesicht hauen, was sie sich in 3 Jahren einbilden. Aber den Leuten ist das egal. Und diese Egalität oder dieses Egalsein führt dahin, dass du machen kannst, was du willst. Du kannst die Hose komplett runterziehen. Du kannst nackig stehen und den Schniedelkopter machen. Niemand interessiert das. Niemand interessiert das. Und genau da ist der Punkt, dass es niemand interessiert. Punkt. Ja. Du wolltest bald einen Führerschein machen, ne? Ja. Bis dahin solltest du dir vielleicht Autopreise nochmal genauer angucken. Habe ich schon gemacht. Ich weiß, wie teuer sonst,
Also sonst wärst du da auf der Schnauze fallen. Wenn du billig bezeichnest, dann bist du irgendwie nicht auf dieser Erde angekommen. Also im Vergleich zu einem Ferrari ist wohl ein Golf günstig, wenn ich bitten darf, oder was? Ja. Und der Vergleich war es ja wohl. Entschuldigen Sie, dass ich den Reiskocher XY mit Elektro nicht aufgezählt habe. Verzeihung. Verzeiht, das der war ein Golf hinkender Vergleich an alle Golffans. Ich mag Golf auch, okay? Entschuldigung. Verzeihung. Hat nee, VW kaufe ich nicht. Kein Stück. Nie wieder. Die betrügen. So, und jetzt der Hauptgrund, warum niemand auf die Idee kommt, mal Keystores zu verklagen, ist folgender: Alle Keystores haben ihren Sitz in Hongkong. Das heißt aber nicht, dass sie rechtlich nicht zu belangen sind. Das ist doch. Nein, ist es nicht. Also zumindest das ist ganz einfach. Führe den Text. Das ist heutzutage kein Problem mehr. Das ist vielleicht für Slabby ein Problem, der irgendwo in der Provinz sitzt hier, aber für einen normalen Rechtsanwalt ist das überhaupt kein Ding. Okay. Also den Punkt, das ist Quatsch. Du kannst auf der ganzen Welt kannst du die Leute kriegen, wenn du das möchtest. Okay. Das geht. Dann habe ich nichts gesagt. Aber warum sitzen sie denn in Hongkong? Das ist wiederum eine gute Frage. Hongkong hat das ja ist auch relativ einfach zu beantworten. A, ist günstiger. B, hat das den großen Vorteil, dass Slabbies nicht klagen werden. Also, ach so. Ja, das ist einfach. du musst einfach. Also es ist natürlich schon schwerer, ja, und es bedeutet mehr Geld in die Hand zu nehmen. Du brauchst einen Anwalt, der dort tätig werden darf, und du brauchst hier einen, der mit dem kooperiert, und das ist schon nicht ganz trivial, aber man kann es machen. Also es ist nicht so, dass sie nicht angreifbar sind, aber sie sind zumindest nicht angreifbar durch ihre Käufer, ja, also Käufer von irgendwas, da wird keiner. Und kleine Software-Indie-Buden, würde ich auch sagen, würden das Risiko, das Finanzielle nicht eingehen, je nachdem, wie groß der Schaden ist. Aber warum AAA ist da nichts? Ne? Aber das ist ja, du hättest die Verschwörungstheorie immer noch nichts gebracht, Nils, glaube ich. Mit der Versicherung? Es ist, oh ja. Es ist keine Verschwörung. Nee, das musst du nochmal bringen, ja. Weil das ist ja vielleicht der Grund, warum sie es nicht tun. Weil AAAs wären ohne Probleme in der Lage, diese Dinger zuzumachen, wenn es denn ginge. Es ist halt auch so ein Ding, Leute, es ist auch nur eine Theorie, dass eventuell Versicherungen damit drin hängen, so. Also das ist halt, wie gesagt, bei Großkonzernen kann man, also das Spinnennetz kann man ganz groß aufheben, aber mir wurde zugetragen, dass man eventuell, man kann eigentlich alles versichern. Warum vielleicht auch nicht das, dass sie dagegen irgendwas tun. Aber das ist halt alles nur, Leute, das sind Denkanstöße, okay, das sind keine Theorien, keine Verschwörungstheorien oder sonstiges, das sind einfach nur Denkanstöße, dass man sich mal Gedanken darüber macht. Was mich an der ganzen Sache ja halt nur stört, ja, ist, dass dieser Marktplatz angeboten wird. Punkt. Was auch im Vergleich zu eBay zum Beispiel keinen Unterschied macht. Bei eBay wird auch geklauten Scheiß verkauft. Die Frage bei der ganzen Sache ist, oder was heißt die Frage, dass niemand hellhörig wird, weil zum Beispiel Kinguin geht zu Fast to Play, das sind ja alle diese Marktplatz-Dinger, die verdienen ein Scheißgeld mit den Gebühren. Die verdienen rotz viel Geld mit den Gebühren, Freunde der Sonne. Ich suche euch da mal kurz einen Screenshot raus. Egal, ob der Deal jetzt platzt oder nicht, ja, dass die Keys gesperrt werden, Kreditkarten zurückgezogen werden, verdienen sie trotzdem immer wieder das Geld. Warum macht niemand dagegen was? Das verstehe ich nicht. Es ist, Leute, das sind Millionen, wovon wir reden, okay? Das ist jetzt hier nicht irgend so ein Kleckersümmchen oder so, sondern von viel Geld. Und das verstehe ich nicht. Weil an der Sache, das wird wahrscheinlich auch wieder rechtlich abgesichert sein, sonst würde das ja gar nicht funktionieren, denke ich mal. Da findet man leider auch keine Informationen zu. Aber das Ding ist halt, sie streichen für den illegalen Verkauf Gebühren ein und nehmen das in die Tasche und so die Hand drauf und dann ist so, oh, ist mir egal. Und das verstehe ich bei der ganzen Sache einfach nicht. Warum? Das ist, als wenn das allen Leuten scheißegal ist. Es scheint wirklich echt heutzutage jedem alles scheißegal zu sein, komischerweise. Wenn wir deine Verstörungs... Ja, ich bin verstört, ja. Verschwörungstheorie noch einen Ticken weiterspinnen. Oh, nee, hör auf, spinn das nicht weiter. Dann könnte man aber fast sagen, dass es den großen AAA-Entwicklern deswegen auch egal sein können, weil eher die Indie... Verkäufer darunter leiden und nicht die großen Jungs. Bei den großen Jungs reden wir über Peanuts, über Promille wahrscheinlich und nicht mal Prozente. Ich hab ein schönes Beispiel zum Beispiel gehört. Je mehr in einer Industrie
an Kreditkartenbetrug betrieben wird, umso höher werden die Kreditkartengebühren in dieser Industrie oder in diesem Feld. Schönes Beispiel, was immer als Beispiel geht, weil es in fast jedem Bereich immer ganz vorne vorkämpft, ist die Pornoindustrie. In der Pornoindustrie, wenn du mit einer Kreditkarte bezahlst, liegen da drin, in dem Preis, 90% Gebühren drin. Also für das Geld, was du quasi, was der Händler haben möchte, da müssen die nochmal 90% drauflegen, weil der, Betrugsprozentsatz oder keine Ahnung, wie häufig das passiert, einfach so hoch liegt mittlerweile, dass die Kreditkartenfirmen gesagt haben, in der Industrie, wenn ihr mit uns noch arbeiten wollt, dann müsst ihr aber ordentlich Cash auf den Tisch legen. Und das bezahlt natürlich aber auch nicht der Produzent, Ralle, sagen wir mal Ralle, bezahlt das jetzt auch nicht aus eigener Tasche, sondern der überträgt das wiederum auf den Preis. Das heißt, übertragen wir das auf die Videospiele, heißt das, Videospiele werden nach und nach, je häufiger das passiert, immer teurer werden, weil das in den Spielpreis mit reinfließen wird. Das heißt, kleine Indie-Entwickler müssen ihre Spiele teurer machen. Den EAs und Ubisofts ist es egal, weil die haben eh eine riesenhohe Gewinnmarge in dem, was sie da verkaufen können. Bei Indies ist es halt schwieriger, wenn die dann noch 90% irgendwie da mit reinrechnen müssen. Darf ich kurz was fragen? Ja. Ist Ralle dein Deckname? Im Internet? Ja. Danke. Ralle ist dick. Okay, Ralle ist dick. Okay, super. Also Slabby, ich bin wirklich begeistert. Ja. Mit D, oder? Aber das ist wieder ein Weltklasse-Beispiel. Das ist genau, da waren wir wahrscheinlich gleich beim ersten Satz alle wieder hell. Pornoindustrie, jawohl, endlich mal ein ordentliches Thema hier. Woo! Ich könnte ja was dazu sagen, weil ich da tatsächlich ein paar Einblicke habe, aber ich bin mir nicht so sicher. Was, tu es. Zur Pornoindustrie? Ja. Also, oder zur Kreditkarte? Ja, beides, also in der Kombination. Es ist tatsächlich so, Slabby ist gar nicht so weit weg von der Realität. In der Realität ist es tatsächlich so, dass die Gebühren gerade für Pornseiten relativ hoch sind, was also auf der Zahlungsseite, ne? Also bei den Kreditkartengesellschaften und so weiter. Und das Einpreisen schon wieder, ihr habt da mal richtig viel. Alleine, das ist furchtbar. Gefährliche Gegend hier. Ah, ist auch Franken, ne? Das ist ein bisschen gefährlicher da unten. Mega. Und das wird halt eingepreist und deswegen sind die Preise auch, wie sie sind. Also da wird unheimlich viel Blödsinn gemacht und mit kaputten Karten, mit illegalen Karten, mit selbst zusammengeschusterten Karten und so weiter gekauft. Aber eins darf man auch nicht vergessen, in der Pornindustrie wird auch selber intern sehr viel Schmu betrieben. Ja? Das heißt, es ist ja nicht immer der Zuschauer, der nachher betrügt, sondern innerhalb der Industrie gibt es natürlich auch jede Menge Zwischenverkäufer und so weiter, die dann wieder problematisch sind. Und deswegen sieht man dann ja auch ab und zu mal in der Presse, dass mal wieder irgendeiner auf Urlaub geht. Aber wie gesagt, das ist schon so. Da wird sehr, sehr viel eingepreist und deswegen können die das machen. Ich glaube aber nicht, dass das in der Softwarebereich so weit gehen wird, dass also vor allen Dingen Indie-Studios kann ich mir gar nicht vorstellen, weil die sind ja nicht vergleichbar mit AAA-Studios. Und ich glaube nicht, dass da jetzt ein Kreditkartenbetreiber da jetzt so ein Augenmerk drauf hat, wenn so ein Indie-Studio überhaupt einen Shop hat. Also meistens verkaufen Indies, das könnt ihr ja besser erklären als ich, sowieso über Dritte, ne? Also über ja, ne? Und da habt ihr die Absicherung ja viel, viel höher, weil der hat das Payment-Problem. Ne? Genau. Genau, zum Glück. Ja, wie gesagt, wir hatten mal die Überlegung, einen Job zu machen, aber haben uns dann doch dagegen entschieden. Ja. Habt ihr denn schon überlegt, ob ihr eure Preise anziehen werdet? Also ich meine, sagen wir mal, habt ihr euch denn über die Zukunft mal Gedanken gemacht, wenn ich so fragen darf? Ich meine, wir haben ja nur schon, glaube ich, alles überall hingeleuchtet, wo wir hinleuchten wollten, bezüglich, oder hat noch irgendeiner was so auf dem, wo man hin... Wir waren in der Pornoindustrie, also eigentlich haben wir alles aufgedeckt. Eigentlich haben wir alles überall gewesen. Ja. Wir haben eigentlich alles aufgedeckt, ja. Aber habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Weil ich meine, euch betrifft es ja in dem Sinne auch, ne? Meinst du, die Spiele teurer zu machen, ja, weil es so viel geklaut wird? Ja. Nee.
Bei uns wurde auch noch nicht wirklich im wirtschaftlichen Schaden geklaut, würde ich sagen. Also habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt. Nein, das Gefühl haben wir noch nicht. Also es wird geklaut. Und es kommt auch immer wieder vor, dass wir Keys entdecken, die geklaut wurden. Aber noch nicht so, dass wir jetzt sagen, wir machen deswegen jetzt Verluste und müssen deswegen jetzt unsere Spiele teurer machen. Genau. Was, glaube ich, auch kontraproduktiv sein könnte. Ja, total. Wenn wir jetzt sagen, wir verlangen jetzt für unser nächstes Spiel doppelt so viel wie das jetzige, werden sich noch mehr Spieler irgendwie auf Pirate Bay oder so runterladen. Darf ich mal kurz eine Frage an die Consoleros? Also ich bin ja leider kein Konsolenverwender, aber gibt es so ein Key-System eigentlich überhaupt für Konsolen? Ja. Nee. Doch klar. Nee. Also ja. Ich meine, ich kann auch meinen PS4-Key bei Moga kaufen. Nee. Doch, klar. Du kannst, ja, genau, du kannst Guthaben kaufen, ja. Kann ich? Du kannst Guthaben. Ja, aber kaufen. Man kann keine Spiele kaufen. Doch. Also ich habe auf G2A oder so noch kein Spiel gesehen. Du kannst nur diese PSN-Cards kaufen, ne? Genau. Nein, aber man kann auch Keys. Ja, aber damit kannst du ja Spiele kaufen. Nee. Ich habe schon Keys für Spiele angelöst. What? Zumindest doch, für Game Keys. Zumindest also ja, für die Problem. Für Konsole. Alpha PS4. Von Doom. Jo. Willst du einen Link haben? Ich schicke dir mal eben Link, Nils. Was? Auf jeden Fall. Ist mir neu. Da, ja, ich habe dir einen Link im Teams. Weil ich frage mich nämlich gerade im Moment, ob dieses Key-System nicht an sich einfach auch das falsche System ist. Ah, das sind aber auch nicht viele, ne? Naja, aber es gibt sie. Das ist ja interessant. Kannst du Doom kaufen für 36,99 für die PS4? Das ist doch schweinewillig. Das ist schon aber, aber jetzt stellt sich wieder die Frage, warum kann man das auf den Konsolen nicht machen? Also in der Theorie, sagen wir mal, wir schicken Tsing Shui aus Zwang Wang in Media Markt in Chihuahua und der fotografiert die Dinge einfach ab. Warum geht das nicht bei den Dings, bei den Konsolen? Verstehe ich gerade gar nicht. Also für die Xbox gibt's das doch nicht, oder? Ich sehe jetzt hier nur PS4. Ja, gut, das ist ja auch nur PS4 hier gleich. Ja, es geht nur PS4. Xbox geht nicht. Xbox gibt's nicht. Okay. Bei Xbox, hier, Live. Xbox Live ganz unten, klar. Bei Xbox bekommst du nur Xbox One Game Keys. Xbox geht auch, ja. Zack, bumm, überall. Überall, ja. Gefahren, Batman, okay. Batman, Xbox, FIFA 16, 36,99. Naja, das ist nicht viel billiger, aber es geht. Nee. Ja, und was ich mich jetzt noch frage, ist, was ist mit dem alten Region Lock passiert, mit dem ich mich irgendwann mal in die PS4 und Presse gelegt habe? Die gibt's noch. Den nee. Region Lock gibt's gleich. Region Lock gibt's seit Current Gen nicht mehr. Nee. Okay. Aber selbst die, außer bei der Wii U, genau. Aber selbst die physischen Kopien, das klingt jetzt schon wieder, war das dieser Stream, wo ich das nicht sagen durfte? Ja. Physische Kopien? Die CDs, die Blu-Rays und die HD-DVDs, sogar die sind nicht mehr geregionlocked. Ach so. Ja. Okay. Blu-Rays ja allgemein nicht mehr. Früher konntest du ja auch DVDs nicht. Genau, weil wir waren ja. Aber auch Blu-Rays sind allgemein nicht mehr geregionlocked. Ja, kannst alles haben, geht. Ja. Warum? Bei der Gelegenheit wollte ich vorhin schon mal fragen, was sind GOG-Keys? Good Old Games. Das ist so eine Alternative zu Steam. Das ist der Store von CD Projekt Red, die Witcher rausgebracht haben, beziehungsweise CD Projekt. Nicht also Red, Red ist das Entwicklerstudio. Für 20 Euro. Das ist ein Drittel vom Original. Weil gerade der Sale ist. Kriegst du momentan bei Steam auch für wenig. Aber Gaming for Good ist halt, das haben die Jungs von CD Projekt halt eingeführt, weil sie das ist sehr, was sehr, anderes. Weil sie, ja eben, da kriegst du nämlich keine Keys fürs Steam. Du kannst, die finden Steam nämlich kacke, sage ich jetzt mal so, weil sie sagen, man ist gebunden an diese Plattform. Und wir wollen zurück zu den Tagen, wo man sich ein Spiel gekauft hat, es durchgespielt hat und dann einem Freund quasi weitergeben konnte oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls ohne irgendwie eine Plattformbeschränkung. Und deswegen bringen sie alle Spiele, die du bei GOG kaufst, lädst du bei GOG runter. Und hast DRM-frei. Genau, DRM-frei. Genau. Aber was natürlich auch gefährlich ist, ne? Aber jetzt mal unter uns. Viele schreiben, dass PS4 wohl doch ein Region-Locked ist irgendwie, dass man die nur in dem Shop besorgen kann, in dem man angemeldet ist oder so. Also da aktivieren kann oder irgendwie. Ja, so das stimmt. Das stimmt. Die Keys sind tatsächlich, kommen aus einer Region und die kannst du nur mit einem Account aus der Region auch einlösen. Aber du kannst in jedem Shop einen Account machen oder so, ne? Wie genau. Bei ja, genau. Das genau. Ich habe auch einen US-Account bei Apple und kann mir da mein Zeug zuhören. Genau. Ja, dann gibt es den ja quasi nicht mehr.
Richtig. Slabby, nochmal für dich, GOG ist nicht Gaming for Good, ne? Ja, ja, ich hab das falsch. Oh, okay, muss man gleich sagen, das ist nämlich verkehrte Welt. Good old games. Aber Gaming for Good wiederum hängt mit G2A unter einer Bettdecke. Aber das ist ein anderes Thema. Wollte ich gerade sagen, lass das mal, hör bloß auf, das ist alles nur so ein Drama-Kacki. Da fängt es dann nochmal an, nochmal spannender zu werden. Ja, das ist zum Glück schon wieder weg, das Thema, das war so grottenlangweilig. Keyshops sind eigentlich auch langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen reden wir heute 4 Stunden drüber. Nee, das Ding ist, also meine Intention war es einfach nur mal alles auszuleuchten, wie man eigentlich da rankommt, weil ich glaube, manchen Leuten ist das einfach scheißegal und mir ist aber nicht egal. Die Leute sollen schon wissen, dass dazwischendrin auch mal was läuft, was nicht cool ist. Ja. Das ist aber auch das Einzige, also nonetheless. Bei den Konsolen ging das bis vor kurzem nicht. Also ich kenne diese Seiten oder die Frage ist halt, warum ist da so wenig drin und warum können wir das auf dem PC nicht machen? Warum ist was das denn im, jetzt? Na, das, also ich meine, auf der Xbox scheint es ja keinen Region Lock mehr zu geben. Da gibt es ja mehr als für die PS4 zu kaufen. Aber wieso kriegt man das auf dem PC nicht geschissen, dass die Leute das nicht mehr machen? Frage ich. Eine gute Frage. Der Steam hat ja eigentlich noch den Region Lock, ja, oder? Ja. Du kannst ja zum Beispiel bei Keystores Keys kaufen, die du dann über ersten VPN aktivieren genau, musst. Genau, ja. Ne, das sind dann die Keys, die zum Beispiel aus Russland kommen. Genau, ja. Weil es die da billiger gibt. Stimmt, die gibt es bei Moga auch, habe ich schon gesehen. Da kannst du Keys, da steht dann schon in der Beschreibung, bevor du es kaufst, dass du dafür ein VPN nach Russland brauchst irgendwie. Und da kriegst du auch die Daten dafür irgendwie und dann kannst du es aktivieren. Sowas kaufe ich nicht. Das ist mir alles ein bisschen zu. Also da gehen wirklich alle Alarm. Die Sachen kaufe ich gar nicht. Was? Das hört sich doch völlig legal an. VPN nach Russland verbinden? Natürlich, Mama Rasch. Naja, du umgehst ja letztendlich nur den Region Lock. Ja. Und bei dem Region Lock, das ist ein anderes Thema, darüber kann man sich auch lange unterhalten, ob der sauber ist oder nicht. Ich meine, wir beschweren uns ja auch darüber, dass man zum Beispiel bei Netflix Filme, die gelockt sind, quasi auf US. Nur in US gucken kann, ich aber hier ja für Netflix bezahle und das hier nicht gucken kann. Ja. Ich meine, das ist ja das Gleiche wie bei Videos und Filmen on Demand und so weiter, wo künstlich quasi der Markt knapp gehalten wird, beziehungsweise Stück für Stück jedes Land abgegrast wird und Kohle verdient wird. Ja, und zweitverwertet, drittverwertet, viertverwertet wird. Da ist auch jeder gegen, aber bei Spielen soll das dann toll sein? Das weiß ich nicht. Also ich finde, diese ganze Region-Lock-Geschichte ist Schwachsinn heutzutage in einer globalen Welt. Man hat einen Shop und oder meinetwegen viele Shops, aber alle Games gehen halt überall, egal wo ich bin. Ich habe sogar schon gehabt, dass ich auf dem Handy, ich habe auf dem Handy ein Game gehabt, ja, und reise ins Ausland und auf einmal geht mein Game nicht mehr. What the fuck? Das geht auch nicht. Ja. Bei der Wii zum Beispiel. Und, oder meine Musik bei Spotify habe ich gehabt, einen englischen Account gehabt, bin nach Frankreich, mein Spotify ging nicht mehr. Was soll das denn bitte, ja? Also, das ist alles nur Geldschneiderei und das dürfte heute in einer globalen Welt nicht mehr sein. Das Gleiche gilt auch für die Gaming-Industrie. Aber ja, mach du bitte. Das sind halt die Lizenzträger, die dann sagen, ja, nee, in Deutschland besitzt die Rechte für Film XY Firma Z und deswegen könnt ihr die in Deutschland nur über Sky schauen und nicht über Netflix und bla. Genau, House of Cards ist ein Klassiker. Ne? Genau, also House of Cards kann ich nur auf Sky gucken, da muss ich mir so ein blödes Sky-Abo da holen, habe aber einen Netflix-Account, ja. Okay, gehe ich über VPN, das geht heute nicht mehr so richtig einfach, da muss man sein eigenes VPN machen, damit man nicht einen VPN-Anbieter nimmt, weil die IPs sind alle geblockt inzwischen bei Netflix, aber ich meine, wenn man nicht ganz blöd ist, macht man sich ein eigenes VPN, aber es wird so gut wie nie etwas für den Consumer, der ja das Geld da reinwirft, gebaut, sondern immer nur für diejenigen, die Kohle machen. Richtig, und das kann es nicht sein. Und es liegt auch gar nicht an den Software-Studios. Ja? Also jetzt, wenn wir das auf Software runterbrechen oder bei Filmen genauso, es liegt ja gar nicht an den Studios an sich, sondern an den Lizenznehmern in den jeweiligen Ländern, dass die nochmal abkassieren wollen. Ne? Vorher, bevor es dann überall verfügbar ist. Ja. Deswegen geht es nur um Kohle. Was mich halt jetzt da wieder stutzig macht mit dem Region Lock, ist halt das Beispiel, was man anbringen kann mit Battlefield in Mexiko, ja. Also Battlefield 3 gab es in Mexiko für 7 € zu kaufen. Das wäre mein nächster Punkt gewesen, ja. Und in Deutschland gibt es es halt für 60 € zu kaufen. Also
der Region Lock ist eigentlich schon was Gutes, aber auch wieder was Schlechtes. Ich glaube, das sind zwei Seiten der Medaille. Ja, das ist halt, ja. Das ist halt wie bei Keyshops. Im Grunde genommen, für Leute, die nichts haben, ist das Weltklasse, dass in Sachen günstiger sind und der Region Lock sozusagen umgangen wird. Und auf der anderen Seite ist es natürlich kacke, weil das Einschneidungen für uns selber hat, ja, dass wir gewisse Sachen nicht nehmen können. Zum Beispiel bei Dead Rising weiß ich immer noch nicht, warum das nicht erlaubt ist. Nur weil man da mit einer Walze durch 3000 Zombies fahren kann und irgendwie einen Scheibenwischer braucht, damit man das Blut abmachen kann, das verstehe ich nicht. Das war bestimmt wegen der Dildo-Kanone. Das sage ich euch, wegen der Dildo-Kanone. Es gab eine Dildo-Kanone in Dead Rising. Deswegen ging das wahrscheinlich nicht. Unbedingt spielen. Okay, es gibt eine scheiß Dildo. Aber wollten sie das nicht auch abschaffen? Den Regional? Den Index. Weiß ich nicht. Bild mir ein, ich war neulich bei GameStop und mir hat der GameStop-Kollege erzählt, dass ab sofort keine Spiele mehr indexiert werden, sondern nur gar noch, keine? Wenn dann geschnitten auf den Markt kommen. Nein, andersrum. Nicht mehr geschnitten auf den Markt kommen, sondern, nee. Weiß ich nicht, eins von beidem. Entweder nicht mehr geschnitten, sondern wenn dann gleich auf dem Index. Oder gar nicht mehr auf dem Index, sondern geschnitten. Ich bin, vielleicht wisst ihr da oder der Chat mehr Bescheid, ich habe keine Ahnung. Nee. Eins von beidem war's. Also, soweit ich weiß, ist der deutsche Index immer noch extrem voll, zu voll, eindeutig. Ich kann verstehen, wenn manche Spiele da drauf landen, aber die meisten, die da drauf sind, da muss man den Leuten, die da drauf packen, mal gehörig den Marschblase. Ja, aber guck dir doch an, was das für Typen sind. Ja, das ist doch so dieses schwarzer Format. Ja, guck dir die Typen an, die da sitzen. Ja, aber ist doch so. Das sind verbissene Menschen, die in ihrem Leben nichts geschaffen haben und die da sitzen und, oh, das ist aber ganz schlimm. Ich würde sogar behaupten, dass viele von denen nicht mal Kinder haben oder hatten. Und also, das ist sowieso ein Thema für sich. Das wäre aber mal was Lustiges. Rammstein hat zumindest gegen die gewonnen. Und was die da alles indizieren, das ist heutzutage sowieso nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ich erinnere an unseren bayerischen Innenminister von damals, wie hieß denn der noch? Beckstein? Killerspiele Beckstein? Ja. Also das vor 20 Jahren war das ein Riesenthema, heute lachen die alle drüber. Vor allen Dingen über die Games, die damals indiziert worden sind. Da lacht heute jeder drüber. Das ist richtig. Doom war doch auch indiziert, oder? Ja. Castle Wolfenstein. Ja. Auch. Wo wir gerade dabei sind, wisst ihr, was ich sehr interessant finde, falls wir ganz kurz mal drüber sprechen könnten? Warum will eigentlich jeder mit beschissenen Hakenkreuzen spielen? Kann mir das mal einer erklären? Muss das so unbedingt authentisch sein, dass da ein Hakenkreuz drin ist? Was sich Leute bei Wolfenstein einen runterfeppen, wenn ich das spiele und dann, oh, da sind aber gar keine Hakenkreuze drauf. Ja, das ist einfach nur ein Kreuz. Wen interessiert denn der Scheiß, Mann? Da ist Action, hau ab. Ich raff das, ich verstehe das nicht. Warum braucht das jeder? Was ich nicht verstehe, ist, dass da noch so ein Firlefanz drum gemacht wird. Das ist Geschichte. Über Napoleon redet auch keiner mehr. Also es ist im Grunde genommen, ist das einfach ein bisschen übertrieben. Es wird aber noch mindestens eine, wenn nicht sogar noch zwei Generationen dauern, bis Deutschland wieder auf ein normales Level kommt. Ja, und das kein Thema mehr sein wird. Dein da haben uns die Österreicher ganz schön was eingebrockt. Schauen wir mal, wie lange das noch dauert. Ja, zwei Generationen. Vielleicht sagt doch nicht jeder immer gleich Drecks-Nazi zu uns, wenn wir sagen, wo wir herkommen. Oder dass er. Ich hatte letztens in DayZ jemand, der hat mich gefragt, wo ich herkomme. Habe ich gesagt, ich komme aus Deutschland. Dann hat er gesagt, er ist ein russischer Jude, der in Israel wohnt. Und ich so zu ihm, was? Ja, er ist ein russischer Jude aus Israel. Ich sag, du, bloß weil ich Deutscher bin, musst du mir jetzt hier keine Storys erzählen, ja? Also ich glaube, das dauert noch lange. Ja, es ist irgendwie, es ist so ein aber das ist ein anderes Thema, ne? Es ist schwierig. Aber hier schrieb gerade einer, es ist Reiz des Verbotenen. Ja, wahrscheinlich. Aber ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass es eine Neuauflage von Mein Kampf gibt, die offiziell rausgekommen ist, hat keine Sau gekauft. Ja, also es ist, die waren vollkommen, alle haben so gedacht, boah, das wird der Bestseller schlechthin. Scheiße, keiner wollte dieses Buch lesen. Echt? Berechtigterweise. Ja, aber man muss das einfach laufen lassen, dann läuft sich das tot. Durch Verbote erreicht man genau das Gegenteil. War das nicht in der Woche, als es erschienen ist, auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste? Was Sachbücher betrifft? Ich weiß nicht, die haben nicht viel verkauft. Ja, vielleicht. Musst du mal googeln. Das war also echt vernachlässigbar. Aber da muss man auch sagen, das war nicht verboten.
Ne? Das stand nie auf dem Index, mein Kampf. Mein Kampf war einfach nur. Echte waren Copyright-Probleme. Das war nicht am Markt, weil Bayern genau. Die Hand drauf hält. Ja. Genau, ja. Bayern hat sich einfach geweigert, das zu verkaufen. Und das wurde jetzt irgendwie aufgelöst. Das ist noch ein anderes Thema. Stimmt, das haben sie nicht indiziert. Ja, ist auch zu wirre. Warum sollten sie das indizieren? Da stand ja nur Blödsinn drin. Die werden dann wieder weiterverkauft. Denke ich. Obwohl sie dann auch ziemlich schnell verbrannt werden. Also, eigentlich, ich mein, ja. Ich habe auch gerade daran gedacht, was ist, wenn sie. Aber irgendwie. Ich habe es auf jeden Fall gelesen im Artikel. Jetzt, wo ich selber darüber nachdenke. Ach so, nein, vielleicht kannst du es irgendwie aktivieren oder für dich selber genau, und richtig. Dann weiter verschenken. Du kannst den einlösen, den Key, aber nicht zu deiner Bibliothek hinzufügen. Ja. Und dann kannst du, das sind auch ganz viele bei G2A Gifts. Zum Beispiel, die du dann wirklich nur als Gift bekommst, wo du dann deinen Steam-Handle angeben musst, dann bekommst du ihn quasi geschenkt per Steam. Okay. Ja, das geht auch. Gut. Das ist bei Region Lock zum Beispiel so. Das war bei Dead Rising. Wenn du Dead Rising kaufst, hast du den so bekommen. Über ein Geschenk. Genau. Gut, bevor jetzt gleich die Gegenargumente kommen, ich muss auch kurz drüber nachdenken, weil mir genau dieses Gegenargument gerade eingefallen ist. Ja, aber und da gibt es ja auch noch diese Plattformen wie Steam Gifts oder so, wo auch wahrscheinlich zigtausend Bots einfach mit drin hängen und die ja ganz halt nur auf, ich will mit in die Auslosung und da bekommen sie bestimmt auch so viele Keys her. Steam Gifts stand nämlich auch bei Polygon in dem einen Artikel mit drin. Stimmt, ja, genau. Von 2014, dass der eine von denen das daher bekommen hat. Dann der illegale Bereich tatsächlich, wenn Keys mit illegalen Kreditkarten eingekauft werden. Was denn? Möchtest du was sagen? Ich lese, ich lese gerade im Chat, dass das gar nicht geht. Dass wenn du einen Key einlöst, den kannst du nicht als Geschenk in deine Bibliothek hinzufügen. Okay. Das geht nicht. Okay, dann vergiss es. Dann irgendwie, steigt der Punkt. Irgendwie muss es gehen. Aber warum werden dann, wofür gibt es dann die Bots, die Keys absuchen? Und woher kommen dann Gifts? Achso, wenn man sie kauft. Ja. Ja, die werden wahrscheinlich günstig von irgendwem wieder eingekauft. Da gibt es zum Beispiel einen sehr schönen Artikel, den hatte ich ja bei Twitter letztens mal gepostet. Den findet ihr dort. Da könnt ihr mal einen Key verfolgen über ungefähr 5 Zwischenpersonen. Ist sehr witzig, lest euch das einfach mal durch. Es geht da nicht um spezifische, doch, es geht um 2 spezifische Buden, aber es ist halt, wie gesagt, macht euch ein Bild. Ihr nennt, also meiner Meinung nach nennt ihr auch immer viel zu viel die eine einzige Bude, weil es ist ja nicht nur die eine einzige. Ja. Also lest euch das mal durch, wenn ihr Bock dazu habt. Das ist Englisch, da könnt ihr mal einen Key verfolgen und dann macht euch ein Bild. Und Englisch lernen. Und Englisch lernen. Mach weiter, Stabby, Entschuldigung. Ist eine gute Reportage. Man muss Polygon nicht mögen, aber manchmal schreiben die ganz gute Sachen. Genau, Giveaways, und dann beim illegalen Bereich wirklich der Kreditkartenbetrug plus Geldwäsche, weil im Prinzip ist es halt Geldwäsche, ne? Es werden Kreditkarten gestohlen, damit werden Spiele eingekauft und über diese Spiele wird Geld quasi gemacht, weil du kannst dir nicht von einer geklauten Kreditkarte Geld einfach abziehen, weil du dann verfolgbar bist, sondern du musst irgendwie an das Geld rankommen, und das machen die dann halt auch über Spiele. Darf ich dazu mal eine ganz dumme Frage stellen? Ja. Wie werde ich denn von G2A überhaupt ausbezahlt, wenn ich jetzt einen Key verkauft habe? Über den Wallet. Und den Wallet, glaube ich, kannst du fast an alles verschicken. Also auch anonym PaySafeCard oder Blockchain, also Bitcoin Da kannst du, das eine, was ich vorhin gepostet habe, da sind die Quellen drin, da kannst du dir alles durchlesen. Das sind da unten sind dann auch die FAQs drin und sowas vom Marketplace. Also sie gehen damit offen um. Also es liegt alles offen da, man kann sich alles durchlesen. Okay. Das ist unten dort in den Quellen angegeben. Ja. Und dann habe ich noch den letzten Punkt in Klammern gesetzt, weil es dafür tatsächlich keinen 100%igen Beweis gibt. Es nicht so 100%ig klar ist, zumindest habe ich darüber nichts gefunden, obwohl man sich eigentlich denken kann, dass es genauso gemacht wird, wie zum Beispiel bei diesen ganzen VPN-Geschichten. Die Keys werden im Ausland gekauft, weil sie im Ausland billiger gemacht werden, weil, sagen wir, Inder ein viel, viel geringeres Bruttoinlandsprodukt haben oder Bruttosozialprodukt oder wie auch immer man das gerade nennt. das heißt, die können für 50 Euro, sagen wir mal, im Monat leben oder müssen für 50 Euro im Monat leben und können sich einfach kein Spiel für 60 Euro leisten. Deswegen werden die Keys da billiger verkauft. Das nutzen Leute aus, fahren dahin, kaufen Keys und verkaufen sie hier für einen geringeren Betrag als
man ihn normalerweise hier bezahlen müsste. Nur wie gesagt, da gibt es keine Beweise, weil niemand sich natürlich in die Karten schauen lässt, aber mein Tipp ist, geht mal auf eine Seite und guckt euch an, wie viele Keys ein großer Seller da verkauft hat, dann wird eigentlich schon klar, dass das nicht eine Privatperson ist. Ja, sonst müsst ihr ganz schön viele Omis haben. also, um in so kurzer Zeit so viele Keys zu verkaufen. Genau, das waren die Punkte. Und dann hätte ich noch einen Tipp, worauf man achten kann, wenn der Keystore eine Versicherung hat, dass ihr einen Key zurückerstattet bekommt, falls der sich als geklaut herausstellt und ihr für diese Versicherung bezahlen müsst, dann sollten eure Alarmglocken angehen. Das würde ich jetzt meiner Meinung nach sagen. Also, das haben wir nämlich auch noch gar nicht gesagt. Dieses G2A Shield oder wie auch immer das heißt. Ah, okay. Was ich da sehr witzig finde, ist bei dieser Shield-Geschichte, jüngst, ich habe früher auch da eingekauft und am Anfang und habe mir ein Spiel gekauft für Ubisoft und ich musste über eine Remote-Applikation jemanden auf meinem PC lassen, der kontrolliert, dass ich wirklich den Key einlöse. Das was? Du kriegst eine Exe zugeschickt über einen Chat, der sich eröffnet und dann musst du mit einem Supporter ihm live auf deinem Desktop zeigen, dass du es einlöst. Und das steht sogar in den AGBs für Shield drin. War früher so, er hat es zitiert für mich. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Das weiß ich nicht, aber das fand ich schon ein bisschen fancy. Also ich musste denjenigen wirklich auf meinem PC lassen. Screenshot wollte er nicht haben, nix. Er will das live sehen und er hat die Textzeile sogar zitiert. Das fand ich auch sehr krass, weil ich wollte jetzt nicht jeden Furz auf meinem PC lassen. Ja, das ist richtig. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das heute noch so ist. Das ist mir nur widerfahren. Ja. Und das waren die 6 Punkte, die ich dazu gefunden habe. Den hat jemand noch im Chat gerade geschrieben. Viele Läden, die das da... Es gibt wahrscheinlich, wenn Spieleladen auf seinen Keys sitzen bleibt, dann wird er das wahrscheinlich auch da verkaufen. Wird jetzt aber... Also, da würde ich jetzt... Das wertfrei einfach sagen. Okay. Keine Ahnung. Ich meine, das Marktprinzip ist ja nicht schlecht. Kann man ja nicht sagen. Nö, auch überhaupt nicht verwerflich. Nee. Nö. Das Problem ist ja nur, dass damit so viel Schindluder getrieben wird. Ja. Und das auch noch gefeiert wird. Wo ich es umso seltsamer finde, dass eine Firma wie G2A wirklich eine Entwicklerkonferenz sponsert. Da ist halt wieder die Sache so, ich meine, du kannst ja auch offiziell als Entwickler da verkaufen. Ja, das ist richtig. Du kannst ja auch. Ich denke, dass G2A selber nicht unbedingt damit was zu tun hat. Ich meine, sie sind shady. Nein, ja klar. Sie sind shady, weil sie die Gebühren einziehen und sich sagen so, I don't care, gib her das Ding. Die machen halt zu, dass nach außen nichts geht. Aber sie bieten halt die Plattform dazu an. Und das ist halt so. Das ist richtig, ja. Aber eBay ist ja nicht besser, also im Endeffekt. Und Amazon, ich glaube, bei Amazon kannst du auch verkaufen, oder nicht? Ja, klar. Ja, da ist das wahrscheinlich auch nicht anders so. Also im Endeffekt sind die Buden ja auch nicht besser. Also ich glaube, man selber kann nicht unbedingt gegen die Firmen vorgehen. Aber sie gehen selber auch nicht dagegen vor. Und das ist das, was halt scheiße ist. Ja, aber wenn du bei eBay zum Beispiel jetzt sagen wir, dir wird ein Fahrrad geklaut. Du gehst auf eBay und findest dein geklautes Fahrrad da. Dann kannst du darüber den Dieb doch finden, oder nicht? Da muss doch eBay theoretisch rechtlich verpflichtet sein, dir dabei zu helfen, quasi, wenn du bestätigen kannst, dass es dein Fahrrad ist. Das weiß ich nicht. Das ist allerdings sehr viel einfacher nachzuweisen, glaube ich, als bei einem Key. Ich glaube, als Privatperson brauchst du da nicht anfragen, aber sobald die Polizei da klingelt, dann müssen sie Daten rausgeben. Genau. Und sagen wir jetzt, Tiny Build geht auf G2A los oder sagt denen hier, unsere Keys haben wir bei euch gefunden, die wurden geklaut. Da hilft jetzt G2A nicht, also. Ja. Da hätten sie auch besser reagieren können.
Das hätten sie. Obwohl, achso, genau, das ist auch wichtig. Jetzt mittlerweile, ne, unter dem Tiny-Build-Artikel sind jetzt mittlerweile, glaube ich, 6 Edits oder so drin. Die haben sich natürlich eine kleine Schlammschlacht geleistet. Nochmal, weil wir das nicht zu Ende besprochen hatten oder erzählt haben. G2A hat tatsächlich jetzt am Ende gesagt, weil Tiny-Build hat dann noch irgendwie das Ultimatum umgedreht, haben den 3 Punkte genannt, was sie besser machen können, um halt eben die Indie-Entwickler zu unterstützen. Und ja. Zum Beispiel ein Punkt war, glaube ich, dass der Entwickler als solcher G2A sagen kann, für wie viel ihr Spiel mindestens verkauft werden darf. Aha. Also Mindestpreisvorgabe. Und das muss dann auch auf dem Marketplace wohl durchgeführt werden. Aha. Das war einer von 3 Punkten. Und G2A hat gesagt wohl vor 2 Tagen, okay, machen wir. Ach was. Aber Tiny Build ist jetzt vorsichtig, weil die sind natürlich ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen gegen freie Marktwirtschaft, ne? Aber. Ja. Ja, gut, aber das ist dann halt wieder, wenn jetzt, sage ich mal, bei euch, ich weiß nicht mal, was Chroma Gun kostet. Sagen wir Im Moment. Im Moment. Summer Sale. 6 Euro. Ich lade es gerade runter. Schöne war 6 Euro? Hast du einen Key bekommen? Jo. Sehr gut. ja, 6 Euro, glaube ich. Vor ein paar Tagen schon. Ja, runden wir mal auf und sagen 15. Ja? Und ihr sagt selber Mindestpreis von 12. Das ist wiederum, finde ich, korrekt, muss ich sagen. Ja. Mindestpreis ist glaube ich, nicht bindend. Es gibt außer der Buchpreisbindung, die auch in meinen Augen verkehrt ist, keine Mindestpreise, die man wirklich durchsetzen könnte. Das Einzige, was man halt machen kann, ist, dass man den Händler nicht beliefert, wenn er den Mindestpreis nicht nimmt. Fertig. Aber Also es gibt eigentlich keine festgelegten Mindestpreise, die rechtlich irgendwie gelten würden oder gültig sind. Also der Verkäufer kann den Preis verlangen, und wenn der andere halt mit weniger Marge verkaufen will, was ja tagtäglich passiert im Verkauf, dann mit weniger Marge. Ne? Ja, aber wenn sie das jetzt wirklich festlegen und das eingewilligt haben? Ja, das ist natürlich eine andere, das ist dann vertraglich geregelt, Vertragsgeschichte. Ne? Also wenn es einen Vertrag zwischen beiden Parteien gibt, dann ist es natürlich ein anderes Bier. Dann muss man sich ja an diesen Vertrag halten. Das finde ich wiederum interessant, muss ich sagen. Aber dann muss man, glaube ich, mal einen Rechtsanwalt für fragen. Das ist alles ziemlich kompliziert. Eben, also es ist definitiv kompliziert, aber das wäre doch mal eine Lösung. Das wäre eigentlich eine recht konkrete Lösung. Wobei, ich finde es auch recht fair, ja. Ja, aber die Keys waren ja trotzdem illegal besorgt. Ja, eben gut. Aber sie können nicht mehr so gut verkauft werden. Ja, gut. Weil richtig, ob ich jetzt auf G2A den illegalen Key für 12,45 kaufen kann oder auf Steam für 12,99, dann gehe ich vielleicht lieber auf Steam, weil die paar Cent sind mir dann scheißegal. Das stimmt, ja. So, ja, soll ich mal vorlesen? Ich glaube, du kannst es nicht verhindern. Du kannst nur, wenn du mit dem jeweiligen Unternehmen Vertrag darüber hast, also bei der Vertragsabgestaltung ist man ja frei. Also die kann man ja frei bauen zwischen zwei Personen, solange sie nicht sittenwidrig sind, und kann man das ja tun. Und dann müsstest du halt mit jedem, der das verkauft, einen Vertrag haben. Ne? Ja, das ist richtig. Ja gut, aber wenn die da so gängig sind und kommunizieren scheint, also sie kommunizieren ja ausreichend scheinbar mit jedem. Also ist ja wohl nicht so, dass sie nicht mit jedem telefonieren und sprechen. Die sind auch interessiert an einem guten Image, ne? Ja. Wie man ja an den ganzen Sponsorenverträgen sieht. Genau. Ich habe den Link mal in den Chat geschrieben. Ich kann das nochmal kurz vorlesen, was Tiny Build halt vorgeschlagen hat. Der erste Punkt: Allow publishers to set a minimum price for the distributed products. Ne? Das ist der Minimalpreis. Dann Punkt 2 war: Set a minimum cut for all third-party sales of set keys. Heißt, der Publisher wird an jedem Verkauf beteiligt. Und zwar außerhalb, in Klammern, these would come out of Merchant's Cut, also außerhalb der G2A des Geldes. Also wirklich ein reiner Cut, also eine Beteiligung. Und dann der dritte Punkt, actually, verify your merchants. Und dann schreiben sie halt rein, dass sie den Selbstversuch gemacht haben und sich selber innerhalb von einer Stunde verifyen konnten und geklaute Keys darüber halt verkaufen konnten. Also wirklich an dem Verifying der, was heißt ein Verify auf Deutsch? Das Wort. Authentifizierung, ja, irgendwie so halt der Verkäufer. Dass sie auch wirklich, dass man da einen Pass oder sowas einschicken muss oder eine ID oder sowas. Kane hat gerade was sehr Witziges in den Chat geschrieben. Ist das nicht total genial von Tiny Build?
Indem sie einen Mindestpreis festlegen, können sie im Steam den Sale den Preis senken und man muss es sozusagen in Steam kaufen. Also, so wie du halt schon gesagt hast, Steve, im Endeffekt leitest du die Leute einfach nur um. Ja. Also es ist nicht dumm, finde ich. Und ich finde, das ist eine gute Lösung. Wie wir ja schon festgestellt haben, betrifft es ja eigentlich nur Indie-Entwickler. Also, ja genau, den Großen kann es relativ wurscht sein. Aber vom Prinzip her ist es ja wie bei Amazon, ne? Da hast du ja auch den Marketplace und du hast Amazon und der bietet grundsätzlich die im Marketplace anbieten. Dadurch verkauft Amazon immer, also egal wie. Und selbst wenn dann mal einer bei Marketplace kauft, bekommen sie von denen so viel Gebühren, dass es auch wieder egal ist. Ja. Und du musst immer Versandkosten zahlen. Ja. Bei Marketplace, genau, was bei Amazon ja wegfällt. Also genau. Das ist sehr geschickt gemacht. Im Endeffekt, also auch wenn es euch jetzt trifft, man muss ja schon sagen, die Leute sind pfiffig. Ja, absolut. Sowas von. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht pfiffig sind. Aber früher, ganz, ganz, ganz kurz mal, früher hast du doch auch mal eine CD von einem Kumpel bekommen, dann hast du in deine Playstation eingelegt und deine Playstation 1 und hast mal das Spiel durchgespielt. Ja. Geht das heutzutage überhaupt noch, dass du... Das wolltest du mir mal einführen. Ja, genau. Spiele doch, verleihen. So. Family das Share. Ja, Family Sharing, aber das ist wie ja... Wie umständlich ist das denn bitte? Ein paar... Ja gut, du musst dich halt einloggen. Also ich sag mal so scheiße Steam auch ihre ganzen bekloppten Richtlinien hat mit, du musst dich einloggen und E-Mail und Tripapo und palala. Ja. Also wem der Steam-Account geklaut wird, der ist fucking selber schuld. Das stimmt. Das stimmt. Also ganz ehrlich, wer sein Steam-Account irgendwann mal verliert mit 1000 Spielen drin, der ist auf jeden Fall selber schuld. Das ist also wahr. Ich schwöre nochmal auf Steam, egal was das für eine Drecksbude ist. Niemand, aber auch gar niemand kann dir irgendwas klauen. Und das finde ich bei Family Share, finde ich das auch so geil. Du musst dich da einloggen, da einloggen, da einloggen, da einloggen. Jetzt dürfen sie spielen. Und dann loggst du dich nur auf einen anderen Computer. Nee, nochmal von vorne. Ja, genau, ja. Und genau das ist das Richtige, weil, ne? Es ist halt safe. Da kann man meckern, so viel man will. So. Und vielleicht blöder Support und so, aber die Bude ist halt safe. So. Die ist mega safe, ja. Ich meine, sie hatten auch lange genug Zeit, um ihr System zu perfektionieren, ne? Ja. Jetzt doch schon ein Stückchen. Haben ja auch genug Feedback bekommen. Ihr Feedback, ja. Oh Gott. Leute, ihr könnt Fragen stellen bei Plankenschnack. Hashtag Plankenschnack bei Twitter. Heute ist eher sehr leer. Ich muss auf meinen Steam-Account jetzt besonders aufpassen, weil ich habe Chroma-Gun drin. Oh. Jetzt ist er weg. Ah oh Gott. Gehört schon uns. Ganz gefährlich. Ich habe das gehijackt. Ja. Ihr habt doch bestimmt so eine Backdoor, oder? Nee, selbstverständlich. Ja. Das ist eine riesengroße Backdoor, das Spiel. Ja. Das ist gar kein Content, das... Ja. Kannst du gleich wieder zumachen, jetzt haben wir dich schon. Das sind die besten Games ohne Content. Die funktionieren immer. Ja. Frag mal Ubisoft. Ja. mal so eine Frage aus den Dings aufgegriffen vom Plankenschnack, also Hashtag Plankenschnack. Die Frage ist für mich so, aber was sind die Vorteile von Keystores? Haben wir das nicht schon gesagt? Vielleicht möchten ja als Studio selber Pixelmaniacs das mal beantworten. Also aus unserer Sicht ein Vorteil von einem Keyshop ist, dass sie im Endeffekt ein zweiter Distributionskanal für uns sind. Das heißt, wir können selbst unsere Keys einstellen für wie auch immer viel Kohle. Ja. Wir dürften aber laut Steam, dürfen wir sie nicht billiger verkaufen als bei Steam selber. Oder sollten wir nicht. Ja. Und ist es halt einfach noch ein bisschen mehr Visibility als wenn wir es nur bei Steam einstellen. Ja. Aber da hört es für uns auch schon wieder auf. Ja. Also das ist der einzige Vorteil, den es aus Entwicklersicht meiner Meinung nach hat. Ja. Für den Spieler ganz klar, du bekommst die Spiele günstig. Ihr dürft ihr den Preis denn jetzt festlegen? Ja. Wenn euch jemand Keys abkauft, legt ihr den Preis fest für wie Ach so. Viel? Achso, ja klar. Ne, achso, stopp. Du meinst jetzt wie bei Instant Gaming? Genau. Legt ihr das dann fest? Wir legen selbst fest. Wir sind angehalten, Steam Keys nicht günstiger als auf Steam zu verkaufen. Weil wir einfach damit den Store umgehen würden. Das ist ja auch. Okay. Verdient der Steam nichts mehr dran. Eben, verdient der auf Steam ist ja auch nicht in unserem Interesse. Aber finde ich gut. Ja, macht auch absolut Sinn. Aber alles andere. Wir könnten Chromagun auch für 299,99 verkaufen. Echt jetzt? Ja. Also ich würde es dann nicht mehr kaufen. Achso. Ich auch nicht. Ach so. Na, ich sag's nur.
Du hast schon. Ja, ich hab's auch schon. Ich glaube, ich habe noch ein paar Keys, die könnte ich ja dann billiger anbieten. Für 295. Ja. Das ist sehr interessant, das würde ich an dich weitergeben, Garak. Mach mal kurz die Lausche auf, mein Junge. Ich glaube, da kennst du dich aus. Keystores und Mehrwertsteuerabführung, korrekte Durchführung oder Alibi? Sowohl als auch, jetzt habe ich es. Sowohl als auch. Also die Versteuerung von Einnahmen aus Online-Geschäften, insbesondere bei Games oder bei Software generell, die nicht im Anwendungsbereich eingesetzt wird. Bei Anwendersoftware sieht das meist, also da gibt es auch diese Fälle, aber in der Regel, da kostet halt eine Software dann auch irgendwie 20.000 Euro oder was der Teufel was, die gehen nicht über Online-Shops. Sieht ganz düster aus. Also ich möchte nicht wissen, was dem deutschen Staat an Umsatzsteuer verloren geht durch die Online-Shops. Und zwar egal welche. Es gibt da Ausnahmen. Ich habe aus meinem Flugsimulationsbereich ein Beispiel. Es gibt für den Microsoft-Flugsimulator und eben auch für andere aus dieser Reihe einen Shop in Deutschland, der zufälligerweise mein Sponsor ist. Deswegen erwähne ich ihn jetzt nicht. Der sitzt aber in Deutschland. Und dieser deutsche Shop zahlt Steuern. Das heißt, er ist teurer. Und er muss teurer sein, weil er ja die 19% Umsatzsteuer draufschlagen muss, als ein anderer Shop, der für einen anderen Simulator, namentlich X-Plane, und die URL des Shops ist ganz ähnlich, ja, und da kaufen die Leute Add-ons und betreiben, ja, die Frage ist, wer betreibt da Steuerhinterziehung, ja? Der Käufer, weil er wissentlich Ware kauft, die nicht in Deutschland versteuert wird. Oder aber der Anbieter selber ist in jedem Fall ja ein Problem. Der berechnet nämlich keine Umsatzsteuer. Deswegen ist zum Beispiel eine und dieselbe Software in diesem Shop günstiger als in einem in Deutschland beheimateten Shop. Und das ist ein ganz schweres Problem, vor allen Dingen für die Unternehmer, die dann wirklich rechtschaffend die Steuer abführen, so wie sich das gehört, wovon unsere Straßen repariert werden ab und zu mal. Steuern sind nun mal ein dummes Thema. Keiner will Steuern zahlen, aber wir brauchen sie alle, weil wir alle gut davon haben. Das verstehen viele aber nicht so richtig. Vor allen Dingen, wenn sie sehr wenig Geld haben, dann sehen sie natürlich zu, dass sie den günstigsten Job finden. Bei den Keyshops bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, es gibt beim Moga zum Beispiel jetzt als namentlich Keyshop, der sitzt ja gar nicht in Europa. Muss natürlich, ist er ja trotzdem, also wir müssten trotzdem als Deutsche Umsatzsteuer bezahlen und dort ist das auch so. Die Frage ist, ob der das dann auch an das deutsche Finanzamt abführt oder nur die 19% auch noch mitnimmt, das ist eine ganz andere. Da bezweifle ich, also jetzt im Falle von Moga will ich, ich gehe davon aus, dass der Laden okay ist, aber es gibt definitiv Fälle und es wird Fälle geben, in denen die 19% genommen werden, weil dann sieht das legal aus, toll, ey, die führen sogar die Steuern ab, aber die tun sie sich in die Tasche. Diese Fälle wird es definitiv geben und es ist ja auch bei Softwareverkauf übers Internet total easy und leicht. Und da Internet vor allen Dingen in Deutschland Neuland ist und wir die IP-Adressen ja im Ausland nicht mehr gehen, weil an der Grenze ist ja eine Grenze. Also solange unsere Finanzämter, Regierungen und so weiter so weit entfernt sind von der Realität, solange wird es wohl so bleiben. Möchte da noch jemand was hinzufügen? Niemand? Also ich kann nur dran appellieren, also ich mache es, ich kaufe fast ausschließlich, also Steam übrigens macht das mit den Steuern, ne? Ja. Also da ist, das wird auch abgeführt und so, also Steam ist da safe, das liegt aber auch daran, Steam ist einfach riesig, ja, also das ist eine riesengroße Plattform und die können sich das nicht erlauben und die würden sich das auch nicht, das ist denen auch egal, das ist ein durchlaufender Posten. Eins darf man ja nicht vergessen, für einen Unternehmer ist die Umsatzsteuer oder aus unserer Sicht als Unternehmer ist es die Vorsteuer, ist es ein total durchlaufender Posten. Das ist völlig überhaupt nicht relevant. Ich denke gar nicht in Umsatzsteuer. Die 19% interessieren mich gar nicht als Unternehmer. Die bezahle ich mit und bekomme sie sofort vom Finanzamt wieder. Das ist ein komplett durchlaufender Posten. Das Einzige, wo ich drauf bezahle, wenn ich, und sie heißt ja im Volksmund auch Mehrwertsteuer hauptsächlich und nicht Umsatzsteuer,
wenn ich einen Mehrwert generiere, das heißt, ich habe eine Ware und ich verkaufe sie teurer und dann bezahle ich halt diesen Mehrwert, der muss versteuert werden. Und das ist jetzt komplizierter, aber so ist es ja letztendlich. Und für einen Unternehmer ist das vollkommen Latte, ob der nun Umsatzsteuer ja oder nein. Aber man kann natürlich gut mal 10, 20, naja, 10 gibt es wahrscheinlich auf der ganzen Welt nicht, aber so 19, 20 bis 25% Umsatzsteuer gerne in die Tasche stecken, wenn man irgendwo auf den Bahamas sitzt oder in Hongkong oder sonst wo, ne? Ja. Ist ja auch leicht, ich meine, das ist sehr verführerisch. Bilanzierst du oder hast du eine GUV? Wäre in meinem Fall. Bilanzen. Okay. GUV, da kannst du ja auch so viel mogeln. Das wäre schön. Ja, ja, eben. Psst. Ja, verrate doch nicht alles Geheime, Mann. Na gut. Dizzy hat einen Merch-Shop. Was hab ich? Aber es ist ja so. Also, es gibt sehr, sehr viele. Also ich würde einfach mal so kess behaupten, dass ein großer Anteil der vor allen Dingen im Ausland sitzenden Online-Shops, die Software verkaufen, diese Umsätze nicht in Deutschland versteuern, obwohl die Käufer aus Deutschland kommen und damit sie umsatzsteuerpflichtig sind. Ich sag ja immer, also ich glaube, das gemeine Volk sieht das als Robin Hood Akt an, ja? So. Ja. Ja. Hoho! Und im Endeffekt. Ja, aber das gemeine Volk ist ja auch ein Volk, das im Zweifel für einen Austritt aus der EU stimmt. Also, was? Wer würde denn sowas machen? Ja, das würde normal denkender Mensch nicht machen, aber naja, anderes Thema. Jedenfalls, das normale Volk darfst du da sowieso nicht fragen. Die überblicken das nicht, weil. Die Steuern, die da verloren gehen, auch wenn in den letzten Jahren dauernd gesagt wird, dass unser Finanzminister unheimlich viel Kohle an Überschuss hat. Ihr seht ja, guckt nach draußen in Deutschland. Diejenigen unter euch, die etwas älter sind und nicht erst 12 oder 20, die werden sich noch erinnern an heile Straßen. Das ist vorbei in Deutschland schon lange. Wir haben zwischendurch mal den Osten geteert, aber ansonsten im Westen kannst du knicken. Jetzt wird aber hier wieder hart geschossen. Hier, unsere Autobahn sieht nicht aus wie die im Ruhrpott, wenn ich bitten darf. Ja? Also bei uns kannst du von zu wenig Steuern. Von Berlin bis nach Hamburg kannst du schön durchknattern, 200, gib ihm. Ja. Ja, ist ja auch Osten, sag ich ja. Aber der Beton ist echt Müll, der knarrt so laut. Ja. Also, ja, gut, das wurde ja in den letzten 20 Jahren halt alles neu gemacht. Aber wenn man sich das mal anguckt im Vergleich zu früher, wo es auch kein Online gab, ja, da gab es eben auch diese Steuerehrlichkeit eher. Natürlich wurde immer Steuer hinterzogen. Das ist das Grundprinzip, das ist in den Genen jedes Menschen, ist doch klar, kein Mensch will Steuern bezahlen. Aber auf der anderen Seite sind die Steuern halt notwendig, um den Staat zu betreiben. Ob es nun sinnvoll ist oder nicht, wo das Geld dann hin, das ist ein anderes Thema, aber grundsätzlich geht den Staaten, und das gilt ja nicht nur für Deutschland, sondern eben auch für alle Staaten, in denen Menschen sitzen, die online irgendwo Software kaufen, Milliarden an Steuern verloren. Ja. Und wenn der politische Trend sich so fortsetzt, dann kriegen wir ja bald vielleicht neue Autobahnen. Ja, vielleicht. Aber ich wäre so gerne Steuerprüfer. Echt? Oh, da hat es ein bisschen gedauert. Sammy, der war sehr subtil, der hat mir gefallen. Den haben wahrscheinlich ganz viele nicht verstanden. Ja. Hier ist noch eine schöne Frage oder zwei, die so hingehen. Ich lese beides einfach mal vorher. Was haltet ihr von Cracks als Demo-Option oder Cracks im Generellen? Ja, also das, was man in den 80ern gemacht hat. Und, dann kam noch rein, ich habe damals Spiele gekriegt, weil mir das Geld fehlte. Heute sehe ich die Stores als Möglichkeit, Spiele billiger zu kriegen. Wie seht ihr das? Game Store statt Crack? Eigentlich ist es in dem Fall auch eigentlich scheißegal, oder? Na, es kommt darauf an, von wem du es kaufst. Ja. Also bei Cracks ist Fakt, wir bekommen kein Geld davon. Wenn wir, und jetzt mal ganz eigennützig, wenn wir kein Geld bekommen, können wir keine Spiele mehr machen. Und das ist scheiße, weil wir wollen Spiele machen. Bei Keystores haben wir wenigstens noch die Möglichkeit, Kohle zu bekommen, wenn die Keys legal organisiert wurden. Sei es, dass sie aus Russland gekauft wurden, wir bekommen nicht so viel Geld, wie wir bekommen sollten. Aber wir bekommen wenigstens was. Oder auch nicht. Ja, gut, oder auch nicht. Wie gesagt, wenn sie legal organisiert wurden. Also so viel aus Entwicklersicht. Aber die Cracks aus den 80er Jahren waren noch genial. Die Intros, die davor waren, waren ja weiß besser als das Game. Die Musik, ja, eben. Das ist wahr.
Die waren voll gut. Die waren stark. Also nicht, dass ich das. Also ich habe damals, als ich mit meinen Anfängen in Assembler und später in C, aber das war schon Mitte der 80er, aber Anfang der 80er hauptsächlich Assembler, mich auch an solche Dinge rangemacht und das war mehr so, ich habe die dann nicht verteilt, sondern so für mich, ne? So Hosenträger geknallt, boah, ich habe es geschafft, geil. Man freut sich dann ja auch. Es gibt ja richtig dämliche Kopierschutzmechanismen und es gibt richtig intelligente. Und als jemand, der sich dann in diesem Bereich gerade ausbilden lässt, also Informatik studiert, ist es halt eben auch schon ja unheimlich spannend, mal zu gucken, na, kriege ich das Ding auf oder nicht? Natürlich, oder, absolut. Und das müsst ihr ja als Softwareentwickler, das ist ja euer Business, also nicht das Cracken, aber da ist ja dieser Hunter-Geist, den hat man ja da drin. Natürlich. Ja. Und das macht schon Spaß. Das Schlimme ist nur dann, wenn das verteilt wird und letztendlich dann die Softwarebuden pleite gehen, ne? Deswegen. Und richtig, das überblicken diejenigen, die das machen, in der Regel nicht. Und ja, und das kann schon üble Form. Aber ich glaube, das ist auch eine Zeitgeschichte gewesen. Ne? Also heute ist das, weiß nicht, gibt es noch Cracks so in dem Maße, so wie früher? Also richtig, also richtig sehr viel weniger als früher. Ah, Fall, oder? Die Sache ist, ich glaube, wir sind einfach nur älter geworden. Ja, das kann auch sein. Ja, auch. Also ja, die gibt es auf jeden Fall Zugang noch. Nicht mehr hat, ne? Ich wüsste gar nicht, woher ich heute einen Crack kriege. Damals war das überhaupt kein Ding. Ja? Game Copy World fertig. Alter, wisst ihr. Ja. Die Sache ist die, die Spieleentwickler sind ja klug. Die bringen ja heute alle Spiele raus mit Online-Komponente. Und wenn du einen Crack benutzt, kannst du das ja auch vergessen. Ja. Und das ist ja heutzutage der Fokus überhaupt. Das heißt, jedes Spiel, was einen Online-Modus hat, kannst du halt nicht cracken. Oder kannst zumindest dann nicht online spielen. Früher konntest du dann auch auf LAN-Partys dann trotzdem spielen. Ja. Stimmt, aber hier ist noch so ein Ding hier, was ganz oft gesagt wird, das ist aber, also als Rechtfertigung, dass man Cracks benutzt oder gehackte Software benutzt, ist, das ist ja ein Werbeeffekt für die Software ist, das stimmt nicht. Diejenigen, die den Crack benutzen, die spielen das Spiel durch und die kaufen das nicht. Ne? Also ja. Das ist kein Werbeeffekt für die Software. Hat nie funktioniert, war nie richtig. Ah, sagt nichts anderes, es ist schlecht für uns. Ich bin mir bei Photoshop immer noch nicht so sicher. Ja, okay, das ist, aber da reden wir nicht über ein Game. Bei Photoshop bin ich mir absolut sicher, dass Adobe hat nie verfolgt, dass man überall, also man konnte ja gar nicht dran vorbei, sich in Photoshop irgendwo runterzuladen. Und wenn ich mir dann die ganzen Premiere-Videos, die mit Premiere gemacht sind oder mit After Effects bei YouTube angucke, da muss ich einmal meinen Content-Scanner drüber laufen lassen, beziehungsweise eine Software drüber laufen lassen, die Digitalisierung aus der Seriennummer rauszieht. Also ich kann ja in jedem Bild, in jedem, ich meine, es gibt das schon immer, damals sogar bei Druckern, bei Laserdruckern, da konnte man die Seriennummer des Lederdruckers auf jedem Papier rausziehen. Das war nicht sichtbar für den Menschen. Und das Gleiche gilt auch für jede Software. Jeder, der eine illegale Copy vom Photoshop benutzt und nur ein Bild irgendwo online stellt, ist greifbar. Ja? Das wissen die Leute nicht oder viele nicht. Jetzt schon. Ja, jetzt schon. Aber es ist so. Es ist überall. Also wer ein After Effects-Ding macht für seinen YouTube-Kanal und hat die After Effects-Software nicht gekauft, wenn Photoshop will, also wenn Adobe will, dann kriegen sie euch beim Arsch. Aber die wollen nicht. Da gebe ich dir recht. Bei Adobe ist es mit Sicherheit ein Verkaufsargument. Aber jetzt mal ohne uns, oder? Ich bin sogar mittlerweile viel zu faul geworden, mir die illegalen Geschichten zu suchen und kaufe mir das einfach. Das ist auch eine Frage des Alters. Also das fängt erst mit 30 an. So. Also so, natürlich gibt es auch Leute, die über 30 sind, die permanent klauen und Software stehlen. Das ist ja nichts anderes als Diebstahl. Und das wird immer so glorifiziert. Ja, oh, ist doch nur eine Software, ist doch nur ein Programm. Nein, es ist harter Diebstahl. Und wird auch genauso bestraft, wenn man erwischt wird. Und insofern, ich glaube, es ist eine Frage des Alters. Je älter man wird, und es hängt natürlich auch damit zusammen, was man verdient, desto mühsamer, also man geht diesen Weg gar nicht, sondern ich klicke zum Beispiel, fast alles, was ich kaufe, kaufe ich bei Steam und da gucke ich auch nicht auf einen Sale oder nicht, das ist mir egal, ich klicke da drauf, will ich jetzt haben, fertig. Ist mir vollkommen Latte, was das kostet. Und voll abgehoben, da geht's um es geht um 5 oder 10 Euro oder was nachher am Ende. Weißt du, wenn du so ein Sale hast oder so. Meine Güte, das ist nicht mal eine Pizza. Ja? Also das ist, die Leute schmeißen ihr Geld für allen möglichen Müll raus. Aber bei manchen Dingen sind sie halt unheimlich sensibel. Und das ist mir einfach zu lästig. Ne? Deswegen, es ist aber, glaube ich, eine Frage des Alters und des Einkommens. Und weil es einfach heutzutage wesentlich einfacher ist, ranzukommen.
Also du kannst jetzt heutzutage einfach bei Steam reingehen und dir ein Spiel einfach mal... Du musst nicht mehr laden gehen. Ich Steam auch so klasse. Ist, ja. Steam ist ein super System. Also da das kann stimmt. man viel drüber lästern und sagen, das ist scheiße. Aber ich bin so happy, wenn mein Windows-Rechner, ich benutze ja nur Macs seit 100 Jahren und ich habe Windows nur zum Spielen. Für nichts anderes, weil dieses Betriebssystem taucht einfach nur zum Spielen und für nichts anderes. Also ich würde da niemals meine guten Daten drauf tun. Und es ist halt so... Ab und zu muss man das Zeug halt neu machen, ja. Und ist super, Steam-Account und dann lad alles runter und alles ist wieder da. Das ist das Geilste überhaupt. Richtig, das stimmt. Ja, das war ja das Haupt... gelacht wer? Ja, Joe lacht. Der Joe lacht. Der ist zeitverzögert unterwegs. Wir haben vor 20 Sekunden irgendwas Lustiges gesagt. Offenbar. Ach so, okay. Achso, und was anderes, ich wollte nur noch sagen, das war ja damals schon die ganze Zeit der Grund beim Musikverkauf. Hör den Joe im Hintergrund. Joe, halt die Klappe. Hallo, Maul. als Napster und sowas alles hochkam, dann haben die Leute schon damals gesagt, warum bringt ihr nicht mal irgendwie einen Laden raus, wo man im Internet die Sachen kaufen kann? Und da hat sich... die Musikindustrie 20, 30 Jahre gegen gewehrt. Und richtig, heute geht's endlich. Ja. Ich glaube übrigens nochmal auf diese Preise, ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich, jetzt vor allen Dingen, gerade bei Software da immer ganz anders ticke als ganz zu Anfang, weil ich selber Software entwickelt habe, weil ich selber damit zu tun hatte. Ja, man bekommt ein anderes Gespür dafür, ja. Man bekommt eine ganz andere Sichtweise. Man sieht, absolut. Man sieht, dass der Kollege der nicht da sitzen würde, wenn wir das Geld nicht verdienen würden, genau, ja, mit der Software, die wir erstellen. Richtig. Und dann sehe ich auch live nicht nur den Kollegen, sondern seine Frau und seine zwei Kinder. Ja? Richtig. Also da hängt ja was dran. Und diesen Kopf machen sich die Menschen nicht. Also das ist etwas, das so anonym bleibt. Und man zerstört damit Menschenleben und Arbeitsplätze. Absolut, wenn man so lapidar sagt, ich zerstöre Arbeitsplätze, naja, scheiß drauf, dann macht er halt was anderes. Genau. Nein, man zerstört richtig Menschenleben. Genau, richtig. Und Familien. Und das ist nicht nur, man zerstört einen Arbeitsplatz. Diese Tragweite hat man aber gar nicht, vielleicht ist es auch ganz gut, dass der Mensch das gar nicht so rafft, weil dann würde man den ganzen Tag nur niedergeschlagen durch die Gegend laufen, weil man irgendwas garantiert gemacht hat, was irgendjemand anderen stört. Aber wenn man selber in dem Bereich tätig war oder ist, glaube ich, sieht man die Sache auch ganz, ganz anders. Und dann kauft man Software, weil man ganz anders tickt plötzlich. Ja, man weiß, was drinsteckt halt. Ne? Ja, genau. Das ist nämlich nicht ganz trivial, so ein Game zu bauen. Da war ich immer fasziniert. Ich habe nie im Gaming-Bereich irgendwas gemacht, weil ich immer fand, ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. In anderen Bereichen fand ich das wesentlich einfacher, weil Softwareentwicklung ist ja so riesig, so eine Spannbreite. Da kann nicht jeder jedes. Ja? Also, und das ist immer eine Geschichte. Aber wenn man das eben selber erlebt hat, dann tickt man halt auch anders. Darf ich bitte zwei Totschläge-Argumente bringen? Oh. Die so zu 90% immer im Chat kommen. Aber wer soll das denn bezahlen? Die haben gar kein Geld verdient. Die Schweine bringen eh nur halbfertige Spiele raus. Okay, jetzt habe ich gesagt. Das hat mir schon die ganze Zeit auf der Seele gebrannt. Oh, ich bin los. Dieser Druck ist weg von mir. Ja, aber dann sollte man das halt nicht kaufen. Ne? Also, Verrückte ist ja immer, dass die gerade so im Internet rumstrauchenden Chat-Leute, die im Chat hängen oder jetzt nicht in diesem Chat, aber so generell oder YouTube-Kommentare oder was auch immer, grundsätzlich ja alle anscheinend das trotzdem haben wollen. Also aber die ganze Zeit nur am Rummühlen sind, dass es irgendwie, ja, dann sollen sie es halt nicht kaufen, ne? Ganz einfach, anstatt es zu stehlen. Ne? Es ist ja auch, es nimmt ja mittlerweile auch echt Überhand, wenn man sich die App-Industrie anschaut. Menschen beschweren sich ja schon über kostenlose Sachen. Ich meine, du hast eine kostenlose App und dann bekommst du, damit der Entwickler sein scheiß Brot in der Früh kaufen kann, bekommst du ab und zu mal so ein kleines Werbeding angezeigt und dann rasten die Leute aus, dass es eine Werbung in der App ist. Für eine kostenlose App, wo sie sich für 99 Cent die Werbung wegkaufen könnten und die Menschen werden wahnsinnig. Bei Monument Valley. Das war das schlimmste Beispiel, das ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Monument Valley kostet was? 1,99? 1,79, glaube ich. 1,79, das ist ein wundervolles Spiel, wo so viel Herz und Liebe drin steckt und wo die Leute echt, die Entwickler saßen
eine richtig, richtig lange Zeit an diesem Spiel. Ja. Und auch haben Polen, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Und haben sich echt Mühe gegeben und bringen es dann für so einen Spottpreis auf den Markt, für 1,79. Verdient da mal was. Und dann sagen sie, okay, Leute, wir haben uns jetzt was Neues ausgedacht. Ihr habt hier mehr Content. Level Pack. Ein Level Pack. Ja. Dass ihr es noch länger spielen könnt. Für nochmal 99 Cent oder so. Ja. Und dann gab es den übelsten Shitstorm, was denen einfällt, dass die jetzt nochmal so ein Level Pack für Geld verlangen. Wo ich mir denke, Leute. Für 1,99? Nee, bei 99 Cent. Ach so, ich glaube, ja, 99 Cent, ja. Gut, man muss auch sagen, das Internet, vor allem gerade die Kommentare in App-Stores, das ist die Vocal Minority, ne? Also, ja, du gehst nicht in App-Store, um was zu bewerten und deinen Kommentar abzugeben, weil du was Gutes sagen möchtest. Das stimmt allerdings, ja. Der einzige Grund, ja, da reinzugehen, ist halt, ne? Kritik. Das ist der Bodensatz, ne? Das ist die du liest. Und das ist, genau. Ja. Ja, und wenn du dann eine App baust, ich meine, dann machst du das einmal und danach sagst du ja auch, was ist das hier? Ich werde lieber Bäcker, ja? Also, ich meine, da kannst du ja auch kein Geld verdienen. Und dann kommen immer so Argumente, naja, ihr nehmt doch schon 1,79 für das Hauptprogramm und ihr verkauft das doch locker 2 Millionen Mal und dann seid ihr doch alle Millionäre, ne? Das kommt dann auch immer, ne? Ja, genau. Diese Sinnlosigkeit, weil kein Mensch oder die Masse dieser Leute auch nicht rechnen können und auch nicht sich überhaupt nicht vorstellen kann, was für ein hartes Brot das ist, in irgendeinem App Store eine App für 1,79 zu verkaufen. Ja. Denn wenn die nicht an den Top 10 oder Top 5 ist, durch Zufall irgendwie gehypt wurde, dann liegt die da halt und man verdient da nicht mal das Gehalt des Entwicklers mit. Richtig, gar nicht. Ich sag, ja, die kommen immer, aus dem Bereich. Ja. Ich sag da immer, fahr mal in die Schweiz für eine Woche, nicht auf Urlaub zu Freunden. Also ohne Aufenthalt und dann könnt ihr gerne euch nochmal über Geld beschweren. Also wirklich bei 99 Cent oder was. Den Leuten würde ich einen husten. Die würde ich alle in einen Sack packen und mit Knüppel drauf kloppen. 99 Cent, also ich bitte. Also wer sich bei 99 Cent noch ein ejakuliert, denn, na, da weiß ich wirklich nicht. Also ist es wirklich verkehrte Welt im Internet. Wobei auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, es ist freie Marktwirtschaft und die Softwareentwickler alle zusammen sind natürlich selber schuld. Wieso gibt es überhaupt Games für 99 Cent? Ja, genau, ja, richtig. Weil, ja, das Problem ist nur, dass du nie alle unter einen Haufen kriegst. Das ist in meinem Bereich genauso. Es gibt immer einen, der billiger ist. Und wenn der, wenn das einer spitz kriegt, dass der billiger ist, dann ist der noch billiger, der nächste. Und das geht immer so weiter. Und keiner hat mehr überhaupt im Fokus, was eine Ware überhaupt wert sein muss, damit derjenige, der sie produziert, davon leben kann. Und das muss er ja, das ist ja das Entscheidende. Sonst irgendwann gibt es keine Ware mehr. Ne? Ja, und irgendeiner muss es ja produzieren, können doch nicht alle beim Finanzamt arbeiten. Ja? Und irgendeiner muss ja auch arbeiten in diesem Land. Und das tut ja keiner mehr, wenn man dafür kein Geld mehr bekommt. Und das ist nicht nur in Deutschland so, aber ich habe immer so das Gefühl, ich habe ja so mein Problem mit Deutschland, ich habe so das Gefühl, dass es auch ein sehr, sehr stark deutsches Problem ist. Hier ist alles schlecht, alles wird schlecht geredet, alles ist böse, alles ist blöd und alles ist grundsätzlich zu teuer. Ich da weiß, hast du wohl noch nie von der Seite namens... Aber ich habe so das Gefühl, dass wir Deutschen da ziemlich Weltspitze sind. Da hast du aber noch nie von der Seite namens Reddit gehört, glaube ich. Aber das verstehe ich nicht. Also ist denn so, ist Megan heute so trendy? Also, oder sehen wir einfach nur noch meckernde Leute? Ja. Und die anderen positiven Sachen nicht mehr. Meckern ist halt eine gute Motivation, überhaupt was zu schreiben. Und wenn man sonst nichts zu sagen hat, dann meckert man halt. Also. Und das ist so einfach in der Anonymität, aber das Thema wurde schon so häufig. Ja, es ist halt sehr leicht, ne? Und, ja, ist halt so. Guck dir einen Twitch-Stream Chat an, wenn 150.000 Leute bei einem Blizzard-Spiel zugucken, der nicht moderiert wird. Da siehst du. Den ja, aber Sumpf. Ich muss das wirklich machen. Ich muss meinen Hut ziehen, ja. Vor Leuten wie euch beiden und euren Leuten, die ihr im Hintergrund habt, dass ihr überhaupt diesen Mut habt, in diesem Wahnsinn mitzuspielen und euch selbstständig als Produzenten von Indie-Games quasi euer Geld zu verdienen. Das ist irre. Ja, so verrückt muss man erstmal sein. Das muss Leidenschaft sein, sonst geht das nicht. Ja, also vielleicht auch eine gewisse Blödheit. Aber ich glaube, in erster Linie ist es halt Leidenschaft. Ne? Ja, aber ich kann verstehen, dass das dann ein wirkliches Drama ist, wenn Software gehackt wird oder in den meisten Fällen ja irgendwie verscherbelt wird durch illegale Maßnahmen. Ne?
Es macht dann halt, es ist traurig, weil wenn wir lieben Spiele und alle, die Spiele spielen, also ich denke, es gibt wenige Sparten, die so viel leidenschaftliche Fans hat wie Videospiele. Ja. Und dann zu sehen, dass die Arbeit nicht wertgeschätzt wird, ist halt, es tut schon weh. Aber im Gegensatz dazu, also ich muss ganz kurz ausführen, wir kommen ja eigentlich aus der App-Branche. Ja. Und da haben wir, glaube ich, wenn es hochkommt, ein lobendes Wort im halben Jahr bekommen. Ja, das ist wahr. Ja. Und jetzt dadurch, dass wir jetzt halt auf PC-Spiele umgesprungen sind und uns da probieren, ist es wirklich... Also die Community ist faszinierend, fantastisch, mit anzuschauen, sagen, wie viel Liebe hier einfach in so einer Community drin steckt. Das ist wahr. Und dass wir mit Leuten wie euch Kontakt haben, das sagt doch schon viel mehr aus. Ey. Also es macht ja auch Spaß. Jetzt hör auf zu schleimen, okay? Nee, ist so. Du weißt, hcdizzy@googlemail.com, 5 Keys für G2R später. Ja, genau. Du, ich habe vorher 4 Jahre lang programmiert und kein einziger Mensch hat mit mir drüber gesprochen. Echt? Ja. Ja, also das Business ist anders. Ja. Es ist so eine Fanbase aufzubauen und so eine Community aufzubauen. Das hast du im App-Business nicht, wenn du nicht irgendwie Galaxy on Fire bist oder Angry Birds oder sowas. Aber als Indie-PC-Entwickler, PC-Spielentwickler ist es ist schon schön. Ja. Man bekommt echt viel Liebe mit und das ist cool. Macht Spaß. So, Melancholie aside. Wow. Also ich wollte gerade mit aufsteigen. Ich wollte gerade Rosen schmeißen, okay. Alles, Alarmglocken und loslegen. Also, das war der Plan, ne? Sind CD-Keys das Problem? In Zeiten von digitalen Downloads, DRM, Accountbindung, sind diese doch eigentlich überflüssig? Wenn Steam nicht den Typen, nein, wenn Valve so dann mal was machen würde, dann könnte man Keys natürlich auch überflüssig machen. Aber der Typ, der für die API zuständig war, was wir vorhin hatten mit dem Humble Store, dass man die Keys, das Key los kaufen konnte im Humble Store oder im Humble Bundle, der hat Valve verlassen und Valve hat gesagt, ja gut, wenn jetzt haben wir keinen, der sich darum kümmern kann, also lassen wir das wieder. Aber ja, das hängt dann von denen ab. Ich persönlich fände es an sich schöner, wenn es keine Keys mehr gäbe, weil würde der Privatmann so viel darunter leiden? Ich glaube aber nicht. Wie geben wir dann Spielekopien an PR und Marketing? Das wäre schon sehr Geschenke viel schwieriger geworden. Ja, aber dann müssten wir jetzt halt dich anschreiben, dich nach deinem Steam-Account fragen, dann müssten wir dir das als Geschenk geben und da ist viel zu viel Interaktion gefordert. Ping-Pong, da hat kein Mensch Lust drauf, Alter. Aber für sowas kann man ja immer noch Keys benutzen, aber man kann ja in anderen Bereichen wiederum weggehen. Oder also, im Praktikanten. Ja, oder Praktikanten, genau. Praktikanten arbeiten immer umsonst, habe ich gehört, ne? So Schulpraktikanten, die kann man auch für lau abspeisen. Ja. Aber das wisst ihr nicht von mir. Was? Ich habe überhaupt nichts gehört gerade. Freunde der Sonne. Sissi. Ich bin zweigeteilt bei solchen Sachen. Also bei dieser ganzen Geschichte. Also ich in der Öffentlichkeit kämpfe dagegen an. Also ich mache meinen Standpunkt klar, dass ich absolut dagegen bin. No matter what. Graue Zone. Ich bin dagegen. Punkt. Was dumm ist eigentlich. Und jetzt kommt's. Was eigentlich dumm ist, weil ihr nehmt den Schaden als Indie. Große Leute? Was will er denn? Halt die Schnauze, verpiss dich. Das Problem an der ganzen Sache ist, man kann es nicht ändern. Es wird sich auch nicht ändern. Es wird sich auch nicht ändern, dass dieser Market Store da ist. Und wenn der eine eingeht, kommt der nächste wieder. Ja, absolut. Auf der einen Seite sage ich mir in der Öffentlichkeit, EA, ich halte zu dir, ich verdiene Geld, ich gebe dir 60 Euro. Ich mach die Augen zu, ich sehe die Bugs nicht. In einem halben Jahr ist das Spiel gut. Auf der anderen Seite, Leute, bin ich ganz, 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 ganz ehrlich mit euch, okay? Das zieht mir jedes Mal zwischen den Beinen an der rechten Seite so richtig so einen Riss rein, wenn ich mir das reinziehe. Weil ich kaufe die Sachen, ich bin so froh, dass Steam endlich erfunden hat, dass man Sachen zurückgeben kann. Danke. Das ist wirklich gut. Danke dafür. Weil ich kaufe echt seit einem halben Jahr
oder dreiviertel Jahr, alles für einen Vollpreis. Alles. Hm. Nix mit Rabatt, kein Keystore mehr, kein gar nichts. Und alter Vater, selbst wenn man das als Arbeit hat, ja, ich weiß, kann ich von den Steuern absetzen. Nächstes Thema. Aber alter Vater, das zieht ganz schön im Geldbeutel, sag ich euch. Das glaube ich, auf jeden Fall. Das ist richtig krass. Also ich kann auch die andere Seite verstehen. Natürlich, also, um Gottes Willen. Es sagt dir niemand, dass es nicht verständlich ist. Es macht ja, ich meine, es ist ja aus einem bestimmten Grund überhaupt erst entstanden. Es hat ja schon seine Position. Hey, Vorsicht. Aber DC, du könntest doch erstmal ein bisschen DayZ und Minecraft spielen. Ja, das habe ich ja schon 1000 Stunden gemacht. Ach so. Aber das ist wirklich... 1000 Stunden, und was hat das Game gekostet? Minecraft habe ich über 2000 Stunden für 20 Euro gespielt. Ja, siehst du? Ich für 15. Aber das ist auch so in der heutigen Zeit eine etwas falsche Relation, wie ich finde. Denn Maßstäbe wie Witcher und Fallout, die als Spielspaß für 300 Stunden bieten, für 60 Euro werden missinterpretiert. Also zum Beispiel Spiele wie Quantum Break, die dir nur 10 Stunden bringen für 70 Euro, die sehen da zum Beispiel die Arbeit nicht drin, weil das Spiel zum Beispiel war der Hammer. Das war der Story-Shit. Der hat dich komplett aus den Socken rausgeknallt. Egal, Windows Store, Xbox One, spielt keine Rolle. Das war das Ding. 70 Glocken habe ich ausgegeben, hätte ich nie wieder zurückgegeben. Das war richtig geil. Aber das wiederum ist im Vergleich zu Witcher, ne. 70 Euro für 10 Stunden, brennt dir das schlimmer? Wo so, ne. Was soll das? Das finde ich auch, das ist ein großes Problem, dass ein Spiel teilweise wirklich nur in der Spielzeit gesehen wird und nicht in der Qualität, die man diese Zeit verbringt. Und das ist, finde ich, ein ganz großer Punkt, den auch viele Leute irgendwie nicht sehen oder nicht sehen wollen. Ist seltsam teilweise. Mhm. Mein Portal kannst du innerhalb von anderthalb Stunden, glaube ich, durchspielen. Und ich eines der besten Spiele, die wir produziert wurden. Also selbst, Slabby, sei mal ganz ehrlich jetzt. Ja. Du bist ja eigentlich der Pionier, na nicht Pionier, wie sagt man denn dazu? Der Fahnenträger im Fackelzug mit den Heugabeln für Keystores, ja? Aber sei mal ganz ehrlich, findest du nicht auch, dass es wirklich... Ja, man steht immer in der Mitte irgendwie, oder? Ja, natürlich. Es ist furchtbar. Also selbst wenn man dagegen sein will, also richtig hart dagegen sein will, gibt es immer noch Dinge, die so Daseinsberechtigung haben. Die Sache ist die, wir sind doch gebildete Streamer. Nee. Wir haben doch irgendwo einen Bildungsauftrag, oder nicht? Nee. Wir müssen doch Leute manipulieren. Beziehungsweise wir manipulieren Leute automatisch, indem wir uns hinsetzen und unsere Meinung kundgeben. Und das heißt, man muss doch auch ein bisschen versuchen, zumindest immer beide Seiten der Medaille abzuleuchten, oder nicht? Man kann ja nicht immer nur das ist Kacke sagen, sondern auch Kacke hat ihre schönen Seiten. Würde ich nicht kacken, würde ich sterben. So. Schöner Vergleich. Jedenfalls, keine Ahnung. Und deswegen, also ich, wenn ich jetzt auf Twitter unterwegs bin, dann bin ich einer der größten Shitposter überhaupt. Und das macht mir auch Spaß, aber dann hoffe ich, nehmen mich die Leute nicht zu ernst. Wenn ich mich jetzt hier aber vor die Kamera setze und wir im Stream irgendwie vernünftig darüber reden wollen, dann versuche ich zumindest ein bisschen ein paar Argumente halt für beide Seiten aufzubringen. Meine Meinung ist klar, ich möchte mit G2A nichts zu tun haben, sonst hätte ich schon längst was mit denen zu tun gehabt, weil Free Money with G2A ein paar Mal im Monat bei mir an der Tür klopft und mir Geld verspricht. Geiles Geld. Ja, eben. Und andere und Gambling-Seiten und wie sie nicht alle heißen und keine Ahnung. Und ich bin ja sogar von Streamtip weg, weil die irgendwie mit einer Gambling-Seite zusammen irgendwie hängen. Ich versuche halt eine weiße Weste zu haben, aber. Die weiße Weste ist sehr teuer. Ja, das stimmt. Also ganz ehrlich, ich habe Ausgaben, nicht um das jetzt, versteht das nicht, ich will jetzt keine Donations haben, okay, haut ab, versteht das nicht falsch, ich lege das einfach nur da. In einem richtig harten, heißen Monat gehen mindestens 400 Glocken nur für Spiele drauf.
400% von deinen Einnahmen abziehen kannst. Richtig. Total easy. Richtig. Das habe ich vorhin schon gesagt. Hör auf, jetzt wieder darauf rumzureiten. Ich habe das ja, nur gesagt. So ja, ich weiß. Jetzt hör auf, darauf rumzureiten. Mann! Ich habe doch schon damit angefangen. Psst. Nichtsdestotrotz, es ist viel Geld. Es ist echt viel es Geld, viel Leute. Geld, ja. Aber man soll auch nicht immer alles kaufen. Hat also, mein Vater hat immer gesagt so, Maga, du hast kein Geld dafür, also kannst du das nicht kaufen. Maga, hast du Geld? Dann kauf dir das. Hast du keine Kohle, kaufst es nicht. Und es ist halt Luxus. Wirklich Maga genannt? Mein Papa hat früher auch Maga gesagt, ja. Deswegen sage ich heute Digger. Immer noch so viel Maga. Sei froh, dass er nicht Digger gesagt hat. Oder Alter. Nee, Digger hat er zu mir auch immer gesagt, aber Diggerchen in so. Vor der Familie hat er immer Diggerchen gesagt. Ja. Ich war traurig. Aber vergesst immer nicht, Leute, das ist einfach mal ein Luxusgut. Und wenn man kein Geld hat, ja. Heißt das nicht, dass man so einen anderen Käse macht. Punkt. Aus. Ende. Das rechtfertigt das nicht. Die sind ein schöner nicht, Punkt, ja. Das sind nicht, es ist nicht Robin Hood der Gaming-Industrie. Ist es nicht. Nein. Die Leute, die alles kaufen bei Steam, das sind die Robin Hood-Leute. Weil da geht das straight zum Entwickler und ihr bezahlt Steam und Steam macht einen guten Dienst. Warum habe ich einen Schraubenzieher nach? Das ist das ist Robin Hood, das andere nicht, okay? Das gemeine Volk, nur weil Finanzen nicht vorhanden sind, warum auch immer, spielt keine Rolle, heißt das nicht, dass das die Guten sind. Alrighty? Es sind weder die Guten noch die Schlechten, sondern direkt in der Mitte. Die euch beklauen, als auch die anderen. Wenn es die Schlechten wären, wäre es ja auch der schwarze Markt. Und das dürft ihr nicht vergessen. Und ich nur deswegen möchte ich das Thema anschneiden. Nicht, um eine Hexenjagd anzufangen, sondern einfach nur, dass verstanden wird. Das Fakten. Die finde ich auch super. Ich meine, es muss wirklich mal drüber geredet werden. Entschuldigung, ich wollte dich nicht. nee, ich finde es echt schön. Ich finde es auch gut, dass das Thema jetzt langsam mal zur Sprache kommt, weil es geht ja auch schon länger so. Und ich finde es auch schön, dass sich Leute, die wirklich eigentlich nur davon profitieren, damit auseinandersetzen, dass es nicht nur gut ist. Finde ich super. Wo ihr gerade von euch redet, es kam schon jetzt mehrmals eine Frage rein. Und ich erwarte von euch jetzt einen Monolog, ja? Oh, also ein richtiges, ihr könnt euch auch gerne beide unterhalten oder mit Pinguin, wer weiß der Geier. Bingo. Aber tut mir mal den Gefallen und sagt kurz, wer ihr seid, was euer aktuelles Projekt ist, was ihr schon gemacht habt und ob man euch irgendwo bei Twitch sehen kann. Ihr dürft jetzt die komplette Werbetrommel ankurbeln, weil die Fragen wurden bei Twitter gestellt. Und okay, ich gehe in der Zwischenzeit zur Toilette. Lass laufen, 10 Keys, wisst ihr Bescheid, ne? Sehr gut. ja, magst du anfangen? Hopp, puh. Okay, also, wir sind die Pixel Maniacs, ich bin Steve, ich bin der Creative Director, was einfach nur heißt, dass niemand anderes so kreativ ist wie ich und ich bin der Einzige. ich bin der Game Designer, sagen wir es so. Und das ist Andy, unser Teamlead von Chromagun und Programmierer. Programmierer. Und wir sind aus Nürnberg, wir sind ein kleines Indie-Studio. Wir haben vor kurzem im Februar? 16. Februar. 16. Februar. Ja. Haben wir unser allererstes PC-Game released, das heißt Chroma Gun. Da werden wir jetzt dann auch noch gleich ein paar Keys droppen für Steam. Das haben wir im Februar rausgebracht. Seitdem arbeiten wir an den Konsolenports für Chroma Gun. Jo. Xbox One und PS4. Und an unserem nächsten Spiel Can't Drive This, in dem man ganz seinen weird. Besten Frenemy, finde ich immer noch ein schönes Wort. Der Frenemy ist der beste. Ja. Das ist ein Multiplayer-Game. Gleich noch kurz davon. Ja. Da sind wir gerade in der Entwicklung und kommen demnächst in den, und bitte schlagt uns nicht dafür, dass wir sagen, Early Access. Wow! ja. Aber wir machen es fertig. Ja. Aha. Und wir werden dafür sorgen, und dafür, das versprechen wir, dieses Spiel wird funktionieren im Early Access. Ja. Wir werden kein Bugfest online stellen. Und wenn doch, dann dürft ihr uns öffentlich auspeitschen. Ihr wisst, dass das gerade aufgenommen wird. Sicherheitskopien, Leute. Sicherheitskopien. Macht ja. Sicherheitskopien. Das hat der Game Designer gesagt, nicht der Programmierer, ne? Will ich bloß mal festhalten. Letztes Mal hast du irgendeinen Scheiß gesagt, der mir Arbeit gekostet hat, das ist jetzt. Ja. Genau. Bitte. Ja, Ken. Ich kann dir kurz was zu Can't Drive This erzählen. Erzähl mal was zu Chroma Gun, da habe ich gerade. Zu Chroma Gun?
Geschlittert. Was ist da? Ja, ja, genau, Chroma Gun ist im Summer Sale gerade eben. Das hier ist übrigens die Chroma Gun. Von Steam mit aufgenommen worden in den Summer Sale. Wie funktioniert denn das, wenn ich das fragen darf? Wird man da ausgewählt von Steam oder muss man sich da irgendwo bewerben? Ich glaube, da dürfen wir nicht drüber reden. Doch, wir haben uns beworben drum. Also, ja. Dürfen wir darüber reden? Klar. Jetzt schon. Ja. Muss für YouTube rauspiepen. Ja, die sind coole Jungs. Beim Humble Bundle muss man, wird man von denen ausgewählt, aber beim Steam Summer Sale kann man sich dafür bewerben. Ja. Bewerben, man sagt dann, hey, ich will mitmachen. Genau, das ist ein Knopfdruck. Chroma Gun ist ein First-Person-Puzzler mit Farben anstatt einer Portalkanone. Finde ich witzig. Ja, man hat, es ist ähnlich wie Portal, man muss Farben an die Wände schießen und es gibt so runde fliegende Gegner, die werden von Wänden, die die gleiche Farbe haben, angezogen. Da muss man halt hier so ein bisschen so ein Puzzle lösen. Ja. Mit einer Background-Story mit Dialogen, Monologen, ja, geschrieben von mir. Genau. Spielt die englische Version, er ist eigentlich Amerikaner und man merkt es ein bisschen. Ja, die Besetzung war auch von mir. ja, und Can't Drive This, bitte. Can't Drive This ist so ein kleines Projekt, das ist irgendwie reingeschlittert. Wir haben bei einem Game Jam mitgemacht und hatten irgendwie Bock auf ein Couch-Game. Und irgendwann mal waren wir hinten in unser Besprechungszimmer gehockt und hatten die Karrierebahn vor uns liegen und haben gedacht, Alter, wir machen jetzt ein Spiel, wo der eine Spieler die Bahn baut und der andere Spieler auf der Bahn bleiben muss. Und nicht unter ein Geschwindigkeitslimit kommen darf, weil sonst das Auto explodiert, aller Speed. Und da bauen wir gerade eben dran und probieren da verschiedene Game-Modi reinzubauen. Und den Prototypen kann man schon zocken auf can'tdrivethis.com. Jo. Und eine Steam-Seite gibt es, glaube ich. Ich weiß jetzt noch schon nicht. Nee. Online ist, nee, ist glaube ich. Hattet ihr nicht eine Greenlight-Seite? Ja, die Greenlight-Seite gibt es noch. Greenlight sind wir auch schon durch. Hat alles wunderbar geklappt. Waren auch direkt auf Kotaku und auf GameStar, glaube ich. Ja. Und überall. Wer das bei Kotaku wohl entdeckt hat. Oh, oh. Weißt du wer? Ja, ich. Du hast es entdeckt? Ich habe euch das getweetet, ja. Ach, doch, stimmt, ja, richtig. Ja, stimmt. Ja. Du hast recht. Ja, vielen Dank dafür übrigens. Ja, voll cool. Ich schicke euch gleich meine PayPal-Unterlagen. Kriegst ein paar Keys dafür, ist es auch in Ordnung. Dann kannst du verchecken. Jo, da sind wir jetzt gerade am Basteln. Am Basteln. Jo. Das ist eigentlich schon. Ja. Frühere App-Entwickler und jetzt hat in den PC-Markt reingeschlittert. Jo. Aus Versehen. Ja. Achso, und unser nächstes Spiel ist auch schon geplant, weil das Can't Drive This ist ja nur so dazwischen gerutscht, ist The Loop. Das ist im Endeffekt täglich grüßt das Murmeltier das Spiel. Also du hast... Du bist in so einer Kleinstadt und alle x Minuten fängt die Zeit von vorne an und du musst rausfinden, was du machen musst, damit das nicht mehr passiert. Wird auch ganz spannend. Da muss ich wirklich sagen, da warte ich drauf, weil das erinnert mich so ein bisschen an Majora's Mask mit den Nebenquests. Ja, genau. Und wenn ihr das vernünftig rumbringt in das Spiel, dass sich das so ungefähr anfühlt wie in Majora's Mask, dann kann das ziemlich geil werden. Ja, also da arbeiten wir hart dran. Das wird auch noch eine Weile dauern, vermutlich. Wir haben auch schon auf Greenlight sind wir auch schon durch und das war unser erfolgreichstes Spiel auf Greenlight. Ja, genau. Die Leute finden es alle geil. Wir bekommen auch schon ständig Anfragen. Ja, wie schaut's denn aus? Ist es jetzt schon gecancelt oder wie schaut's aus? Nein, es ist nicht gecancelt. Wir arbeiten hart daran, endlich dazu zu kommen, dieses Spiel zu machen. Ja. Und es wird passieren. Wir sind halt bloß 6 Mann hier. Genau. Deswegen ist das alles ein bisschen schwieriger. 24-Stunden-Streams incoming wieder? Oh, ne. Aber nächsten Donnerstag machen wir bestimmt einen kleinen Dev-Talk. Aber 24-Stunden-Stream erstmal nicht bis zum nächsten Game Jam wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Also in einem halben Jahr. Bringt das Spiel doch einfach im Early Access raus, dann habt ihr noch 3 Jahre Zeit. Ja, genau, machen wir so. Das stimmt allerdings. Ja, so viel jetzt. Ich glaube, wir sind fertig mit dem Jetzt könnt ihr wieder zurücksetzen. Genau. Schön. Danke dir. Ja, vielen Dank für die... Für die, die Fragen kamen bei Twitter. Die Fragen kamen bei Twitter. Das ist... bedankt euch bei der Community. Danke, Community. Ich habe noch eine Frage.
Und zwar, was würdet ihr davon halten, wenn Twitch Keyshops Partnerschaften verbietet? Würdet ihr es befürworten? Hm. Wie gesagt, es ist der graue Markt, nicht der schwarze Markt. Ja. Yeah. Also ich prinzipiell nein, weil es gibt auch offizielle Reseller. Ja, richtig. Und das darf man immer nicht vergessen. Also nicht alle Keyshops. Wie wir heute festgestellt haben, im Grunde genommen hat kein Keyshop offiziell Scheiß am Schuh. Das ist wirklich so. Offiziell hat kein einziger Shop Scheiß am Schuh. Punkt. Das ist richtig, ja. Also warum sollte man das verbieten? Das ist richtig. Bietet Steam eigentlich ein Affiliate-Programm an? Hab ich auch gerade gedacht. Nee. Nee, ne? Nee. Warum denn? Das wäre spannend. Die haben dieses, wie heißt denn das, dass du Spiele vorschlagen kannst. Kuratorenliste oder? Ja, genau, die Kuratoren, aber ich weiß nicht, ob die Leute darüber was verdienen. Also, ich prinzipiell sag zu der Frage, gibt's nichts zu befürworten. Ist rechtlich korrekt, was dort passiert, kann man nicht verbieten. Das ist richtig. Ja. Ich glaube, das einfach das System von den Keyshops müsste einfach angepasst werden. Aber das hatten wir ja schon. Ja. Außerdem müssen wir da jetzt Twitch nicht noch mit reinziehen, weil Twitch kriegt gerade sowieso von allen Seiten. Wird von allen Seiten mit Kacke beworfen, von daher müssen wir da nicht noch mehr drauf werfen. Wie nochmal? Wieso? Naja, die haben zum Beispiel jetzt, weil sich alle immer aufgeregt haben über Booby-Streams, haben sie jetzt den Pranger implementiert. Wo man, wenn man auf die Follow-Seite geht, sich nochmal alle Booby-Streamer einmal angucken kann und die Wots sich durchschauen kann. Und offensichtlich ist die Auswahl da nicht so groß. Sie nennen es based on your viewing history. Ja, aber da ist doch bei jedem dasselbe Bild zu sehen. Also ich habe genau dasselbe wie du und genau. Wie Dizzy. Also ich habe auch schon Leute gehabt, die mir erzählt haben, dass es nicht dasselbe ist. Ja, was? Aber viele haben immer die gleiche, diese Blondie oder wie auch immer die heißt. Genau, in den Strümpfen. Ja. Hier auf Twitch und dann auf die, deine, was du, wem du folgst, genau. Aber das habe ich, also Ron hat mir zugetragen, dass das wohl ein Fehler ist und noch nicht richtig funktioniert. Und, das habe ich gelesen, hat er, ja. Das hat er so gesagt, als Global Mod und das nehme ich jetzt dann auch so hin. Warum jetzt auch alle dasselbe haben, ist dann wieder die andere Frage. Und warum gerade das, ist dann auch wieder die andere Frage. Also meine sehen super aus. Nee, das ist aber nicht. Ach so. Ich hab einfach nicht mitbekommen, dass du ein Kerl bist. Ja, die Frage ist, welche Viewing History haben die so durchgescannt? Also, auf welche History habt ihr so Zugriff? Twitch. Aber ich habe da jetzt gar nicht mitgekriegt, dass da so ein großes Drama draus ist. Nein, aber das kriegen wir, also das, nicht so ein großes. Aber da sind noch andere Sachen. Oder zum Beispiel auch, dass jetzt ein großer Streamer ein Sub-Giveaway mit in Kooperation mit einer anderen Resale-Seite gemacht hat. Das habe ich jetzt auch noch nicht ganz mitbekommen. Also ich liebe Twitch, aber aktuell kriegen die halt ein bisschen was ab. Ja, aber das ist doch jetzt mal Butter bei den Fischen. Das ist doch alles bloß kreiertes Drama von anderen Leuten wieder. Wen interessiert denn dieses beschissene Giveaway? Wer da wieder eins und eins zusammenrechnen kann, der weiß doch, was da wieder passiert. Der eine schaufelt das Geld in die andere Tasche so. Wen interessiert diese ganzen Reseller-Scheiße von CSGO? Das ist doch sowieso alles abgefuckte Kacke. Die Sponsoren kriegen die kriegen das alles in den Arsch geblasen und die Leute denken dann so, was? Er hat so viele Diamonds, wo hat er die auf einmal her? Hab ich mir alles gespielt, yo? Und dann, ach, das ist doch alles Quatsch. Lass die Leute doch einfach, wer so doof ist, ganz ehrlich, wer morgens aufsteht, ins Spiegel guckt und sich anschaut und auf der Stirn steht, ich bin dämlich, der soll da hingehen. Punkt, aus, Ende. So, und was soll der Quatsch? So, wen interessiert das, dass da 100.000 rüber gebügelt werden? Das ist doch eh bloß PR, mehr ist das nicht. Da ich von diesem ganzen Blödsinn nichts mitbekomme, ist es ein guter Indikator dafür, dass es wirklich nur für ein ganz kleines Klientel überhaupt wichtig ist. Also eigentlich völlig egal. Richtig. Völlig Mumpitz. Und das ist halt Drama so, woran alle sich wieder hochziehen können. Das ist wie... Ja, das ist glaube ich, was für die Leute, die den ganzen Tag echt nichts anderes zu tun haben. Also das... aber es gibt ja auch noch Menschen, zum Glück eine ganze Menge, die sich nicht den ganzen Tag mit Twitch beschäftigen können und ich glaube, dann kriegst du sowas auch gar nicht mit und das ist manchmal auch ganz gut so. Und was war noch, Slavi? Keine Ahnung.
Sonst sag's ruhig. Was war denn noch? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Follower-Bots gab's doch noch oder Viewer-Bots. Nee, ja, das ist ja gut. Oh, das hat einen Nerv getroffen. Das ist ja schon, wieso, das gibt's doch schon seit 100 Jahren. Achso, dass sie dann... Nein, dass sie tatsächlich rechtlich dagegen vorgehen jetzt. Also jetzt auch da mal Butter bei den Fische, ja? Ich liebe Twitch, versteht mich da nicht falsch, aber weißt du, wen interessiert auch wieder der Scheiß, ja? Machst du zwei Buden zu, kommen fünf wieder, so. Die Hydra. Ja, also auch... Ja, vor allen Dingen kann das doch auch Twitch egal sein. Also, Eben. Sorry, das sind Viewer, ja? Das ist gut, das ist ein Börsenunternehmen, also gehört zu Amazon, das ist alles toll, das ist Umsatz, das ist Werbeminuten, das ist... Mann, also ich glaube nicht, dass das ist alles auch Pseudo. Das ist, hier gehe ich mal ein bisschen davor, den schieße ich mal ab, weil ich den nicht mag. Es gibt auch seit langem die Gerüchte, dass Twitch selber so eine Seite hat, wo du Bots kaufen kannst, was ich nicht glaube. Aber das würde ja wieder in den Key-Game beziehungsweise Key-Bereich reinpassen, ne, diese Verschwörungstheorien. Aber meistens ist ja immer ein bisschen was dran. Ja? Also das ist halt... ich weiß nicht, ob das wirklich auch in diesem Maßstab benutzt wird. Ich meine, sowas kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es so viele Bots geben soll. Also, ich weiß nicht. Also, es gibt sie garantiert, die sind da, das sieht man ja hier und da. Aber ob das wirklich relevant ist bei den Millionen, hunderten Millionen von Views jeden Tag, weiß ich nicht. Ja, das macht schon, manchmal macht das schon ein bisschen was aus. Also, ich meine, Twitch muss ja auch die Werbeeinnahmen auszahlen. Und wenn da jemand bottet und Twitch das nicht nachweisen kann, dass die Views von einem Bot kamen und nicht von echten Viewern, dann kriegt der natürlich dann umso mehr Kohle halt. Was denkst du denn, was du mit Werbung? Ja, ich weiß, Werbung auf Twitch, ich glaub, und so, aber zähl mal alles. Du hast da falsche zusammen. Vorstellung, was wir als Partner verdienen. Aber nein, ich hab das schon zu Haufen gehört. Außerdem wird viel... Twitch nicht nachweisen müssen, dass die Viewer echt sind. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Werbetreibender Twitch unterstellt, dass die Summen nicht stimmen, weil das alles Bots sind. Das glaube ich nicht. Dann schießt Twitch den Werbetreibenden halt weg. Also ich meine, das glaube ich nicht. Also was die haben ihre so... Statistiken und die werden genau nachweisen können, wie viele Views gemacht worden sind. Und die Views sind ja auch gemacht worden. Was halt da wieder der Beigeschmack ist, ist so Sätze wie dann Bedorino zum Beispiel in Chat schreibt, dass jeder schon mal gebottet hat, was absoluter Bullshit ist. Also ich möchte nicht, dass das verallgemeinert wird. Ja, geh bitte nicht zu fremden Leuten und sag solche Sätze. Es gibt Leute, die machen das ehrlich. Danke. Also. Ich würde sogar sagen, die Masse. Also bei weitem die größte Anzahl der Streamer macht. Es hat keine Bots. Also das ist. Was passiert ist, dass du als Streamer mal Pech haben kannst, dass du gebottet wirst. Und es gibt mit Sicherheit auch Streamer, die botten selbst. Und behaupten, sie werden nur gebottet? Ja, und behaupten, dass sie gebottet werden, vielleicht dann auch noch. Aber grundsätzlich, überlegt mal, ich habe gerade keine aktuellen Zahlen, wie viele Streamer das gibt. Und ich habe auch vor allen Dingen keine aktuellen Zahlen, wie viele Partner das gibt. Das sind nämlich irre viele. Ihr glaubt gar nicht, wie viele das sind. Die Masse davon bottet nicht. Wozu auch? Ich meine, es bringt einem nichts, ne? Also Miamaus ist die 12.000. 282. Subscription-Partnerschaft, die Twitch eingegangen ist. Die ist von vor einem Jahr, glaube ich. Ja, dann gibt es heute über 20.000 Twitch-Partner, oder? Ja. Mindestens. Wahnsinn. Und dann guckt euch mal die ganze... Und wenn ich dann so sehe, dass die meisten keiner sind, ja, wie viele Streamer gibt es denn dann? Ne? Das ist über 1 Million, 2 Millionen? Achso, das kann man ja eigentlich ganz gut sehen. Also man kann es nicht ganz gut sehen, aber... Man kann so eine Idee dafür bekommen. Ich gucke gerade mal bei mir. Und zwar kann man ja ungefähr sehen, wo man steht so. Und wenn man, wo habe ich denn das jetzt hier? Und wenn man dann nämlich da mal nachguckt, ich glaube, ich bin irgendwie mit meinen Followern, ich habe ungefähr 8.000 oder so, weiß nicht genau, so die Gegend. Aber da bin ich mal gerade bei 10.000ster. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, dass mehr, also fast 10.000 Leute mehr als 8.000 Follower haben. Das ist doch krank. Wie viele Leute streamen da? Wo sind die alle? Und ich glaube nicht, dass das da alles, das ist so viel. Also im Verhältnis wird das garantiert sehr gering sein. Alles potenzielle Kunden, würde ich sagen, für euch, wa? Ja, voll. Ja, also ich finde diese Statistik so interessant, ja. Ich habe mich immer gefragt, wie kann das bloß angehen, dass
ja, ich sehe, oh, ich habe jetzt auf 8.900 bin ich gekommen mittlerweile. Aber wow. Es gibt 8.900 Streamer, zumindest die gelistet sind, die mehr Follower haben als ich. Und ich finde, ich bin schon gar nicht so schlecht, aber 8.900, wenn man sich das mal vorstellt, Wahnsinn, Wahnsinn, echt. Also es sind irre viele, die streamen, aber anscheinend in den Staaten nur. Also hier in Deutschland werden das wohl nicht so viele sein. Nee, ist ja typisch. Also, Twitch veröffentlicht ja die Jahresstatistiken und in 2015 waren, so das ist Peak jetzt gerade, steht denn jetzt hier irgendwo auch, das ist nämlich ganz interessant, ich verlinke das mal im Chat vielleicht, da könnt ihr mal reingucken, ja. Ich finde jetzt keine Durchschnittszahlen, aber Peak Concurrent Viewers waren 2 Millionen, also an dem Punkt in 2015, als am meisten geguckt wurde, waren 2 Millionen Viewer da und wow. 35.000 Broadcasters gleichzeitig. Und 35.000? Ja. Wow. Ich finde immer wieder faszinierend. Süße Grafik. Ich finde immer wieder faszinierend, wie Twitch das auf der Plattform hinbekommt. Das läuft nämlich überraschend stabil. Und ab und zu hakt es hier und da mal. Aber das ist echt, ja. Wenn man bedenkt, wie viele Leute gleichzeitig streamen und Daten da reinschubsen in diesen Apparat und wie viel dann gleichzeitig konvertiert werden muss, transkodiert werden muss und gleich wieder rausgeschubst wird an eine irre Zahl von Zuschauern. Das ist sowas von irre. Und ich kenne mich echt gut aus mit Datacentern und da habe ich echt Plan von. Ja, aber das ist irre. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist Wahnsinn. Deswegen ist die Seite gut, okay? Die Seite ist gut. Kohle von Twitch bekommen. Nee, das Ding ist, so viele Leute meckern über so viele Scheiße, weil ihnen irgend so ein blödes Emote weggenommen wurde wegen Schlüpper oder... Ach ja, das war die dritte Sache, die Emotes. Oder wegen Bubi-Streamern oder so. Nee. Aber das einfach mal... Twitch ist geil. Zillionenarbeit. Das ist ja auch, ich meine, das hat ja schon einen Grund, warum Amazon das gekauft hat und Google das eigentlich auch haben wollte. Ja. Und Google auch nie einen Fuß am Boden kriegt, weil Google hat ja außer der Suchmaschine, hat ja, wenn man mal wirklich ehrlich ist, hat Google nichts produziert. Ja? Also alles, was die gemacht haben, war immer nice und happy und alles toll. Was Google Android? Die besseren iPhones haben sie auch. Aber ich habe ein iPhone. Aber grundsätzlich... Mehr verkauften iPhones. Aber er hat iPhones ja nicht, fürs also Volk. Sie haben wirklich nicht viel. Also alles, was sie gemacht haben, ging eigentlich nach hinten los. Android kann man, ist okay, wenn man das auf dem richtigen Telefon hat. Aber grundsätzlich ist das schon verwunderlich. Und ich meine, Twitch macht das doch richtig, alles richtig. Also YouTube hätte das Twitch sein können, die haben es einfach verpennt. Ja, die haben es verpennt. Absolut. Und dann mit YouTube Gaming zu kommen, ich weiß nicht, läuft es? Ist Deutschland gibt es noch gar nicht. Die Nummer ist abgefahren, denke ich. Gibt es mittlerweile in Deutschland? Ja, aber die Nummer ist doch abgefahren, da bringt doch nichts. Wer geht da hin? Guck dir Hitbox an, ich meine, die haben es auch nicht gepackt. Ne? Ja. Also, obwohl ich die Plattform an sich ganz gut finde, so weit. Aber auch nur, weil die kaum Zuschauer haben. Ne? Deswegen Nexus, ist die Qualität Bruder. Relativ gut. Ja, Leute, komm, hier, Werbung. Machen wir jetzt mal ein von dir? Boo, Apple, Boo. Oh, yeah, Batman, woo. Okay, ich habe ein Batman. Habe ich meine Nachrichten öffentlich ins Internet gehalten? Oh, oh. Sieht man ja, das? Also, Twitch ist gut, das haben wir jetzt ja beschlossen. Jo. Twitch ist cool. Es hat halt noch ein paar Ecken. Ja, aber überleg mal, wie lange es die Plattform erst gibt im Vergleich. Und vor allen Dingen, naja gut, jetzt haben sie ja Amazon, aber ich glaube nicht, dass sie so reichlich von Amazon an Kohle bestückt werden, wie Google selbst sich bestückt mit Kohle, wenn sie was machen wollen. Mhm. Also da muss Twitch auch schon Zahlen liefern. Also da innerhalb des Konzerns wird auch nicht einfach mit Kohle so rumgeworfen. Ja. Also ich glaube, dass Google das eigentlich wesentlich einfacher hat, dadurch, dass also zumindest bis Alphabet kam. Jetzt mit Alphabet ist es wahrscheinlich auch etwas anders geworden, dass die Unternehmen innerhalb der Google-Gruppe oder der Alphabet-Gruppe, so muss man es ja sagen, im Grunde genommen schon eher mal finanziell auch angeguckt werden. Ich glaube, das war vorher nicht der Fall. Und es wird auch ein Grund gewesen sein, warum sie Alphabet gegründet haben als Dachgesellschaft. Denn das war ja so ein Durcheinander bei Google. Das ist richtig. Und denen ist das einfach nicht aufgefallen, weil die einfach aus allen Taschen kam die Kohle raus, ja. Also ich meine, die verdienen mit Werbung einfach so viel Geld, dass sie auch so viele Sachen versenken können. Das ist denen völlig egal. AdSense. Auch
Und was Google auch extrem einfach gemacht hat und erfunden hat, ist das Design, den Designstandard hier. Wie heißt es? Material, genau. Ja. Ich habe letztens meinen Stream komplett neu designt und habe da auch auf die Material-Icons zugegriffen, weil die einfach top aussehen und sie kostenlos sind. Und, ja. Also da muss ich auch als Designer sagen, Google hatte lang echt kein Händchen für Design und da haben auch nichts drauf gegeben, aber mit Material, da haben sie schon einen guten Griff gemacht. Da haben sie sich echt Gedanken gemacht. Wobei, glaube ich, das nicht vorhandene Design ein Grund war, warum sie überhaupt so erfolgreich geworden sind. Ne? Wenn ich mir damals so angucke, Alta Vista oder was es so gab, ja. Das war ja nachher mit Werbung, das waren ja Portale, die sogenannten Webportale, die sie dann plötzlich wurden. Das war ja der totale Hype damals. Ja. Und dann kam Google daher, Ende der 90er, und da war nur ein Eingabefeld. Ja? Und oben stand ein bisschen Google, das war es. Ja. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal gesehen habe. Das muss, weiß nicht, 98 oder so, keine Ahnung, wann das losging. Oder 99, weiß nicht. Jedenfalls, da habe ich das erste Mal gesehen und ganz früh. Und ich denke, was ist das denn? Das ist ja geil. Das ist ja, da fühle ich mich zu Hause. Und auf einmal, und das hat sich ja auch durchgesetzt. Und das ist ja bis heute ziemlich clean geblieben. Ja. Hatten wir das vorhin schon geklärt? Habt ihr einen eigenen Twitch-Kanal? Achso, ja, wir haben tatsächlich einen Twitch-Kanal. Pixel unterstrich? Ich weiß es gar nicht. Pixel unterstrich Maniacs oder Pixel Maniacs? Pixel Maniacs gibt es zwar, aber da sind nur 15 Viewer. Ja, wir haben noch nicht viele. Ich hab doch keine. Achso, nee, mit Unterstrich. Pixel unterstrich. Pixel unterstrich Maniacs, genau. Ja. Wurde ich nämlich gerade auf Facebook gefragt. Ah. Ich schreib's mal in Chat auch, ne? Jo, bitte. Wir machen auch öfters mal so ein paar Dev-Talk-Videos, wo wir einfach ein bisschen schnacken, ja? Über. Entschuldige, das ist ein geschützter. Ist eingetragenes Warnzeichen. Ja, oh. Trademark. Scheiße. Was heißt Labasch? Labasch. Labasch heißt Warnzeichen. Das, das klingt aber nicht so gut. Das stimmt. Duncan Labasch. Das ist geil. Okay. Ja, auch nicht. Nee. Auch nicht. Na gut. Nee. Wir arbeiten weiter. Aber wir haben ja auch die Domain labasch.net. Also. Ja. Habt ihr ja? Ja. Okay. Labasch ist aber nichts. Also nicht für die Allgemeinheit. Das ist nicht für öffentlich, nein. Ah, okay. Da muss man sich also einloggen, ja? Ja, das ist so ein internes Nein-Gag. Sind da so hohe Kreditkartengebühren irgendwie involviert? Nö. Nicht? Nein. Okay, dann ist es uninteressant. Ich wollte mit Decknamen Kalle mal vorbeigucken. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Aber wollen wir zum Ende kommen? Hatten wir noch was? Achso, ja, ich wollte nur noch sagen, dass mit den Emotes, man darf ja wohl noch sagen, dass das ein bisschen arg prüde war von Twitch. Absolut also, nicht. So sehr ich sie liebe, aber eine Katze, die ins Katzenklo pinkelt, zu verbieten. Also. Das wird schon seine Gründe haben. Und weißt du welche? Natürlich wird das seine Gründe haben, trotzdem darf man das kritisieren. Das ist, was ich damit sagen will. Das Ding ist halt, warum willst du das kritisieren? So? Das ist, am Ende kann man das so begründen, wie ich kann auch jeden bannen, der Mist in meinen Chat schreibt. Und ja, aber das ist Twitch-Seite und Twitch darf das auch machen, wie sie handhaben wollen. Richtig. Und da, ja. Mein lieber Herr Gesangsverein? Nee. Nee. Beiße niemals die Hand, die dich füttert, Slabby. Ganz einfach. Also auf das Futter warte ich schon lange. Ja, wenn du mal deinen Arsch hochkriegen würdest, wird vielleicht wahrscheinlich auch was gehen, ja? Shots fired! Ich versuche gerade einen Doppelkinn hinzubekommen. Shots fired, mein Freund. Aber ich habe gehört, mit Dark Souls lief es ja ganz gut bei dir, hm? Ja, jetzt bist du durch? Das Ding ist noch nicht. Das Ding ist halt, Slabby, wenn wir das jetzt einfach kurz mal aufgreifen, ja, dann krieg auch den Arsch hoch. Powerstream Juni geht durch. Stream 5 Tage die Woche. Ich bin stolz auf dich. Powerstream Juni all the way. Krass. Und Powerstream Juli wird weitergemacht. Echt jetzt? Na, sicher. Slabby, du weißt, wir sind gerade im Fernsehen. Hm. Und du weißt, da draußen gibt es Sicherheitskopien. Ich mach schnell ein Highlight. Komm ich jetzt im Fernsehen? Da draußen sind Sicherheitskopien. Du hast es, ihr habt es gehört? Sicherheitskopien? Power Juni und Power Juli.
Kann ich die auf Pirate Bay bekommen? Was, die Power, Juli? Nee, die Sicherheitskopien. Nee. Achso. Alrighty, wir haben das geklärt. Wir haben Slappy jetzt aber richtig schön pinnen. Wollt ihr das am Ende machen? Jo? Achso, ja, können wir machen. Achso, ja, wir wollen noch 5 Keys raushauen, ne? Jo. 5? Ja. So viel? Liebe Bots. G2A braucht auch ein bisschen was, ne? Also, Leute. Die Keys werden nach 10 Minuten verbrannt. Löst sie ein. Verkauft sie nicht auf G2A. Echt? Die gehen wirklich nur 10 Minuten? Nein. Okay. Ja, können wir machen eigentlich. Doch, komm. Ja, komm. Wo wir schon so viel über keine Keys stehlen geredet haben, können wir es auch gleich durchsetzen. Ne? Ja. Wie machen wir denn das? Wollen wir sie einfach droppen oder wollen wir... Nee, nicht droppen. Nicht droppen? Nee. Also nimm doch einfach, so mache ich das immer gern, wenn ich keine Lust habe, mir großartig was auszudenken. Ich nehme eine Zahl aus dem Key raus und dann ist das eine Zahl zwischen 1 und 9. Und dann droppst du die einfach in den Chat, ihr seid Mod, dann ballert ihr einfach mal richtig los und die Leute können ja schon mal in weiser Voraussicht ihre Steam-Seite aufmachen zu Redeem a Key, ja, und dann könnt ihr das eventuell ganz schnell ausprobieren. Bitte. Aber ihr könnt das auch alleine entscheiden, wie ihr das macht. Komm, einen ballern wir mal so raus mit dem. Da ist nämlich als letztes eine Zahl drin. Nimm das letzte aber weg dann, ne? Ach so. Gotcha. Gut, also, bei dem hier fehlt die letzte Zahl. Bei dem hier fehlt die letzte Zahl. Wir müssen übrigens Streamer der Woche heute ohne Overlay machen. Fotos bei Twitter. Oha. Achso, der Chef verlangt Fotos bei Twitter. Oh. Das heißt, wenn ihr... Achso, jetzt ist hast gut. du schon gepostet. Oh, Steve. Na klar. Ich dachte, wir machen jetzt diesen coolen Time-Delay wieder. Ach. Hey, da ist übrigens ein Key drin, Leute, ne? Und am Ende fehlt eine Zahl. Am Ende fehlt eine Zahl, Leute. Da steht ein Schlüssel, okay? Am Ende fehlt eine Zahl. Warte, ich mach das nochmal deutlicher. Die Jungs haben, glaube ich, sowas noch nicht gemacht. Eine Hexadezimalzahl. Okay, jetzt kommt's. Was ist denn hier los? Jetzt kannst du es gerne nochmal reinkopieren. Ja, bitte. Eigentlich haben wir es ja schon mal gemacht, weil Andi hat es gerade verkackt, ne? Schreiben wir jetzt einfach, okay, wir schreiben einfach random, irgendwelche Zahlen in den Chat, Leute. Der ist schon weg. Titan hat ihn. Der wurde schon eingelöst, der Key. Nice. Wo kann ich das nochmal hier? Bin ich jetzt gerade blöd? Ah, hier, ne? Was denn? Tidane hat auf der falschen Seite. Ich bin auf der falschen Seite. Tidane ist erwascht jetzt. Tidane hat ihn gekriegt, ja. Hat er eingelöst. Super. Stark. Ja, nice. Wie macht ihr das jetzt mit den anderen? Ja, die anderen 4. Komm, lass dir was auswählen. Auf welcher grauen Marktplattform gibt's denn unser Spiel, offiziell zu kaufen? Oh, das haben wir heute, glaube ich, 2-3 Mal erwähnt. Das ist eine gute Frage. Ich wiederhole das nochmal. Auf welcher Plattform / Keystore kann man Pixelmaniacs Spiel offiziell kaufen? Ich weiß das. Außer Steam. Ja, eben. Oh, Steam nicht. Instant Gaming. Zack, Maxlin. Jawohl. GG, Maxlin! Da hier. Hauptsache G2A. Ja, G2A schreiben. Okay, G2A, da habt ihr, glaube ich, nicht aufgepasst, Junge. Also, der Chef. Ach so. Ja, oder wir suchen das schönste Foto raus. Okay. Das schönste Selfie oder die schönsten 3 Selfies auf Twitter mit Hashtag Plankenschnack. Was? Bekommen den Key. Sagt der Chef. Jetzt? Das ist gestattet. Okay. Ja? Jetzt wird hier doch Plankenschnack das Hashtag missbraucht für Schönheit oder was? Ja, klar. Hallo, das okay, die kreativsten Selfies. Oder die kreativsten Bilder. Ja, nee, ihr habt jetzt schon gesagt. Gesagt ist gesagt. Der müsste ja nachher nochmal welche raushauen oder so. Oh, oh. Jetzt haben wir uns ein Fass aufgemacht. Aber das Ding ist halt nicht, alle haben Twitter und so, ne? Aber man zieht durch das Ding. Ey, warte mal. Hab kein Twitter. Ja, aber das ist... Kannst du mal schauen, ob ich den Key schon geschickt? Jo, hab ich. Sag mal. Ja, das ist ein valider Punkt. Nicht alle haben Twitter, das ist unfair. Oh, buh, wir werden ausgebuht. Das müssen wir ändern. Okay, dann buhen wir nicht.
Gibt's schon. Hashtag Plankenschnack-Tweets? Nein. Dann, ja, komm, dann musst du jetzt halt sagen, wir jetzt nee. Das war, das gilt halt nicht. Du musst halt bedenken, die Leute sind hier zwischen 30 und schon fast im Sarg, ja? Also. So, was, von der Halle. Hat man keinen Twitter? Was? Ich hatte auch keinen Twitter. Oh! Da, also. Bei, Boggy! Da ist einer drin, Leute. Und der Hashtag Plankenschnack, ja, ist. Ist ein Selfie schon. Wo ist denn Hashtag? Du kannst mit einem Mac nicht umgehen. Ich kann mit einem Mac überhaupt nicht umgehen. Das ist die stärkste Behinderung, die es gibt für mich. Jungs, das ist definitiv, also wenn ihr da nicht weich werdet, dann weiß ich auch nicht. Dann habt ihr keinen Humor, sorry. Aber also weich. Wo sind wir denn hier? Weich ist das nicht. Scheiße, der muss halt eigentlich. Ja, Boggy, du kriegst einen Key. Meld dich mal bei uns über Whisper. Wir sind mit dem Account unterwegs. Geil, ey, der muss 100%ig einen. Der kriegt einen, ja. Okay, dann machen wir noch ein Quiz. Ihr seid super vorbereitet, oder? Also, oder? Ich meine. Ja, mega. Du wolltest hier Keys haben, ja? Ich? Du wolltest die Keys haben. Ich hab gar nichts gemacht. Ihr habt vorhin gesagt, vor 3,5 Stunden, ja, also wir werden noch ein paar Keys verschenken. Man muss dazu sagen, eigentlich haben wir noch 2 andere Leute hier, die sich das ausdenken hätten können. Ich hätte eine Frage, wenn ihr möchtet. Bitte. Immer. Soll ich? Unbedingt. Stellen? Ja, klar, hau raus. Unbedingt. Ja? Okay. Wie heißt das Spiel von euch, das ihr innerhalb eines Game Jams erstellt habt? Das letzte. Das letzte? Oh. Das letzte Spiel von euch. Ja, sonst. Genau. Also das neueste. Ja, 10 Keys verlangt, das ist richtig, ja. Er kann auch nicht alles haben, ja? Letzte, letzte Einladung für immer. Keine Retweets mehr, gar nichts. Oh nein. Kein Travis. Da, Rubik Real Hellcat. Cubic. Nein. Rubik Cubic. Wer war's zuerst? Rubik Cubic. Läuft. Hey. Wird so viel gespammt, da kann ich gar nicht draufklicken. Ja. Wir müssen Garak noch eine Frage stellen lassen, weil Garak ist nämlich für die weisen Menschen da draußen, da kommt nämlich immer die richtige Frage. Komm, Garak, hau mal eine Frage raus. Ich bin beschäftigt. Ja, das merkt man gar nicht. Spielst du? Nee, ich spiel nicht. Nee. Ach komm, wir hauen den letzten noch mit einem Fragezeichen am Anfang raus und dann haben wir wow. Das. Wow! Bam! Zack, bumm. Und nochmal. Eine Zahl oder ein Buchstabe? Eine Zahl. Okay. Eine Zahl, ja. Jetzt, oh, haben sie aber, du. Haben sie aber ich hätte Leute jetzt ja 2 rausgenommen, einen Buchstaben, eine Zahl, das wäre lustig. So, kicken wir mal. Mal sehen, wer sich meldet. Auch schon weg. Ach, bam, Leute, das ist schneller. What? Das ging schnell. Wie gesagt, what? Wow. Ah, oh, Kätzchen. Das sind die Viewer-Bots. Jawohl. Alter Vater, was? Der wurde schon aktiviert? Darf ich mal sehen, wann der aktiviert wurde? Nicht, dass der irgendwie vor einer Woche aktiviert wurde? Nee, heute. Gerade eben, tatsächlich. Gerade eben. Alter. Das Ding war gerade nur 2 Minuten im Chat aktiviert. Ja, nicht schlecht. Ist das Bobby? Boggy? Ja, ne? Ich glaube, ich. Tanzende Bockwurst ist Boggy im Chat. Yo. Yo, Leute. Der soll uns versautes Lachen jetzt aufhören. Und der kriegt jetzt auch noch einen. Ja. Wow. Läuft. Habt ihr Streamer der Woche, Jungs? Ja. Ja, also. Denn Garak? Also heute leider ohne Overlay. Habe ich dir gerade reingepostet in Teamspeak. Ja, okay. Dann kann ich den nämlich posten. Denn Garak, fahr mal gleich an, bitte. Also es gibt leider kein Bild. Du musst bildlich vorsprechen jetzt, okay? Ja, mach ich mal, ne? Hm. Also ich habe Manu87HA, so wird das dann auch geschrieben. Manche Streamer haben halt leiden so ein bisschen an mangelnder Kreativität, aber oder es ist kreativ, das kann ja auch sein. Ist ein Streamer, der so ein Zeug streamt wie Star Wars Battlefront, 7 Days to Die, ETS, Rust. Also man sieht schon, der spielt eigentlich alles. Hat noch nicht so richtig viel den Zulauf. Ich gucke da ganz gerne mal rein. Ich gucke ja relativ wenig Streams und ich klicke mich dann immer so durch und ich bin, glaube ich, über ETS bei dem gelandet, der hat eben echt mal gerade etwas über 100 Follower, aber ich liebe ja so Streamer, die gerade anfangen und doch eine gewisse Bandbreite schon haben und vor allen Dingen, die auch was sagen und eine Screencam haben. Das ist für mich immer so am wichtigsten. Ich gucke mir grundsätzlich keine Streamer ohne Cam an, jedenfalls nicht neue, nur auf Empfehlung. Es gibt ja auch gute ohne Cam, aber sie sind sehr selten und ich will da, wie gesagt,
Das ist der Mano 87H und den finde ich ganz cool so. Kann man mal reingucken. Er hat schon mal Chromagun gestreamt? Ja, das hat er. Ja, genau, das hat er auch. Also dann muss er ein guter Streamer sein. Also ich kenne ja so ein paar Streamer, die haben es immer noch nicht gestreamt. Was? Was? Wer macht denn sowas nicht? Also, ich kann mich jetzt auch nicht an den Namen erinnern. Von dem bärtigen Typen. What? Auch noch ein Bart? Normalerweise sind Typen mit Bärte so Mann mit Ehre und so. Wow. Eigentlich schon, ja. Ich verstehe es auch nicht ganz. Slappy, ich hab mal vorgelegt, ja. Yo, ich hab die Divimon. Jetzt endlich andere Spiele streame als Minecraft, komme ich ja ein bisschen wieder rum in der Twitch-Szene und kann vielleicht tatsächlich auch mal etwas, naja, kleiner, die ist ja schon Partnerin, aber ich habe die eigentlich total gerne, die ist total sympathisch, spielt halt sehr, sehr viel Dark Souls 3 auch aktuell, heute hat sie genäht, aber ist ja auch Sonntag, ich denke, ich weiß jetzt nicht, ob sie wieder weitermacht mit Dark Souls oder so. Aber die kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Die ist echt richtig sympathisch und richtig gut. Und die hat den Dark Souls 3 No Death Run hingelegt. Also. Ja, krass halt, ne? Madre mia. Und geschafft? Nein. Ja. Ernsthaft? Geschafft. Letzte Woche. Bei Mano 87 HA, dem ich gerade empfohlen habe, da geht jetzt gerade die Post ab. Ich liebe es, wenn Streamer überrascht werden. Das ist so schön. Habt ihr Streamer der Woche? Wir? Ja. Also Andi, ja. Deine Antwort kenne ich schon. Das ist unfair. Ja, du bist es halt, ne? Ja, wir unterhalten uns ja fast jeden Tag was. Ja. Der Chef schaut zu. Was geht bei euch ab? So ein bisschen geheime Liebe oder was? Ja, ich schaue mir immer beim Daisy zocken zu. Nee, wir haben... Daisy. deswegen heißt das Spiel so. Ja. HC Daisy. Ja, ich würde sagen, die Trollin, oder? Unsere Lieblingsfreundin. Schon. Ja. Schubladentrollin. Ja. Kiwi. Haut mal den Link in Chat, die Kiwi. Jo, ich hab schon kopiert. Ich hab schon ohne das Profile. Ach so. Ich hab doch schon kopiert. Wir haben keinen Mod. Was? Auf dem Steve sein Account, oder? Was erzählst du denn? Doch, eigentlich sollten alle Dings haben, ja. Okay. Ach so, doch mit Profile, oder wie? Na klar. Ja, wird schon. Zack. Siehste, wie sowas von? Kommt auch aus Nürnberg, die war auch schon mal bei uns im Büro und wir haben hier ziemlich Party gemacht zusammen, war ziemlich witzig. Cool ist auch auf jeden Fall, die Frau. Du bist gut. Also super, super süße Streamerin auf jeden Fall. Ah. Ist auch eine gute Freundin von der Divi. Ja. Und sie war mal bei uns bei den Bay Pirates. Echt? Jupp. Ah, die kennt bleibt euch. Ja alles in der Familie. Ja. Jo. Das bleibt in der Familie richtig. Aber es ist ja deutsche Streamer sind eh eine kleine Familie, von daher. Alles verrückt. Alles Inzest. Ich hab Wild. Und das ist halt, naja, der ist alt, der spielt Minecraft. Ich soll's mal anschauen. Der ist alt, der spielt Minecraft. Das ist ein Guru, was Minecraft angeht. Der ist der Beste. Der ist gut. Der Guru. Der Guru. Muss man nicht, Modded Minecraft. Muss man nicht viel zu sagen. Ich liebe Wild. Ich gucke schon immer Wild und werde auch immer Wild gucken. Also wer mal Bock hat auf einen richtig schönen Australier, der endlich seine australische Seite gefunden hat und auch sich so gibt, schaut dazu. Der ist vom Typ her genauso wie ich. Nur noch ein bisschen ruhiger. Würde ich sagen. Also, Katze gleich... Die Katze spielt auf dem Soundboard rum, das ist nicht so wild. Okay. Ja, ihr habt das Schlusswort übrigens. Wir haben das Schlusswort? Ja, ihr habt immer das Schlusswort. Also Gäste haben prinzipiell immer das Schlusswort. Ich mache das Anfangswort und dann in der Mitte, je nachdem, wer da jetzt gerade Bock drauf hat. Ich. Also, Katze, Vorsicht, nein. Hör auf, am Kompressor rumzubeißen. Sind gleich wieder alle Overlays verschoben. Hör auf, das war ein Albtraum. diesen Tag habe ich offiziell verdrängt. Vielen lieben Dank, Leute, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, wir konnten etwas Licht ins Dunkel bringen. Wir haben es doch sehr neutral
dargestellt, würde ich sagen. Es war nicht die komplette Zernichtung, sondern da, wo man anhaken sollte, für was wirklich nicht der Burner ist, wurde angehakt, was ich persönlich sehr gut finde. Danke, Garak, dass du persönlich noch dein Wissen als Unternehmer mit reingebracht hast, fand ich gut. Slappy, danke für die ganze Recherche, du hast ja noch mehr recherchiert als ich. Pixelmaniacs, vielen Dank für eure Erfahrung, die ihr mitgebracht habt bei dem Thema. Dankeschön an alle, die zugeschaut haben. Schaut bitte bei den jeweiligen Twitterers vorbei, die stehen unter unserem Namen. Vielen lieben Dank an Pixelmaniacs, dass ihr da wart. Generell, ich arbeite oder mache sehr gern was. Was heißt arbeite? Ich mache sehr gerne was mit euch, auch wenn ich euer Spiel noch nicht gespielt habe. Das heißt aber nicht, dass ich euch nicht mag. Ja? Halt einfach nicht so drinne gerade. Wir nehmen es nicht persönlich. Oh! Noch. Wow! Also wenn ihr mich mal ins Büro einladet, streame ich von eurem Büro Chromagun. Du bist grundsätzlich eingeladen. Du kannst gerne. Du bist, also die Tür steht sowas von offen für dich. Wir haben auch Betten. Wir wollen das sehen. Ja, dann komm vorbei, Dizzy, komm. Virtual Reality. Nürnberg, mit Nürnberg Dizzy. Ist auch um die Ecke da. Bist du ganz schnell hingerutscht. Noch vor meinem Urlaub aber bitte. Wann ist Urlaub? Ich bin im August weg. Während der Gamescom. Ja. Ja, aber der... Ich guck mal, was die... ich guck mal, was die Flüge sagen, ja? Ich fliege ja, ja sonst nur. Das ist aber live, ne? Das kann man nachverfolgen. Ja, stimmt. Ja. Das Versprechen ist jetzt live, ne? Ich weiß, Ich guck mal, was die Flüge sagen. Okay. Dann kann ich ja auch zu Chris noch. Das ist gar nicht so eine doofe Idee. Und ja, Chris sitzt stimmt jetzt gerade so... Oh, nö. Dankeschön für den tollen Stream. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat's was gebracht. Ihr seid erleuchtet worden. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Nacht. Lasst euch gut gehen und gehabt euch wohl. Ich bin raus. Ja, ich schließe mich dem an. Ich sage auch danke, dass ihr da wart. Dass ihr da wart, ihr Freunde von Pixelmaniacs. Mal wieder. Das hat extrem gut gepasst. Da habe ich mich sehr gefreut. Vor allen Dingen habe ich mich gefreut, weil mir dieses Thema echt schon lange auf dem Herzen liegt. Und ich da endlich mal hier im Plankenschnack drüber... Pinkelschnack. Den mache ich ja zum Pinkelschnack manchmal. Darüber reden konnte. Wie gesagt, ich glaube, in dem Moment, wo ich meine Liste da aufgestellt habe mit Themenvorschlägen, stand die schon drauf, das Thema. Und ich bin froh, dass jetzt gerade das so aktuell war, dass gut gepasst hat, dass wir mal mit Entwicklern auch darüber sprechen konnten. Und dass wir es, glaube ich zumindest, sehr, sehr neutral und meinungsbildend tatsächlich darstellen konnten. Vorurteilsfrei würde ich jetzt nicht sagen, weil ich habe ja schon meine Seite persönlich, aber ich habe es trotzdem, oder wir haben es trotzdem, glaube ich, sehr, sehr gut belichtet von allen Seiten. Und ich hoffe, ihr findet das auch oder seht das genauso. Und deswegen adios. Pinkelschnack vor dem Bücherregal. Garak! Unterbrich mal kurz deine Tätigkeiten. Nesca ist jetzt gerade aus. Nee, ich war nicht nur im Kreis. Nicht beschäftigt. Ich habe hier kein, irgendwie ist mein Fernsehen kaputt, aber egal. Ich habe auch kein Fernsehen geguckt heute. Es war ein sehr interessanter Plankenschnack, fand ich sehr geil. Hat unheimlich Spaß gemacht, finde ich. War ein cooles Thema, ein wichtiges Thema. Wie Slappy schon gesagt hat, wir waren ziemlich vorurteilsfrei und sehr neutral, was bei Twitch nicht immer so, oder sagen wir mal so, bei Streamern bei Twitch nicht immer so unbedingt der Fall ist. Wir haben kein großes Fass aufgemacht, um uns selber zu promoten, sondern wir haben das Thema einfach angefasst, wie man es anfassen muss, nämlich sehr neutral und auf Fakten basiert und nicht auf Hörensagen oder dummes Gerede von irgendwelchen Kindern. Insofern, das ist wichtig. Wir hatten mit den Pixelmaniacs mit Sicherheit die kompetenten Partner hier an Bord, die auch was dazu sagen konnten. Und ich denke, dass es auch für unsere Zuschauer ab jetzt sowieso gar keine andere Meinung gibt, als die Games regulär da zu kaufen, wo eben auch Groschen an die Softwarehersteller abfällt. Und damit so viel zu neutral. Ja, genau. Und bis jetzt. Immer fair bleiben und auch anderen einfach einen Verdienst gönnen, damit die Familie in Urlaub fahren kann, auch wenn es zur Gamecom ist, was ich ja nicht verstehe, wenn man Spieleentwickler ist, aber egal. eure Baustelle. Aber das finde ich ganz toll. Also ein super Thema heute. Ich finde, wir haben das gut um die Ecke gebracht
und habe mich total gefreut. Ich habe auch schon leichten Entzug gehabt. Diese 4-Wochen-Rhythmus für mich ist im Moment leider beruflich bedingt, aber es hat super Spaß gemacht. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, dann ich glaube, wir können uns einfach nur allen anschließen. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ja, es war auch cool, mal wirklich über dieses Thema zu sprechen. Das war auch, das ist, ich meine, es ist schon lange überfällig, dass man öffentlich darüber redet, was sich ja irgendwie bis jetzt noch nicht ergeben hat. Man hat sehr viel Verständnis auf jeden Fall von eurer Seite bekommen, auch super recherchiert von allen, was super ja, geil. Wie gesagt, obwohl ihr ja eigentlich nur davon profitiert. Ja. Super. Also ja. Schön, dass wir unseren Senf dazugeben konnten vor genau. So vielen Leuten. Und ja, weil du gerade die Gamescom noch angesprochen hast, wir werden da sein. Ich bin bloß weg. Nur er nicht. Ja. Eventuell mit Stand, eventuell auch einfach nur so. Das werden wir mal sehen, aber vielleicht kann man sich ja da mal zusammen schnacken. Ich werde vorbeikommen. Sehr gut. Also ich bin nur Samstag da und wenn ich anstehen muss, sorry, aber das wird nichts. Ich wink von hinten und dann gehe ich vorbei, ne? Ich wink mit meinem Presseausweis. Angeb. Bekommt ihr keine Presseausweise? Also ich bin nicht so ein Typ, der da hinterher... Streamer glaube ich nicht, nee. Also ich bekomme den, weil ich den bekomme, aber, aber normalerweise als Streamer nicht, nee. Krass, bei mir okay. Das ist ein anderer Grund. Aber. Okay, ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass wir da sein durften. Es hat genauso viel Spaß gemacht wie letztes Mal. Und macht es gut. Macht es gut. Also Magas und Margarine, einmal in die Kamera winken und dann ist hier Abpfiff. Tschüss. Danke fürs Zuschauen, Leute. Tschüss. Ciao. God bless.